Warum bei euch? Ich weiß es nicht. Katie, ganz kurz, erzähl mal, was ist denn bitte an demselben Tag noch passiert in der Nacht? Was ist passiert? Erzähl. Was soll passiert sein? Der Ja, was ist israelische denn Staat passiert? wurde Du erzählst ja gegründet. jetzt, wie es genau passiert ist alles. Erzähl mal, was ist denn da? War ein Krieg oder nicht? In selbe Nacht. Da war ein Krieg, davon weiß ich nichts. Ja, dann musst du leider dich informieren, bevor du hier irgendwelche Informationen Dann gibst. erzähl doch, erzähl mir, klär mich auf bitte. Dann klär mich bitte auf, ich weiß es nicht. Dann schon Israel mal. wurde nach der Staatsgründung von 6 muslimischen Staaten angegriffen. Ja, bitteschön. Das waren drei. Das waren Syrien, Ägypten und Jordanien. Das waren keine 6. Und was ist mit Libanon? Und Libanon hat sich in den Krieg nicht eingemischt. Wir haben selber keine richtige Militär. Nein, es waren mehr. Nein, da hast du. Nein, 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 nein. stopp, Der Moment. Sechstagekrieg, waren drei Länder. Geh mal auf Google und stream das auch hier live. Okay, ich gucke, ich gucke, ich gucke, okay, ich Ist uns gucke, auch ich egal, gucke. drei oder fünf oder sechs. So, Guck das mal ist bitte. passiert. Das ist passiert und Israel hat gewonnen. Israel ist gegen alle und hat gewonnen. Ja, aber guck mal, 73, nicht böse gegen dich, 73 habt ihr gegen Ägypten verloren. Wir reden aber jetzt von dem, nicht Ach von so, von davor dem oder Sechstagekrieg danach meinst du? oder wir reden jetzt gerade von, was danach passiert ist. Jetzt kannst du Ja, weitererzählen. sorry. Erzähl jetzt weiter. Also ja, ich rede ja nur darüber. Ich habe ja nur den Sechstagekrieg, das waren drei Länder, soweit ich weiß. Nein, Falter, dann, du hast was, recht, ich aber ihr korrigiere dich, es redet tut mir alle leid. über Vergangenheit. Könnt ihr mal reden? Ich habe dir Drei gesagt, Staaten spring waren es. das. Ich Falter, habe drei dir. Staaten. Wir müssen es auch richtig sagen. Habe ich doch gesagt, drei Staaten. Ich kenne mich mit Politik Ja, sehr gut aus. wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Er hat recht. Okay, drei Staaten, aber der eine wollte doch jetzt erzählen, wie es dann weiterging. Dann hat Jordanien sich entschieden, mit Israel Frieden zu machen. Und dann kam nach Jordanien kam wieder Ägypten. Also nach dem 73-Krieg kam Ägypten und hat auch mit Israel wieder Frieden geschlossen. Okay. Syrien, Al-Julan hat Israel übernommen, also ein Stück von Syrien, dieses Teil. Aber wir sagen, dass Syrien unterm Tisch, nicht böse gemeint, Geschäfte mit Israel hatten und haben ihnen das, sollte so aussehen, dass es ein Krieg war, aber in Wahrheit hat Syrien direkt an Israel verkauft. Für 500 Millionen. Okay, was willst du Aber jetzt das sollte damit so aussehen, sagen? dass es ein Krieg ist, weil der Präsident nicht wollte, dass sein Volk ihn dazu auf die Straße geht. Und deswegen Zwei hat er Politiker. sein eigenes Militär sterben lassen. Okay, was Hallo willst an du jetzt aber alle. damit sagen? Willst du das jetzt rechtfertigen, was passiert Nein, ist? Ich verstehe nicht. was Die recht? ganzen Leute, die hier reinkommen, Ganze versuchen Deutschland sind irgendwie zu kein Streit. rechtfertigen, dass Nein, es sich hier ist mit der ich zum Hamas. Beispiel versuche auf gar keinen Fall was zu rechtfertigen. Die Hamas ist schlimm, klar. Das, was sie machen, ist schlimm. Ich bin gar nicht dafür. Aber genauso wenig bin ich dafür, was Israel macht, auch Ja, ganz aber die schlimm. verteidigen Ich sich bin. doch. Die sind doch dafür, dass die Hamas weggeht. Dann verstehe ich nicht, warum man nicht für Israel ist, wenn man Oh. nicht für die Hamas ist. Also Israel müsste Weil beide Hamas Kinder umbringen. auslöschen. Was bringt es denn, wenn Oh. ich für Also ich ein habe Land das etwas Gefühl, Also ich beide habe bringen das nicht Kinder Gefühl, um. dass Es gibt ein wichtigeres Thema, was du Hallo, gerade vergessen Falter, hast. Moment, Du hast heute einen Heiratsantrag bekommen. Jesus. Also ich habe das Oh, Gefühl, ganz dass die kurz. Palästina Sag mal, tatsächlich die Kati, Hamas ganz sowieso auch kurz. immer. Hallo. Mann, Du so, antwortest nicht Hope. darauf. Es geht gerade gar nichts um gar nichts. Ich muss gerade was sagen, kurz. Hope, ich habe dich jetzt ganz kurz zum Moderator gemacht. Du kannst auch Gäste hoch und runterschmeißen, weil ich muss einmal kurz weg. Ich muss einmal kurz zur Tankstelle. Bitte kannst du gleich, wenn unten eine Anfrage ist, Samantha, du weißt ja, ist Ja. ja Moritz, da musst du einen raustun und Moritz hochholen. Okay, So, mach bis ich. gleich. Ciao. Bis gleich. Hallo an alle, ich bin der Poli. Hi. Hallo, Toni. Hi Hope. Hallo. Hi Hi. Fighter, hi an alle. Ich wollte nur kurz auf zwei Sachen eingehen, die mir etwas am Herzen liegen, die C-Boom vorhin gesagt hat. Einfach, weil hier so viel Falschinformationen verbreitet werden, die einfach wirklich gefährlich sind. Die erste Sache ist einfach, es wird immer gesagt, dass es in der Westbank keine Hamas gibt. Das ist eine Lüge. In der Westbank gibt es einen Haufen Hamas-Unterstützer. Lass ihn Und in bitte der ausreden. Westbank gibt es Terrorzellen der Hamas, gegen die auch die palästinensische Polizei dort kämpft. Jenin ist eine Hamas-Hochburg, deswegen sind dort auch dieses Jahr 200 Menschen getötet worden. Das waren Terroristen, die in Kämpfen mit der IDF gestorben sind. Nablus ist eine Hamas-Hochburg und dann gibt es in kleineren Dörfern auch noch ein paar Hamas-Stellen. Die Hamas herrscht nicht über die Westbank, aber es gibt auf jeden Fall Unterstützer und Terrorzellen auch des Dschihads und auch der Hamas in der Westbank,
auch wenn die von der Fatah bekämpft werden. Das war das Erste. Und das Zweite habe ich tatsächlich jetzt vergessen. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Das hast du schön gesagt und ich danke dir darauf, dass du das gesagt hast. Fatah, ich will dir eine Sache über Fatah klarstellen, niemanden anzugreifen. Fatah hatte so lange auch mit Israel operiert, um was es angeht, um was es bewaffnet angeht, Terroristen oder sonstiges. Aber am Ende hatte die Fatah selber die Nase voll, nicht böse gemeint, und haben selbst gesagt, die Israelis verarschen uns von A bis Z. Die wollen nicht, dass wir einen eigenen Staat haben. Verstehst du? Also die haben versucht, auch mit Israel klarzukommen. Aber das naja, wer hat denn im Jahr 2002 die Camp David-Abkommen fallen das gelassen? War nicht, weil Camp David war schon viel länger her. Das hat Camp David war 2002. Oslo Accords waren 96. Ja, aber vorher hatten die auch Camp David und das war viel länger her. Camp David 1 meinst du? Okay, Camp David 1, genau, richtig. Aber Fatah hatte ja ein Problem nicht mit Israel oder sonstiges, Fatah hatte ein Problem mit den Siedlungen. Genau, aber die Siedlungen sollten damals ja aufgelöst werden und die Westbank sollte ja in Camp David an die Palästinenser übergeben werden. Israel war einverstanden und dann kam als Antwort auf Camp David 1 die erste Intifada, weil sie das nicht akzeptiert haben und ganz Palästina befreien wollten. Ja, aber du verstehst immer noch nicht, worum es geht. Jetzt in unserer Zeit die Siedlungen immer noch nicht aufhören. Darüber rede ich jetzt. Ach so, also die Siedlungen, die zum Beispiel in bestimmten, also ich bin erstens sehr umstritten auch bei den Siedlungen, ja. Ja, darum ich geht's auch. Nicht. Aber die Siedlungen sind halt umstritten. Das heißt, jede Seite, wenn man sich jede Seite anhört, gibt es auf jeden Fall auch auf israelischer Seite sehr relevante Punkte, warum die Siedlung nach. Guck mal, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, in jedem Volk findest du gute Menschen und schlechte Menschen. Nee, ich rede nicht jetzt über gute Menschen und schlechte Menschen. Ich rede wirklich über Fakten, warum die Siedlung nach israelischem Recht und auch nach internationalem Völkerrecht eigentlich legal sind. Warum Israel dort eigentlich Siedlungen bauen darf. Okay. Da gibt es dürfen die Palästinenser das Land wegnehmen? Aber denen wird ja das Land nicht weggenommen. Du redest jetzt wahrscheinlich von dem Sheikh Jarrah Beispiel. Ich sag dir mal, was ich meine. Ich meine jetzt zum Beispiel, die angeblich die Leute rausgezerrt haben von den Wohnungen. Ja, haben sie. Also da wurden auch Leute rausgeworfen in Sheikh Jarrah. Aber die Frage ist halt, warum. Wie stehst du darauf? Wie bitte? Wie stehst du, also was denkst du, ist es richtig oder falsch? Also ich habe meine Frage. Also ich kann dir ein paar Punkte, bevor du diese Antwort sagst, gehen. Die UNO hat es kritisiert, die Europäische Union hat es kritisiert. Darum geht es ja sogar gar nicht. Sogar die Amerikaner, lass mich mal bitte aufreden, sogar die USA hat selbst kritisiert, die hat gesagt, ein Frieden. Ich glaube, du möchtest keine Antwort von mir. Doch, erzähl. Okay. Die Frage ist, finde ich es gut, dass die Araber als Mensch, finde ich es gut, dass die da rausgeworfen werden? Die Palästinenser rede ich nicht von den ganzen Arabern. Genau, die Palästinenser, finde ich das gut, dass die in Sheikh Jarrah aus ihren Häusern geworfen werden? Nein. Finde ich es richtig? Ist es richtig, dass es passiert? Faktisch ja. Warum, kann ich dir jetzt gerne erklären, wenn du mich ausreden lässt. Ich lässt dich ausreden. Genau, Sheikh Jarrah, das ist eine alte ein altes jüdisches Viertel in Jerusalem. Das war immer jüdisch, die letzten 1000 Jahre lang. Das hieß Shimon HaTzadik. Sheikh Jarrah heißt eigentlich Shimon HaTzadik. 1948, als Israel von 5 arabischen Staaten angegriffen wird, um Israel auszulöschen, hat Israel ja mehr Gebiete erobert und Jordanien hat ein paar Gebiete erobert. Die Westbank und Ost-Jerusalem fielen unter Jordanien. Die Juden aus Shimon HaTzadik, die diese Häuser legal gekauft haben, wurden da rausgeworfen, sind geflohen. Und dann hat Jordanien diese Häuser irgendwelchen Palästinensern gegeben, beziehungsweise Arabern. Okay, eine Frage noch. Lass mich doch zu Ende erklären. Okay. Verstehst du den Kontext? Alles gut. Genau. Und dann haben dort Palästinenser gelebt, von 1948 bis 1967. 1967 wurde Israel de facto wieder angegriffen, hat dann die Westbank und Ost-Jerusalem erobert. Und dann war Ost-Jerusalem halt wieder unter jüdischer Herrschaft, beziehungsweise davor war es ja unter britischer Herrschaft, aber die Besitzurkunden waren halt jüdisch. Und dann kamen halt die ganzen jüdischen Hausbesitzer Hausbesitzer mit ihren Urkunden und meinten, hey, das sind unsere Häuser, wir wurden vor 20 Jahren hier rausgeworfen. Okay,
Die wollten aber die Araber nicht rauswerfen dort, die sollten halt Miete zahlen. So wie du in deiner Wohnung in Deutschland Miete zahlst, sollten diese Menschen in Sheikh Jarrah Miete zahlen. Sie haben diese Häuser nie gekauft, sie haben sie nie gebaut, sie haben 20 Jahre lang keine Miete gezahlt und auch bis heute haben die keine Miete bezahlt. Die Menschen, die in Sheikh Jarrah Miete zahlen, die bleiben in ihren Häusern. Okay. Die Sache ist, nach 30 Jahren, wo Leute keine Miete zahlen wollten, haben und die Hauseigentümer keinen Bock mehr drauf hatten, haben sie diese Immobilien an irgendwelche amerikanischen rechten zionistischen Organisationen verkauft. Das heißt, das sind Leute, die da wirklich Sheikh Jarrah wieder jüdisch machen wollen. Aber sie können das nicht. Zweite ganz Frage. Kurz, lass mich zu Ende reden. Okay, sorry. Und die wollen tatsächlich, dass da mehr Juden leben. Ob das jetzt gut ist oder nicht, so, ich kann verstehen, dass Juden wollen, dass da Juden leben, kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, warum die Araber natürlich in ihren Häusern bleiben wollen, wo teils so wie Mohammed el-Kurt und so, die dort geboren sind, die das unreflektiert sehen. Okay, jetzt habe ich eine wichtige Frage noch. Lass mich wieder gesagt zu Ende sprechen. Okay. Ich bin wirklich gleich fertig. Die Frage ist jetzt, die Amerikaner, die jetzt aufgekauft haben, die sagen, entweder ihr zahlt Miete oder ihr verpisst euch. Die gehen halt vors israelische Gericht und klagen ein, dass die Mieter 30 Jahre keine Miete zahlen und aus den Häusern raus sollen. Weil Israel ein demokratischer Staat ist, gab es 20 Jahre lang einen Rechtsstreit zwischen den arabischen Familien und diesen Hausbesitzern. Und für ein paar Familien wurde halt tatsächlich entschieden, dass sie dort rechtswidrig keine Miete zahlen und raus müssen. Und dann setzen halt die Hausbesitzer dort andere Mieter rein und die können sich aussuchen, welche Mieter sie reinsetzen. Die Frage ist, jeder kann dort bleiben, wenn er seine Miete zahlt. Auch du in Deutschland, wenn du 30 Jahre keine Miete zahlst, wirst du rausgeworfen. Das ist okay, ganz ich habe nur eine Frage. Und Sarah, Israel ist auch ein Rechtsstaat. Und das Sarah Bayern, wir reden nicht über Religion, wir reden über Israel und Palästina, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Du hast doch gerade diese Frage gefragt. Ja, du wolltest doch wissen, warum das da passiert. Er hat ich habe jemanden geantwortet, der gerade am Kommentieren war. Nicht, ach so. Ja, guck mal, ich will dir was dazu sagen. Guck mal, was ist dann nach deiner Meinung die Lösung? Eine Lösung. Wir wollen einfach eine Lösung finden. Ich sag dir ehrlich, was die Lösung ist. Ja. Ich habe kein Problem, dass die vermindert Miete zahlen. Zahlt Miete. Zahlt einfach Miete. Das ist die Lösung. Ihr zahlt Miete. Ihr habt 50 Jahre lang kostenlos in Häusern gewohnt, die ihr weder erbaut noch gekauft habt. Okay, darf ich dazu jetzt zahlt was Miete? Sagen? Ja, darf ich dazu sagen? Guck mal, die Geschichten werden immer von Siegern geschrieben. Das weiß jeder. Wieso ich von einmal Siegern? Es gibt ja Urkunden. Nach dem Weltkrieg waren die Engländer die Sieger. Ne? Ich habe einmal letztens einen Deutschen gesehen, auch einen Offizier, einen Militär. Und wir haben über solche Konflikte geredet. Mhm. Und wir sind auf diese Punkte draufgegangen. Der hat mir selbst gesagt, glaub nicht, dass alles, was jetzt steht, stimmt. Ich habe gesagt, guck mal, die Sache ist ja, das ist ja kein Rechtsstreit vom Staat. Das sind ja private Rechtsstreit. Lass mich doch bitte ausreden. Ja. Und dieser Typ hat mir gesagt, ich habe gesagt, was meinen Sie? Der meinte, nachdem Weltkrieg vorbei ist, haben die Engländer gesiegt. Und dann hat man selbst die Geschichte geschrieben, die man will, die man sich ausgesucht hat. Ich kannte diesen Spruch, ich schwöre dir bei Gott, Wallah, ich kannte diesen Spruch nicht. Ich habe das von denen, diesen Spruch gelernt. Ich habe gesagt, was meint der? Da meinte sie, die Geschichte wird immer von Siegen geschrieben. Jetzt hast du etwas gesagt, es könnte sein, aber warst du dabei, dass es stimmt? Ich war auch nicht dabei, du warst auch nicht dabei. Woher ja, aber du sagst, dass es nicht. Aber guck mal, du hast ganz kurz, Hope, du hast recht. Du hast recht, Geschichte kann verfälscht werden, aber es gibt immer Fakten. Es gibt immer einen neutralen, gefühlslosen, auf Fakten basierten Strang durch die Geschichte. Okay, ich habe noch eine Frage, bitte. Und das ist faktenbasiert. Okay, wenn die Palästinenser. Das ist keine systematische Vertreibung, das sind private Rechtsstreits. Der israelische Staat per se hat nichts mit diesen Gebieten zu tun. Das sind private Menschen, die diesen Rechtsstreit haben und nicht der israelische Staat. Deswegen zu sagen, Israel als Staat vertreibt dort Menschen, das stimmt nicht. Dort werden genauso auch neue arabische Siedlungen gebaut, da werden auch neue jüdische Häuser gebaut. Das heißt nicht, dass... Komischerweise hört man sowas nicht in den Medien. Komischerweise. Ja, was du in den Medien hörst, ist ja falsch. Ich meine, sogar in der westlichen Medien reden die nur von Siedlung. Die reden nicht davon, die sagen einfach, Israel will Frieden, muss mit den Siedlungen aufhören. Die sagen nicht, warum dass es Siedlung eigentlich, werden was du gerade kritisiert. Sagst, was du gerade sagst, es ist ehrlich nicht böse gemeint, was du gerade sagst, habe ich doch von gar keinen westlichen Medien gehört, nicht von arabischen Medien gehört, von niemandem. Ach so, es geht ja auch nur um Sheikh Jarrah und Sheikh Jarrah ist ein bekannter Fall.
Was die Siedlung angeht, da werden ja keine palästinensischen Häuser zerstört und Siedlungen gebaut. Okay, ich will dich noch was fragen. Ich will dich noch was fragen, bitte. Gerne. Guck mal, wir sagen mal, die Engel, die Israelis sind wieder 1948 zurückgekommen, sagen wir mal, zu ihrem Heimatland, wo die eigentlich hingehören. Woher kamen die Woher kamen die Palästinenser eigentlich? Ja, haben wir doch. Also, das kann ich auch eigentlich. Hope, willst du oder darf ich? Nee, mach, weil ich sagte schon seit 3 Stunden hier. Ach so. Also, erstens, die Palästinenser, es gab eine indigene Bevölkerung dort, natürlich, die dort auch seit Generationen gelebt haben. Okay. Mhm. Da gab es auch viele Juden, die dort gelebt haben. Okay, bestreitet auch keiner. Aber Palästinenser als nationale Identität und als Nationalstaat haben nie existiert. Nie. Ich sage jetzt nicht, dass die nicht existieren dürfen. Das habe ich gestern schon in einem Stream gesagt. Jede Nationalität wurde mal erfunden. Das ist völlig okay. Das stimmt. Und ich werde keinem 20-jährigen Palästinenser jetzt vorwerfen, dass seine Identität erst seit 1968 existiert. Für ihn ist diese Identität genauso real wie für mich zum Beispiel meine 2000, 3000 aber, Jahre alte jüdische Also Geschichte. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Mexikaner noch ein paar Jahre sagen, wir wollen die USA zu uns haben, weil eigentlich USA uns gehört. Das waren ja die ersten Besitzer. Ja, das hat ja keiner gemacht. Also wenn das passiert würde, dann muss die Welt den Mund einfach halten, wenn es so ist. Das nee, aber das ist ja auch nicht hier passiert. Das war ja vollkommen legal alles. Wie ging das erst los? Erstens, wir haben gestern so eine echt interessante Diskussion geführt. Jordanien war ja auch Teil vom britischen Mandatsgebiet Palästina. Wisst ihr das? Weißt du das? Nein, ehrlich nicht. Ja, dann google jetzt, kannst du gerne machen. Ich glaube dir schon. Ich glaube dir schon. Also wenn du jetzt 1927, 26, 22 Palästina-Karte eingibst, dann siehst du halt eine viel größere Karte. Und warum haben die Juden überhaupt das Land dort bekommen, beziehungsweise die Jordanier? Weil im Ersten Weltkrieg haben die Zionisten, die da schon seit 1860 aktiv waren, um einen Staat zu gründen, was auch natürlich seine Gründe hat. Soll ich dir meine Meinung dazu sagen, ja, was ich aber mir wünschen würde? Du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen will. Okay, sorry, erzähl. Okay, alles gut. Die Briten haben halt gegen die Osmanen gekämpft im Ersten Weltkrieg und es gab jüdische Brigaden, die den Briten geholfen haben. Und es gab arabische Brigaden der arabischen Front da. Das sind die Vorgänger sozusagen des jordanischen Königshauses, die da die Kommandeure und so waren. Und nach dem Ersten Weltkrieg, als Großbritannien gewonnen hat, die Bedingung halt für die Hilfe, warum Juden und Araber gleichzeitig für die gekämpft haben, war, weil Großbritannien denen gleichzeitig getrennt voneinander das Land versprochen hat. England hat den Arabern versprochen, ne? Und den Juden Osmanen, auch. Den Osmanen, die England hat den Arabern versprochen, wenn ihr uns hilft, habt ihr dann eine Einigkeit ohne den Osmanischen Reich. Genau, und die Araber, könnt ihr euer Land dort gründen. Und genau das richtig. Gleiche haben sie auch. Und die Araber haben den Osmanen verraten, ich nenne das Verrat, ich bin ehrlich. Wenn weil du meinst, bist du Türke? Nein, ich bin Libanese. Ah, unter dem Osmanischen Reich haben die gut gelebt eigentlich, aber wie gesagt, die Herrscher der Araber sind immer Verräter gewesen und Heuchler und das sind auch Diktatoren. Okay, das ist mir egal, das ist für mich völlig irrelevant. Okay, ich sag dir das ja. Aber ich würde, guck mal, ich würde ganz mich kurz, fragen, du hast würdest, vorhin schon drüber geredet, du hast gesagt, ja, aber wenn du mich fragen würdest, ich würde entscheiden, eine Stadt für zwei, nicht für jemanden, damit dieser Krieg endlich aufhört. Genau, aber ich sage doch, es fängt dann richtig an, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung. Hast du das gerade nicht mitbekommen mit dieser Scharia und alles? Ich habe sie gerade gesagt, was Scharia ist. Ich habe die Meinung, jeder ja, denkt aber anders. Aber was denkst du? Aber die anderen, was ist mit den anderen? Wenn die Hamas nicht wäre, hättet ihr das akzeptiert, dass ihr einen Zwei-Staat habt? Natürlich. Wenn die Hamas nicht wäre, dann wäre es nicht zu einer Situation gekommen, dass es gerade so dort ist. Hör mir zu, bitte. Wenn Hamas nicht wäre, hättet ihr das akzeptiert, dass ein zweiter Staat entsteht? Aber haben wir doch. Wir haben doch den Gazastreifen. Nein, Gaza ist doch kein Staat. Das ist halb so groß wie Hamburg. Ist doch egal, der Gazastreifen ist nicht besetzt. Hast du den Gazastreifen schon gesehen, wie der aussieht? Der ist doch total auseinander. Haben die doch gemacht. Das ist doch nicht unsere Schuld. Aber da ist doch so klein wie Hamburg. Das kann kein Staat sein. Naja, das ist Teil des Staates. Die Westbank wäre der zweite. Ja, okay, Teil des Staates akzeptiere ich. Das ist okay. Das ist kein Problem. Die Westbank soll ja auch irgendwann Palästina werden. Das ist das Problem. Das ist nicht mal so groß und hat man all die Jahre nichts gemacht. Das sieht aus wie die Hölle.
Wenn das groß wäre, hättet ihr, ich meine, so kleine Gebiete habt ihr nicht geschafft, etwas zu machen. Was nicht, du noch ich sag, guck mal, wenn da Terroristen herrschen, hör mir zu, wenn da Terroristen herrschen, dann hat man nichts zu anderes zu sagen. Ja, wen haben die das Geld gegeben? Also das wen haben die das Geld gegeben? Das ganze Geld gegangen dahin, wohin? Ja, wenn ich jetzt jemandem Geld gebe, wenn ich jemandem Geld gebe, ich passe auf, wen ich das Geld gebe. Ja, wen hast du das denn gegeben? Wen hast du dein Geld gegeben? Ja, nee, bestimmt nicht den Hamas. Ah ja, wen denn? Erzähl dir mal, wen du das gegeben hast. Zum Beispiel die Verbündeten von Israelis, zum Beispiel Fatah, zum Beispiel. Ah, und du denkst nicht, dass es nicht an die Hamas geht. Dann guck dir doch mal Gaza an. Gib mir dann eine Lösung. An wen sollen wir Gaza an. Wenn nicht mal Fatah es nehmen darf. Ob die Milliarden Euro. Wenn man es nicht mal Fatah nehmen darf, wer soll es sonst nehmen? Es geht ja darum, dass das Geld für die Hamas geht. Es ist nicht, siehst du die Bürger? Und das war ein Fehler. Ja, und ihr steht trotz allem hinter Hamas. Das verstehe ich Kathi, ich habe mich genug geäußert. Wir stehen nicht hinter Hamas. Aber niemand hat bis jetzt gesagt, wenn ihr nicht für Israel steht, wo steht ihr dann? Weil wir stehen für die Palästinenser, für die Unschuldigen. Ja, für die Unschuldigen. Ihr sollt um euch kümmern. Kathi, du sagst, wir sollen uns um uns kümmern. Heißt es, dass wir die Palästinenser einfach ignorieren sollen? Ja, aber ihr hättet den Hamas schon vertreiben können vielleicht. Wir Libanesen schaffen es nicht mal, uns auf die Beine zu kriegen in unserem Land. Wir haben schon genug wirtschaftliche Probleme, leider. Ja. Wo ist der Pulli jetzt hin? Welcher Pulli? Ende leitet so rausgegangen oder der hatte schlechtes Internet oder so. Wie kann man denn jetzt wieder reinmachen? Alter. Wie kann ich... Ist er jetzt weg? Oder? Du kannst es machen. Ja, aber wie? Also er kann dir der soll jetzt eine Anfrage stellen, du kannst dann annehmen. Ja. Wie kann ich ihn reinnehmen? Ja, er stellt Anfrage und du klickst, dass du annimmst. Stellt gerade keine Anfrage. Ist er überhaupt noch drin? Ich glaube, da steht 218, da kannst du reingucken, drückst drauf, dann kannst du sehen, wer alles drin ist. Also man muss schon jetzt echt eine Lösung finden. Ich meine, wir können eh nicht als Bürger nur mit reden. Da sind wir uns einig. Weil ich möchte das ganze Scheiße nicht mehr, weil das ist, ich meine, ob das diese Folge ist oder diese Folge ist, es werden Kinder sterben, es werden gerade eben, während wir hier einfach diskutieren, im warmen Zuhause sitzen, es wird immer kälter, es wird Winter kommt. Ich weiß es nicht, was da los wird. Also, ja, das ist ja die schlimme Sache. Und deswegen, es wird eskalieren. Die Türkei hat die Schiffe losgelassen, Türkei, ich respektiere alle Türken und alle Menschen, aber Türkei ist ein NATO-Mitglied. Na und trotzdem. Also ich glaube nicht, dass Türkei sich in einen Krieg verwickeln wird. Natürlich wird das verwickelt. Türkei hat nur ein einziges Problem. Glaube nicht, dass Türkei wegen Guck mal, du wirst sehen. Türkei hat keinen Bock mit Amerika. Warte kurz, wir werden bald sehen, ob ich recht habe oder nicht. Türkei wird sich niemals. Weißt du, was ich wünsche? Dass das einfach gar nichts mehr passiert, dass jeder seine Ruhe hat. Genau. Das ist das Einzige, was ich wünsche. Genau, ich auch. Selbst wenn die 5000 Kilometer sind, wenn du da bist, schreib bitte in den Kommentaren was. Ja, wenn Pulli da ist, ich finde ihn nicht. Guck mal, der kann dir Freundschaft schicken, der kann dir Anfrage schicken, dass du ihn auch. Ja, ich sehe noch nicht mal die Anfragen, ich verstehe das nicht. Aber wenn er da ist, soll er einen Kommentar bitte schreiben. Guck mal, da kannst du doch oben sehen, du drückst da drauf, da steht 100. Der ist ja komplett genau, ich habe reingeguckt, ich sehe das nicht. Ich glaube, der ist gar nicht. Ah, dann ist er raus. Oder der hat schlechtes Internet, könnte auch sein. Ich bin da, worum geht's? Kannst du gucken, ob der Poli eine Anfrage geschickt hat, weil der ist einfach auf einmal weg. Hat er nicht. Oh. Ja, ich kenne mich auch nicht so gut aus, leider. Hat er nicht. Punkt ist, es bringt uns allen gar nichts, dass wir unsere Seele zerstören. Ihr euch da, ich mich. Ja, das stimmt. Jede das gegen ich auch jede. So. Also ohne Witz, mir geht es seit Wochen gar nicht. Ich meine, auch wenn man so, man wird ja aggressiv durch diese Emotionen und alles. Ne? Ja, ich bin ja sowieso temperamentvolle Menschen, das sind wir alle mittlerweile. Selbst die Deutschen, die bis jetzt nichts geredet haben. Und diese Warum wir zu oft darüber reden? Deswegen. Also Wahnsinn. Ich meine, wir machen uns alle kaputt. Für was? Damit jeder will Ruhe haben. Jeder will Frieden haben. Und am Endeffekt machen sowieso alle da oben, was sie wollen. Leute, alle liken.
Und stimmt, was wir als Bürger machen können, unsere Aufgabe ist nur gucken, mehr Menschen Leben retten. Also mehr als das können wir nichts machen. Ich meine, es, guck mal, es interessiert eh keinen, ob wir jetzt demonstrieren, nicht demonstrieren, ob den hassen oder nicht hassen, da oben sitzen und Eier kratzen. Verzeihung. Also, das bringt alles nichts. Wir hassen uns einfach ohne Grund. Ich na, kann Wallah, seit Tagen nicht mehr das Haus verlassen. Ich persönlich hasse niemanden. Ich hasse Ungerechtigkeit, aber ich hasse niemanden als Mensch. Ich auch nicht, natürlich nicht. Ich habe nicht mal recht, jemanden zu hassen, weil alles, was auf dieser Erde bewegt, Lebewesen, ob mal, ein Fick ist, alles mal, verdient zu leben. Es gibt leider zu viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, aber ich glaube, in jedem Volk gibt es gute Menschen und schlechte Menschen. Das gibt es überall. Es ist unmöglich, dass ein ganzes Volk schlecht ist. Und das ist auch es unmöglich. Es gibt keine schlechten Menschen. Es gibt schlechte Gedanken. Es gibt schlechte Gedanken. Es sind schwache Menschen, die Teufel im Körper platziert haben. Ganz einfach. Der Gott hat uns allen gleich erschaffen. Wir haben aus uns so gemacht, wie wir sind. Ja. Wenn wir sagen, dass es schlechte Menschen gibt, das heißt, der Gott hat diesen Menschen schlecht erschaffen. Nein, hat er nicht. Er hat niemanden schlecht erschaffen. Wir haben es selber. Genau. Der Mensch hat sich das leider ausgesucht. Der Mensch ist schwach, hat ausgesucht, dass den Teufel in sich zu platzieren, in dem alles zerstört wird. Und wir fressen uns, zerfleischen uns gegenseitig, ohne dass wir merken, dass jeden Tag aus unserem Leben geht. Wir merken das gar nicht. Ja, du hast vollkommen recht, ehrlich. Weißt du, wie viele in diesem Moment Herzinfarkt gekriegt haben, gestorben sind? Weißt du nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sterbe ich morgen von dieser Aufregung. Ja, ehrlich, du hast recht, Wallah. Glaub mir, ist das jemand Neues reingekommen? Vielleicht will der was sagen oder sie. Breaker? Vielleicht hast du dich stumm geschaltet aus Versehen oder sowas. Wie schön wäre, wenn wir uns alle lieb haben würden. Das wäre ja, das Beste. Richtig. Alle uns einfach lieb haben. Einmal so eine Runde richtig heulen und dann loslassen und alles wieder Frieden. Ja, das wäre gut, wenn es so wäre. Das wäre gut, wenn es so wäre. Und wir Menschen müssen schaffen gegen den Teufel ohne Witz, weil ich weiß nicht, was auf dieser Erde los ist, aber es ist etwas Böses gerade unterwegs. Weißt du, was das Schlimme ist, wenn es einen dritten Weltkrieg geben würde? Ja, und wir müssen irgendwie das versuchen, dass wir mehr Leben retten als ein anderes Problem. Wenn es einen dritten Weltkrieg gibt, also kommt, dann müssen wir gucken, dass wir in Europa es hinbekommen. Ja, dann ist Europa mitten im Krieg, glaub mir, Russland. Natürlich. Russland. Ich sag mal, jeder soll festhalten, dass sie je mehr Leben retten, desto mehr sind wir gerettet. Ja. Von jeder Nation. Ja. Von jeder Nation, weil wir dürfen nicht aussterben, niemand von uns. Ja. Ja. Aber weil vielleicht den Krieg können wir nicht ändern, aber wir können uns, den Geliebten oder Bekannten oder Freunden oder wer auch immer, retten und nicht hassen, sondern versuchen, jeder sein Leben rettet. Weil, ich weiß nicht, wenn Krieg anfängt, können wir nichts stoppen. Wir sind ja, ein Stück Fleisch. Wir haben ja dann Atombomben und Atombomben sind schlimm. Ja. Was können wir machen? Wir haben alle Wut in uns, indem wir eigentlich, wir hassen uns gar nicht. Weißt du, was aber wir haben keine andere Wahl. Weißt du, was dann dir nur hilft? Die guten Taten, die du auf dieser Welt gemacht hast. Diese ja, guten Taten, was genau du gemacht hast, das ist das Einzige, was du mitnimmst. Die guten und schlechten Taten. Richtig. Ich habe keine Angst vor Sterben, ich sag's ehrlich. Ich meine, man hat Angst zum Sterben, wenn man so viele... Ich habe schon Angst. Der liebe Gott entscheidet, wann ich gehe und wann ich komme. Ja, ich sag dir, warum ich Angst habe. Ne? Ich habe im Leben viele Dummheiten gemacht. Ne? Ja, das ist so. Ich war nie ein Engel, ich bin ehrlich mit dir. Ich habe auch gute Seiten. Ich habe Alkohol getrunken. Ich habe vielleicht andere Sachen gemacht, die nicht erlaubt sind in meiner Religion. Weißt du? Und deswegen habe ich Gott verzeiht. Weißt du, wenn du deinen Fehler eingesehen hast, verzeiht Gott immer. In jeder Religion, glaub mir. Du musst nur dein Herz reinbehalten, das ist alles. Lass ihn mal reden. Okay, sorry. Nee, ich bin fertig. Also. Das allererste, was ich gerne darüber sprechen wollte, ist, wenn hier in Deutschland Menschen auf der Seite von Palästina ist, warum werden die meistens abgeschoben, genau wie jetzt bei Barello? Der hat ja jetzt zum Beispiel irgendwie so halt irgendwas gelabert, so mit seiner Gang oder auch was es immer war. Ich weiß, ich hasse den auch selber. Trotzdem, er wurde einfach abgeschoben. Und wenn man jetzt hier genauso wie du auf Israels Seite ist, sieht man, passiert einfach gar nichts und man ist einfach so ganz mal so wie auf der deutschen Seite. Bruder, ich habe mich selber kritisiert. Warte mal ganz kurz, du sagst ja, der wurde abgeschoben. Das ist eine Lüge. Der wurde nicht abgeschoben, das ist eine Lüge.
Weißt du, warum das passiert ist? Ja, ich weiß es. Sag, also, erzähl's mir mal bitte. Volksverhetzung hat er also geführt. In seinem Livestream hat er darüber gesprochen, dass er anscheinend rausgehen wird und Menschen abstechen wird, dass er dort eine Demokratie machen wird und so eine Scheiße halt. Weißt du? Also dann sage ich dir mal, was er gesagt hat. Er hat verbrennen, die Leute zerstören. Gehetzt, er hat die Leute gehetzt, rauszugehen und Sachen zu machen. Ja. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch auch du gesagt. Hast gerade gesagt, eine er Demokratie. Wollte rausgehen. Ich habe gesagt, er wollte eine Demokratie machen. Eine Demokratie ist mit mehreren Menschen, nicht nur er. Er hat die Leute rausgeschickt. Er hat die Leute gehetzt, rauszugehen. Also ganz kurz, ich habe das gesehen, jetzt, was er gesagt okay. hat. Erstens, wenn wir auf Barello der will keine setzen, Demokratie warum machen. Warum werden wir gehasst? Warum werden wir gehasst, wenn wir auf Palästina sind? Ich bin der Horst, ich rede jetzt kurz. Warte, du hast was gesagt. Du hast gesagt, Barello hat da irgendwie mit abgeschoben, absolut zu Recht. Er hat zu Gewalt aufgerufen, er hat gesagt, man muss in Deutschland, ich will das jetzt gar nicht alles wiederholen, auf jeden Fall hat er zu Gewalt aufgerufen und er hat das explizit gemacht. 5 Minuten später hat er das relativiert und hat bei Instagram so ein Bild gepostet, oh Deutschland, ich liebe Deutschland und so, weil er schon ganz genau wusste in dem Moment, dass er so einen Scheiß geredet hat, dass das enorme Konsequenzen hat. Deswegen hat er probiert, sich noch irgendwie zu retten und hat irgendetwas gesagt, ich liebe Deutschland und alles ist toll und Liebe für Israel und für beide und so. Und genau das war schon zu spät. Also tatsächlich, Barello, ich meine, was ist Barello für unsere Gesellschaft, ganz ehrlich, was für eine Bereicherung? Der sitzt hier, popelt, kriegt massenweise Geld in den Hintern geschoben, tut gar nichts, ist arbeitslos, nennt TikTok seine Arbeit. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass er weg ist. Also okay, ganz okay, ehrlich, also okay, jetzt Barello nicht. Ja. Wie alt bist du eigentlich? Jeder hat seine Meinung, aber okay? Wie alt bist du? Ich bin 16. 16, also kannst du gar nicht hier drinne sein. Warum? Warum ja, denn? Weil soll ich dir was dazu sagen? Ich glaube, Barello hat irgendeinen Film, der wurde nicht mal abgeschoben, der wurde nicht festgenommen. Wie immer schiebt er irgendeinen Film vor, dass er mal krank ist, mal hat er Krebs. Petros, danke mal, dir. Ich gebe dir auch recht, ich gebe dir auch das Recht, dass mit Krebs und so dieses Scheiße. Der aber Lüge, auch noch der auf den ab, da ist eine Lüge. Der wurde nicht abgeschoben. Das ist eine gute Lüge. So schnell kann man nicht abgeschoben werden. Ja, hast du schon recht. Nein, der ist erstmal ein Abschiebe, also in hier, wie heißt ja, das denn? Abschiebehaft oder wie das und ist. Und wer weiß, ob das wirklich stimmt. Also jetzt beantworte mir bitte die Frage, okay? Wenn wir für Palästin sind, warum werden wir gehasst? Doch wenn Menschen hier in Deutschland für Israel sind, warum werden sie danach geliebt? Jo, sorry, Löwe, so gern wir auch mit dir diskutieren würden, aber mit 16 kannst du hier nicht drin sein. Trotzdem, ich habe ja mein Recht darüber zu... Nein, okay, Nikola hat recht, ich habe keine Lust gesperrt zu werden, hat er recht. Nein. Aber wir können trotzdem, er hört das ja jetzt, er hört das, wir können ja trotzdem seine Frage beantworten. Möchte eine Frage beantworten, wenn man direkt für Palästina ist, dass man direkt, was hat er gesagt nochmal? Ich hab's vergessen. Er hat gemeint, wenn man für Palästina sich einsetzt, wird man direkt abgeschoben. Das ist ja kompletter Quatsch. Könnt ihr ihm bitte darauf antworten? Nein, guck mal, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich habe das auch gehört. Auf Nachrichten haben gesagt, man darf sogar Israel nicht mehr kritisieren. Man darf nicht Hass ausüben. Man darf nicht Hamas sein. Man darf nicht auf die Straße gehen und sagen, scheiß Juden. Aber, so was darf man nicht sagen. Lass mich reden, bitte. Guck mal, du sagst es, was du gehört hast, aber ich habe auch was anderes gehört. Ich habe gesagt, sogar wenn du nur kritisierst, Israel, könntest du dich strafbar machen. Von wo hast du das gehört? Ja, da gibt es so manche Leute, YouTuber. Die YouTuber, das ist eine Quelle für dich? Das ist nein, aber das muss doch dir klar sein, warum du stellst dir so. Er hat doch dort, von dort mitbekommen. Genau. Ja, ist ja, jemand, aber die YouTuber, abgeschoben worden die ist, YouTuber, die YouTuber gehen ja, die YouTuber gehen ja auf Quellen, die holen Nachrichten. Die gehen auf Quellen, ja, wo du vertrauen kannst. Nein, guck mal, wieso sollte ich lassen dich mal aus welchem Grund? Ich sage nicht, dass du mich anlügst, aber die Leute, die das sagen, das heißt nicht, dass es so ist. Guck erstmal, dass du Leute kennst, die abgeschoben werden, dann kannst du mit denen reden und dann kann man gucken, was es lag. Sonst wäre ja die Mehrheit jetzt abgeleitet. Das hat ja nichts mit Palästin zu tun. Das nicht abgeschoben, nicht nur abgeschoben, sogar manche würden auch ihren Aufenthalt verlieren aus dem Grund. Das geht gar nicht, weil Juden als ganz andere Nummer wie Palästina. Nation kommen. Doch. Kathi, ich meine das nicht so. Löwenherz, hast du das auch gehört? Löwenherz.
Judentum haben Schutz seit dem Zweiten Krieg. Hast du das auch gehört? Hast du das auch gehört, dass man seinen Aufenthaltspass verliert, wenn man Israel kritisiert? Ich habe gehört, dass du auf jeden Fall ein Problem bekommst, wenn du Israel das Existenzrecht absprichst. Nein, nicht Existenz. Und wenn du dich antisemitisch äußerst, was natürlich auch dann vollkommen zurecht ist. Genau. Ich habe sogar gehört, wenn du nur kritisierst, könntest du dich strafbar machen. Naja, was ist denn für, warte mal, was ist denn für dich kritisieren? Zum Beispiel, wenn man sagt, dass die Siedlungen nicht richtig sind. Ja, denkst du wirklich, dann kommt ein Polizist und diskutiert mit dir, ob die Siedlungen richtig sind oder nicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Bestimmt öfters passiert. Nein. Denkst du, jemand kommt und fängt an, dir zu sagen, ja, du kommst jetzt mit, weil du irgendwas von Siedlungen geredet hast? Nicht mitkommen. Da konntest du die Strafe, eine Anzeige bekommen. Eine Strafanzeige. Die nehmen dich wahrscheinlich nicht. Wenn du Hass gegenüber Juden ausübst, in Deutschland gibt es Gesetzesbuch, das ist 30 Zentimeter breit. Ich rede nicht über Hass. Also, man sollte über Juden, nicht nur die Palästina, gesamte Welt. Es genau. geht nicht nur das sollte um Palästina. Eigentlich gut sein. Das sollte gesamte eigentlich gut sein. Welt. Verstehst ja. du? Also, ihr könnt nicht irgendwas sagen, was nicht passiert ist oder was nicht offiziell gesagt worden ist. Aber wie können Sie denn so sicher darüber reden? Guck mal, wenn ich als Nicht-Palästina und nicht Israelis sitze ich da und fange ich an, scheiß Juden da und hier, werden die mich genauso mitnehmen, weil ich mich von Gesetzesgebung schon auskenne, weil ich weiß, dass ich das nicht darf und fressen halten muss man. Fertig, aus. Deswegen müssen wir es doch aushalten, oder nicht? Ja, ich kann doch, nur sagen, das ist deutsche Gesetze. Du musst es akzeptieren. Ich sage doch nichts anderes, aber ich sage nur, also, ich habe nur gesagt, was ich gehört jedes habe. Jedes Land hat sein eigenes Gesetz. Der Mann redet doch gerade, lassen Sie mal aussprechen. Hallo. Reden wir also, bitte weiter. Jedes Land hat sein eigenes Gesetz. Wir müssen nach alle Gesetze von jedem Land akzeptieren. Wenn ich nach Türkei gehe, muss ich nicht an dazu sagen, scheiß Türke da und hier, nehmen die mich genauso mit. Wenn ich gehe nach Brasilien, schlachten die mich lebendig, das wisst ihr ganz genau. Also, Atakan, soll sprechen. Ja, hallo, er darf sofort sprechen. Ich muss ja zwischendurch mal was sagen dürfen. Aber also, tatsächlich, ich muss jetzt auch mal eine kleine Challenge machen. Ihr müsst mir nichts spenden, alles gut. Aber wir müssen es jetzt tatsächlich, ich gucke jetzt genau 10 Minuten auf die Uhr. Wenn wir es in 10 Minuten nicht auf 30.000 Likes geschafft haben, dann machen wir morgen weiter, weil ich brauche ein bisschen Motivation. Also Gas geben. Okay, ja, so Dings. Ich würde mal sagen, hier, wir reden hier alle mit Respekt gegeneinander. Wenn einer redet, sind die anderen leise. Ich möchte nur sagen, dass die Palästina, die sollen sich nicht angegriffen fühlen und gleich mit dem Hass gegen Juden. Das hat mit euch nichts zu tun. Judentum ist heilig mittlerweile, weil Ersten Leben, Zweiten Weltkrieg, man wollte die ganze Nation, ganze Volk auslöschen. Das ist euch doch bekannt. Also, fertig, aus Diskussion. Dieses Volk ist ja nicht so groß. Und den Rest wollt ihr noch auslöschen? Das wird euch niemand mehr diese Gelegenheit, nicht euch, sondern uns allen, niemand diese Gelegenheit geben. Weil die sind von ganzer Welt geschützt. Natürlich, das sagt nicht aus, dass man jetzt einfach zulässt, dass die machen, was sie wollen oder die unschuldige Kinder töten. Das ist ja auch nicht der Fall. Es geht nur gerade darum, dass in Deutschland man das nicht machen darf, in vielen anderen Ländern auch nicht. Aber das rechtfertigt trotzdem nicht, das heißt nicht, dass die Juden machen, tun, was sie wollen. Nein, die müssen sich auch nach Regeln und Gesetze halten. Also auf jeden Fall. Atikan, du bist dran. Ja, also ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Also ich könnte jetzt euch weiter zuhören. Ich glaube, jetzt kannst du reden. Bruder, ich habe schon geredet. Ich dachte, du willst was sagen. Deswegen bist du hast nicht reingekommen. Achso, ja, ich wollte nur sagen, erstens, warum ist da so Hamas mit so Kreuz? Warum habt ihr das weggemacht? Also, warum? Okay, dann frage ich dich. Ja, ganz kurz. Das ist ja wieder, das ist ganz ehrlich, das ist ja wieder eine Frage gewesen, ne? Ja, genau. Das ist eine ganz schön sinnbefreite Frage. Weil tatsächlich, warum sollte ich da kein Kreuz drauf machen? Warum nicht? Sag also, mir ich frag dich. Sag mir einen Grund, einen guten Grund, warum ich die Hamas unterstützen sollte. Wenn du mir nur einen sagst, dann mache ich das Kreuz weg. Bitte. Ja, also, ich will, sie können ja unterstützen, wenn sie wollen, also das ist ja ihnen überlassen, aber vielleicht will sich auch andere Leute darüber angegriffen, also wenn ich jetzt das sehe. Wenn Hamas eine Terrorist ist, wie fühlt man sich angegriffen? Warum ist nicht Israel weg? Warum haben sie nicht Israel? Ja, aber da steht keine Palästina, da steht Hamas. Warum steht Hamas? Ja, aber Hamas.
anderes. Warum stört sich das? Ja, das ist wieder ein Kind, der keine Ahnung hat. Ja, können Sie mal vielleicht sehen. Hamas selber ist eine Terrororganisation. Der Hamas selber geht es nicht darum, Frieden zu schließen. Der Hamas geht es rein. Livenhardt, da will jemand hochkommen, das ist ein Junge der Frau, die will hochkommen, nimm sie hoch bitte. Der Hamas selber geht es einfach nur darum, Israel das Existenzrecht abzusprechen, und der Hamas geht es einfach nur darum, die Juden in Israel zu töten. Das ist das Ziel der Hamas. So. Wenn Sie meinen? Ja, das steht in deren Charta, das meine ich, das sagt die Hamas selber. Ja. Wo ist der? Der ist weg. Der ist gerade weg. Ja, das war wieder einer, der wahrscheinlich 15 oder 16 ist, der nicht mal weiß, was Hamas ist. So, Leute, wir bleiben online. Ihr habt es geschafft. Wunderbar. Hi, kann ich eine Frage stellen? Ja, klar. Und zwar, es geht darum, es wurde ja hinterfragt, warum man hier nichts gegen Israel sagen darf in Deutschland. Eine Gegenfrage: Dürfte man in arabischen Ländern sagen, ich bin für Israel und bin gegen Palästinenser? Ich frage mich, was würde mit diesen Leuten dann passieren? Das ist eine sehr gute Frage, und ich finde, deine Frage kommt gerade in richtige Zeit. Leider, ich bin ehrlich mit dir, nein, darf man nicht. Also das darf man nicht. Ich sag dir warum, weil viele arabische Staaten keinen Frieden mit Israel haben. Aber es gibt viele, die jetzt gerade Frieden machen wollen. Zum Beispiel wie Saudi-Arabien, Emirat, Ägypten hat es schon, und Bahrain, die wollen auch noch Frieden machen. Es gibt noch andere arabische Staaten, die jetzt Frieden machen wollen mit Israel, weil es keinen Frieden gibt, aus dem Grund. Und warum darf man dann hier nicht das Existenzrecht für Israel zu? Doch, ich habe nicht gesagt, dass man das nicht sagen darf. Ich habe nur gesagt, dass man eigentlich dieses Problem endlich beseitigen soll und ein Land für beide machen soll und aufhören mit dem Krieg. Weil da sterben unschuldige Menschen, egal welche Seite das auch sind. Man merkt, da sterben unschuldige Kinder, aber Frauen. Das Problem ist, dass jeder den Fehler bei Israel sieht, aber der Fehler ist der Hamas. Nein, guck mal, nicht jeder sieht bei Israel. Ich habe schon mehrmals erwähnt, viele haben gefragt, seid ihr mit Hamas? Viele haben gesagt, nein, wir sind gegen Hamas, aber wir sind gegen, dass Kinder sterben. Aber jeder zeigt den Finger auf Israel, aber die Hamas ist daran schuld. Guck mal, ich sag dir mal jetzt vielleicht, warum das so ist. Ne? Niemand soll sich jetzt hier drin angegriffen fühlen und mich jetzt angreifen, weil es ist leider so, Israel hat intelligentere Waffen, und mit diesen intelligenten Waffen werden auf Häuser gezielt, auf Frauen und Kinder, und die Begründung ist immer, dass dazwischen Hamas-Kämpfer sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Die einen sagen nein, die anderen sagen ja. Letztens wurde hast du mich mal gefragt, okay, wenn du so wie jetzt greifst du mich, jetzt meinst, greifst du mich wieder. Ich will doch keinen Streit. Ich sag dir doch nur, was ich gemeint habe. Dazu. Wenn es doch ich hätte nicht darüber reden sollen. Wenn es doch das Ziel ist, von Israel alle Palästinenser umzubringen, die könnten das doch sofort machen. Das stimmt. Und welche Nutzen sollen die davon haben? Die haben das Ziel, Gaza zu übernehmen. Die haben ja letztens den Palästinenser gesagt, geht nach Jordanien, geht nach Ägypten, und wenn der Krieg vorbei ist, könnt ihr wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Die Palästinenser haben sich geweigert. Da hat man die Palästinenser gefragt, warum weigert ihr euch? Die haben gesagt, in der Geschichte damals sind wir nach Libanon geflohen, nach Jordanien, nach Ägypten, und plötzlich dürften wir da nicht mehr rein. Also erstens, Israel hat die schon wieder eingeladen, mit israelischer Staatsbürgerschaft zu leben. Wieso leben so viele Libanesen, so viele Palästinenser in Libanon? Naja, weil nur 100.000 Araber sind damals. Aber die werden doch in Libanon auch nicht gut behandelt, oder? Das stimmt. Jetzt die Palästinenser, wenn die zurück wollen, nach Israel, würde man denen das erlauben? Na, jetzt ist es, wir haben jetzt eine ganz andere Realität. Das ist komplett irrelevant. Jetzt oder vorher, was ist der Unterschied? Naja, okay, guck eine mal. Andere Frage. Früher Früher haben Juden auch in arabischen Ländern gelebt und wurden nach Israel vertrieben. Dürfen die wieder zurück in die arabischen Länder? Wenn du mich diese Frage fragst, ich schwöre dir, ich hatte damit kein Problem. Wieso sollte ich damit ein Problem haben? Wenn man friedlich zusammenlebt, wo ist das Problem? Die Politik. Guck mal, die Politik, ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt viele arabische Staaten, die gerade mit Israel Frieden machen wollen. Saudi-Arabien, Emirat, Bahrain, Ägypten hat es schon, Jordanien hat es schon, viele arabische Länder haben es ja schon. Guck mal, ganz kurz noch, um deine Frage zu beantworten, kannst du sie nochmal wiederholen? Du hast gefragt, wegen den Flüchtlingen. Guck mal, alle, die 1948 geflohen sind, die sind heute um die 80 Jahre alt oder so, ja. Und
durch die UNRWA wurden halt künstlich Millionen von palästinensischen Flüchtlingen erschaffen, ja, die eigentlich nach internationaler Gesetzesgebung für alle anderen Flüchtlinge auf der ganzen Welt eigentlich per Definition keine Flüchtlinge mehr sind. Das heißt, natürlich aus geopolitischen Gründen kann Israel natürlich jetzt keine 5 Millionen Palästinenser ins Land lassen. Ja, das ist natürlich. Aber bis jetzt gibt es immer noch Palästinenser, die im Libanon jetzt keine Papiere haben. Genau, zum Beispiel, aber liegt da das, steht immer noch auf deren Pass Flüchtling. Genau, auf deren und die Frage Ausfall. Ist, die wichtigste Frage ist, warum unterdrückt der Libanon, warum unterdrückt Syrien? Ich beantworte dir das. Letztens hat man mich das auch gefragt im Stream. Hat man mich gefragt, ja, wieso übernimmt die Ägypter nicht? Ich habe ihnen auch gesagt, weil die Palästinenser selbst gesagt haben, wenn sie einmal raus sind, kommen wir nicht mehr rein. Du hast mich gerade gefragt, warum die Libanon nicht übernimmt. Libanon sagt als Aus, ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist oder ob es wahr so ist. Libanon sagt, wenn ich denen jetzt zum Beispiel libanesische Pässe gebe, dann vergessen die, dass die ein Land haben. Und das will Libanon nicht zulassen. Aber findest du nicht, diese Leute wollen nicht in Flüchtlingslager leben, das kann ich dir versichern. Ja, das stimmt, du hast recht. Die wollen bestimmt, Ich kenne ja so viele palästinensische Freunde von mir, die haben mir selbst gesagt, wenn ich einen libanesischen Pass hatte, hätte ich viele Chancen im Leben besser als so. Arabischen Staaten, die spielen, die interessieren sich das stimmt nicht ganz. Palästinenser. In Jordanien, Jordanien ist das einzige Beispiel, ja, weil Jordanien zu 80% aus Palästinensern besteht. Richtig. Aber die anderen arabischen Staaten, Libanon, die Hezbollah, ja, im Süden vor allem, die das alles kontrollieren dort im Süden. Die interessieren ja, die wollen, sich nicht für Palästinenser. Ganz kurz, lass mich zu Ende sprechen. Okay. Die interessieren sich nicht für Palästinenser. Die benutzen Palästinenser wie ein Stück Fleisch, um das dieses stimmt. Druckmittel gegen Israel zu haben. Ich sag dir, warum Libanon das nicht will. Ich sag dir, warum Hezbollah will es nicht. Begründung ist Palästina, aber da kommen noch andere Gedanken, was der Grund sein könnte. Der Grund sein könnte ist, dass die Sunniten dann viel mehr werden als ich bin ehrlich kein Rassist. Ich liebe Schiiten wie meine Brüder. Ne? Ich bin kein Rassist. Aber manche Schiiten haben davon Angst, wenn die Libanesen die Palästinenser Pässe geben, dann werden die Sunniten der Mehrheit von Libanesen mehr als die Schiiten. Und das wollen die nicht. Und die Christen im Libanon wollen es auch nicht. Und okay, das verstehe ich. Es gibt genug innerarabische Konflikte, Kämpfe und das interessiert mich eigentlich alles nicht, weil das eure Sachen sind, aber lasst dann so Israel aus dem Spiel, das würde ich euch sagen. Aber die zweite Sache fand ich auch interessant, als du gesagt hast, Saudi-Arabien, Emiraten, die arabischen Staaten, die wollen Krieg, die wollen Frieden, meintest du mit Israel? Die wollen Frieden mit Israel jetzt. Ich fand halt diese. Guck mal, ich finde das gut, dass du dich gerade eingestellt hast. Warte, du hast gesagt, lasst Israel in Ruhe. Und wir sagen, lasst Palästina in Ruhe. Tun wir doch. Wer hat denn jetzt angegriffen? Nein, ich weiß nicht, warum du das gesagt hast. Ich verstehe nicht, warum du das gesagt hast. Wir haben jetzt keinen Krieg, Gott sei Dank, mit Israel. Freunde. Guck mal, die Hezbollah greift Israel die ganze Zeit an. Ja, das stimmt. Aber Libanon will sich da lieber nicht einmischen, lieber. Wusstest du, Fun Fact, dass 2006 vor dem zweiten Libanon-Krieg gab es ja, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, gab es einen christlichen Präsidenten im Libanon. Weißt du, wer das war? Guck mal, der Hochpräsident muss immer ein Christ sein im Libanon. Okay, genau, also ja, stimmt, du hast recht. Also der muss immer ein Christ sein. Der unterin ist immer ein Sunnite und der drunter ist immer ein Schiite. Das ist nicht. Recht, du hast recht. Also jeder im Libanon, auch nicht. Jeder im Libanon hat eine Rolle. Der Christ hat eine Rolle, der Sunnit hat eine Rolle und der Schiit hat eine Rolle. Jeder ich mag den Libanon auch, aber darum ging es nicht. Ich wollte was anderes sagen. Also der damalige Präsident 2005. Rafiq al-Hariri meinst du? Wen? Rafiq al-Hariri. Der getötet wurde. Genau, der wurde bombardiert von wem? Von Hezbollah und Syrien. Genau, und ganz kurz, weißt du warum? Der Präsident hat sich tatsächlich für Frieden mit Israel Guck mal, ich kenne mich mit Politik sehr gut aus, glaub mir. Mhm. Guck mal, damals waren die Militär von Syrien im Libanon, sogar die Geheimagenten von Syrien waren in Libanon. Die hatten das Macht über Libanon. Und Syrien ist leider eine Diktaturstaat und das weiß jeder. Genau. Und aber es ging ja darum, dass der Präsident Israel ausgesprochen hat. Ich will ja zur Sache kommen, bitte. Lass mich zur Sache kommen, bitte. Sorry, du hast recht. Alles gut, kein Problem. Ich bin ja auch nicht böse. Und dieser Präsident
hat es nicht mehr gepasst, dass die Syrer über alles eine Kontrolle haben. Über allem haben die eine Kontrolle. Und der hat sich gegen, Annäherung. Ja, genau. Nein, das hat nichts mit Israel. Ich schwöre dir, das hat nichts mit Israel zu tun. Ich bin ehrlich mit dir. Ich lüge dich nicht an. Dann wollten die zu einem Libanon, einen christlichen Präsident im Libanon wieder 4 Jahre geben. Und da hat er gesagt, bei uns gibt's Wahlen. Er hat sich dagegen gestellt. Und als sich dagegen gestellt hat, war Versauer Assad. Assad ist in Syrien. Das hat ihm nicht gepasst, dass Rafael Hariri sagt, dass dieser Präsident nicht mehr Präsident sein soll, sondern jetzt gibt's einfach Wahlen. Und die Syrien hat es nicht gepasst, weil er für Syrien, für dieses Terrorregime gearbeitet hat. Verstehst du? Und als dann haben sie ihn gerufen, haben Rafiq al-Hariri angerufen, die haben ihm gesagt, komm nach Syrien, Präsident Assad will mit dir sprechen. Er ist nach Syrien gegangen und dort wurde er bedroht und sein Arm wurde gebrochen. Und als er zurückgekommen ist, ist er zurückgetreten, dieser Hariri. Das ist ein sunnitischer Präsident, der ist zurückgetreten. Als er zurückgetreten ist, nach 4 Jahren gab es Wiederwahlen. Und seine Partei von Rafiq al-Hariri hatte die meisten Stühle in diesem Bundestag, wie in Deutschland Bundestag, gewonnen. Und das hat Syrien dann nicht gepasst. Dann hat er seinen Kollegen gesagt, wir haben so gut wie gewonnen, wir werden jetzt alles ändern. Er steigt in sein Auto ein und fährt. Und dann fährt er zur Hauptstadt, mitten in der Hauptstadt explodiert eine Bombe, eine Riesenbombe, die macht so einen riesen Kater am Boden. Genau. Ja, die haben ihn in die Luft geflogen. Warum? Ja. Weil er sich gegen dieses Regime gestellt hat. Genau. Aber du hast mit allem recht, aber zusätzlich weiß ich, weil ich Interviews von ihm gelesen habe damals. Kannst du mir das bitte schicken? Genau, ich muss das finden. Ich folge dir, Bruder. Der wollte sich halt Israel annähern auch. Das war noch ein zusätzlicher Faktor, der Syrien nicht gefallen hat. Nur ein zusätzlicher Faktor. Und daraufhin, es ist ja nicht umsonst daraufhin, nachdem der Präsident gestürzt wurde und getötet wurde, zusammen mit seiner Familie, wurden ja die 2 israelischen Soldaten 2006 entführt, verschleppt und da misshandelt auf den Straßen. Israel, und dann hat Israel den Libanon angegriffen. Das war ja nicht umsonst. Das mit Israel, nein, das Krieg, da bist du wieder falsche Information. Hezbollah hat 3 von israelischen Soldaten entführt. Genau, einen getötet ohne Grund, und 2 entführt. Ohne Grund, das war nicht wegen Hariri. Und das war nicht wegen Hariri, das war, weil Hezbollah Israel angegriffen hat, hat der Krieg angefangen. Und wir denken immer noch, dass wir denken immer noch, dass Iran Hezbollah Selbstbefehle gibt, damit er sowas tut. Hundertprozentig. Wenn die Hezbollah nicht wäre, würde der Libanon schon Frieden mit Israel haben. Darf ich da mal kurz was anmerken? Wir wissen, also wir haben man muss ja mal einen ausholen. Wir haben im Bundestag eine Abgeordnete, die einen Bruder hat und der Sohn von dem ist verbunden mit der Hezbollah und Thema Iran. So, der hat selber auch auf YouTube einen Kanal, Aktuarium Özoguz heißt der, meine ich auch. So, und der hatte vor kurzem auch gesagt, hier Israel hat kein Existenzrecht und so. Wir haben eine Verbindung von der Hezbollah ja auch zum Iran, das haben wir ja gerade gesagt. Und Hezbollah selber ist ja die Partei Gottes, das ist ja die Übersetzung. Und auch die Hezbollah ist eine Organisation, die auch wieder im politischen Islam keine unbedeutende Rolle spielt. Das heißt, wir haben diese Organisationen, die sich gegenseitig natürlich schon mal unterstützen und wo wir ein ähnliches ideologisches Fundament haben. Und allein schon deswegen ist die Hezbollah auch der Hamas ideologisch sehr nah. Stimme ich dir zu. Es ist jemand Neues gekommen. Irgendwas. Nikola, ich habe vorhin bei irgendeinem Stream von dir zugeschaut, noch so nachmittags, fand ich sehr interessant, was du da so gesagt hast. Jo, danke. Deine Stimme kommt irgendwie sehr, 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 sehr bekannt vor. Hattest du mal einen YouTube-Kanal? Nee, aber ich war vorhin schon in einem Stream, wo du auch da okay. warst. Ja, okay, alles klar, okay. Okay, ich würde gerne noch was sagen. Ich bin Fighter noch seit irgendwie 6 Stunden gefühlt eine Antwort schuldig auf eine Frage, die vorhin gestellt wurde. Fighter hat vorhin gefragt, was könnte man denn jetzt machen, ne? Was wären denn jetzt Lösungsansätze? Und ich würde gerne zu, wenn man es jetzt so bipolar sehen möchte, zu beiden Seiten was sagen. Zu der einen Seite, Fighter, es wird da irgendwie eine Beruhigung reinzukriegen, gerade in der Ostzone, wird halt nicht gehen ohne muslimische Unterstützung, im Leben nicht.
da muss super, super, super viel Kritik von innen kommen. Du siehst es auch hier, wenn ihr das mal verfolgt, wenn ich hier in solchen Streams drin bin und rede, ihr werdet ab und zu mal, ich habe das nie rausgecallt, weil mir das am Arsch vorbeigeht, ne? Aber es kommen immer mal wieder Serben rein, die mir dann auf Serbokroatisch schreiben, was ich hier mache und wie sich ein Serbe verirrt hat, hier sich für Israel einzusetzen und so. Und da seht ihr, dass auch in meinem Heimatland, in der Region Balkan sowieso, überall auf der Welt ist Judenhass sehr, 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 sehr tief verwurzelt. Und da zu sagen, das hat rein gar nichts mit unserer Religion zu tun und das hat mit dem Christentum und auch mit der Orthodoxie dort unten nichts zu tun und die verstehen alle das Christentum falsch, das springt zu kurz. Es gibt dort unten Leute, die berufen sich noch auf sowas wie den Drachenorden und die halten Graf Dracula für einen Heiligen und sind in seiner Mission unterwegs. Die fühlen sich berufen als, es gibt Serben, die fühlen sich als das heilige berufene Land, um die Ausbreitung des Islams auf dem Planeten aufzuhalten und die fühlen sich davon Gott berufen zu dieser Aufgabe und das auch in Hand mit Katholiken zusammen. Also hier zu sagen, wenn ich hier sagen würde, das hat alles nichts mit meinem Glauben zu tun. Das, was da unten, der Antisemitismus, der Anti-Islamismus, der da unten passiert, die haben das alles ganz, ganz, ganz falsch verstanden. Dann springe ich viel zu kurz. Da kann man nicht einfach sagen, die verstehen das alles nicht. Das ist nicht Christentum. Und genauso wenig kann man jetzt sagen, das, was da unten jetzt auch gerade passiert, alles in Ordnung. Das ist alles nicht Islam. Die haben das alles ganz, ganz, ganz falsch verstanden. Das springt in der zu kurz viel, in der Kritik viel zu kurz, weil eine Seite, und da kann man sich von distanzieren, wie man will, aber die Seite der Menschen, die handeln, argumentieren ja theistisch. Die ziehen ja ihre Motivation aus dem Glauben heraus. Und dann muss man sich fragen, was machen wir in unserer Kultur falsch? Was könnten wir ändern, damit Menschen aufhören, das zu tun? Wie kann man die auf den Weg leiten, dass sie ihren Glauben aus einem rein spirituellen Ansatz betrachten? Dass sie das als Motivation für wahnsinnig schöne Dinge nehmen, die man machen könnte, und den Rest einfach vergessen und nicht tun. Und dann kann auch im Koran, ich sage es immer wieder, wenn die wollen, können die auch ein McDonald's-Menü lesen und da Kriegsbefehle draus interpretieren. Wer es will, macht's. Aber wer nicht, lässt es einfach. Deswegen ist es ja so wichtig. Guten Abend. Ich würde gerne eine Frage an Polis stellen oder beziehungsweise Poli stellen. Und zwar, was ist deine Einschätzung, wie wird dieser Konflikt ausgehen? Und zwar ganz unabhängig jetzt von deinen persönlichen Wünschen, was denkst du, ist analytisch betrachtet, objektiv betrachtet, wie wird das jetzt zu Ende gehen? Deine Einschätzung. Werde ich gleich gerne darauf antworten, aber ich würde Nicola erstmal zu Ende sprechen lassen. Er wollte bestimmt, glaube ich, noch was sagen. Danke, absolut. Genau, da kann man einiges daraus rauslesen. Also es wird nicht ohne muslimische Kritik nach innen gehen, aber, und das ist die andere Seite, und jetzt rede ich zu der anderen Seite, alle, die mit mir auch zusammen berechtigte Kritik am politischen Islam haben. Ja? Shlomo kommt hier rein, spielt Religionsquartett, das ist sehr unterhaltsam und mit seiner Stimme darf er mich auch gerne jeden Abend in den Schlaf wiegen, absolut. Aber ist das klug aus einem rein taktischen Sinne? Unterhaltsam? Ja. Klug? Na, ich weiß nicht. Dian kann das extrem gut, auch aus einem geschichtlichen Kontext. Wahnsinnig unterhaltsam, sehr akkurat, sehr präzise. Klug? Nein, absolut nicht. Alle hier versammelten, auch die aus meiner Perspektive eine berechtigte Kritik am politischen Islam haben. Stellt euch bitte vor, wir springen, keine Ahnung, x Jahre in die Zukunft und sämtliche Muslime auf dieser Welt haben verstanden, die Tötungsaufforderung aus dem Koran, das nehmen wir alles mal nicht ernst. Wir sehen das jetzt alles ganz, ganz, ganz spirituell und nichts davon wird irgendwie so umgesetzt, wie wir es machen. Hier wurden heute mehreren muslimischen Leuten einfach der Glaube abgesprochen. Limited, Sibum, Fighter, Madeli, Adonis und so. Allen hat man gesagt, ja, die haben alle gesagt, ich sehe das nicht so. Und ich will keine Juden hassen, ich will auch keine Leute töten. Und dann hier weniger hier drin im Chat, aber gerade in den Kommentaren, ja, dann verstehst du den Islam falsch, dann verstehst du den Islam falsch. Mag sein. Mag sein, wenn man das theistisch, puristisch sehen will. Ja, ja, klar. Okay. Aber das überlassen wir doch bitte den Leuten, die gerne Religionsquartett spielen. Da nicht zu sagen, wunderbar, dass du das so siehst.
toll, dass du das so machst. Überzeug bitte möglichst viele Leute davon, das genauso zu sehen wie du. Nein, stattdessen spricht man denen das ab und sagt, ja, das liegt nur daran, dass du keine Ahnung hast, wie man Islam richtig praktiziert, weil wenn du es nämlich richtig machst, dann müsstest du Juden hassen. Selbst wenn das wahr wäre, sich so zu positionieren, ist doch auch aus einem taktischen Sinn komplett unklug. Wie soll die Welt denn, wenn ihr euch vorstellt, irgendwann ist es soweit, ne? Es gab irgendwie die große Erleuchtung und kein Muslime nimmt das jemals wieder ernst. Wie sahen die Tage davor aus? Hat man die dann so an den Pranger gestellt? Hat man dann so ein Religionsquartett mit denen gespielt? Nikola, mein Jutta, ganz kurz, Nikola. Wir haben jetzt tatsächlich, wir müssen einmal ganz kurz wieder den hochholen, den ich sehr gerne hier drin hatte, der aber leider gesperrt worden ist, der jetzt wieder da ist. Schlomo ist wieder da, den holen wir jetzt direkt hoch. Besser Schlomo holen wir hoch und dann holen wir auch noch mal, Moment, so. Nikola, darf ich dir da mal kurz drauf antworten? Atakan holen. Gerne. Warte Servus. Mal, das Ding ist halt, also ich verstehe schon da deine Ansicht in dem Punkt. Das Ding ist halt, also es ist meine Ansicht, je mehr wir aufklären, je mehr wir versuchen, über Mohammed und über sein Leben, beziehungsweise über den Koran aufzuklären, desto mehr können wir einen Anstoß aus der Ideologie rausmachen, dass man dann sagt, hier, das kann so nicht weitergehen. Weil je mehr Leute aufgeklärt sind, sagen wir jetzt mal, wir hätten jetzt in Europa einen Anstoß, weil eben der politische Islam nicht mit Europa vergleichbar ist. Ja, darf ich dich mal kurz und bitte unterbrechen? Guck mal, Mohammed. Nein, darfst du nicht. Warum darf ich nicht unterbrechen? Lassen Sie ihn mal reden jetzt. Ja, nein, ich war noch nicht fertig mit meiner Ausführung. Lass ihn doch bitte mal aussprechen. Also, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Diskurs dazu angeregt. Der politische Islam ist ganz klar vom Spirituellen getrennt. Die Muslime beten jetzt nur noch für sich. Sie beten nicht dafür, gegen die Ungläubigen zu siegen und bis zum jüngsten Tag über die Ungläubigen zu herrschen. Sagen wir mal, das hätte man hier in Europa erreicht. Dann wäre es doch schon mal insofern für die europäische Welt ein Riesenfortschritt gewesen, weil das Ganze auch in die islamische Welt überschwappen muss, weil wir haben dann durch die Aufklärung es geschafft, dass diese politische Ideologie ganz klar von dem Teil getrennt wird, was wir unter Religionsfreiheit verstehen, weil wir haben eine politische Ideologie von der Spiritualität getrennt. Und insofern den Elefanten im Raum nicht anzusprechen, beziehungsweise den Elefanten nicht klar anzusprechen, führt doch mehr dazu, dass wir drumherum reden, statt klar das Problem zu benennen. Oder wie meinst du das, Nikola? Ich sehe es, ich bin komplett... Entschuldigung, Leute. Ja? Da möchte jemand, den ich kenne, euch etwas mitteilen. Ich will erstmal mit dem Schlumpf reden. Nein, Fighter, lass Nikola erstmal antworten. Meine Frage war an ihn gerichtet. Lass ihn erstmal antworten, bevor es vergisst. Okay, sorry. Okay, wunderbar, danke. Ich bin komplett bei dir. Und glaub mir, ich habe selten so viel Spaß in TikTok Lives, wie mich mit Meeresbiologen auseinanderzusetzen. Ich habe gar kein Problem. Aber Leute, die hier hochkommen und mit denen man gut diskutiert, ich meine ernsthaft nicht die Meeresbiologen, ich weiß auch ganz genau, wie man mit denen umgehen muss, wer hier hochkommt und Hamas-Apologisten und so, ne, das darüber brauchen wir nicht reden, aber einem völlig gemäßigten Leuten, so, nimm Fighter, nimm Seeboom, also Madeli ist zum Schluss ausgerastet, klar, gar keine Frage, aber hier sind mehrere gute Leute drin gewesen, die ja, du weißt ganz genau, wenn die Grenze zu Gaza betreten, fliegen die sofort vom Dach. Da kannst du noch so viel Free Palestine rufen. Und auch das gilt auch für die meisten Leute, die hier die jordanischen Fahnen in die Kommentare reinschreiben. Die fliegen alle vom Dach. Da können die machen, was die wollen. Das ist klar. Ich wollte noch was sagen, Nikola. Gleich sofort, die Leute, mit denen, ich sag nur, dass wir die Leute, mit denen wir diskutieren, das sind doch, und vor allem die hier reinkommen, auch Fighter und so, die mit denen wir reinkommen, das sind doch bitte schon die Guten. Die sind doch schon irgendwie fast da. So. Ja, das warte mal, Nikola, darf ich da mal kurz? Was war das? Atakan will was Qualifiziertes beitragen. Bitte, Atakan. Ja, also ich möchte wirklich was Qualifiziertes beitragen hier. ich habe Sie ja was gefragt gehabt. Erstens, könnten Sie jetzt mal diesen Likes bitte kurz reintun? Er möchte etwas sehr Wichtiges zu diesem Livestream machen. Mach deinen Punkt bitte, es ist sehr anstrengend. Hier zu. Hallo, ich rede. Schlimmer, lass ihn reden. Könnten Sie ihn bitte hinzufügen und danach möchte ich noch sagen, wenn Sie ihn hinzugefügt haben, dass der Fighter jetzt mal seine Meinung äußern sollte. Hat er den ganzen Tag schon, ja, Schlomo weiß noch nicht. Aber egal. Vielleicht seine Rede
Feite, du kannst jetzt reden. Okay, Bruder. Sag mal, wer ist denn mit dir? Ganz ehrlich, hast du hier gar nichts zu reden? Ich will bitte mit Schlummerin, der Allwissende. Ja, Schlomo zerfetzt euch sowieso alle. Von mir aus kann Schlomo reden. Der wird euch auseinander. Ich mach das gleich. Nur Geduld, ich mach das gleich. Fang bitte an. Guck mal, ich hab's dir gefragt, sei doch mal höflich. Ich sagte, wie geht's dir? Wieso bist du so feindlich? Okay, willst du nicht darauf antworten? Warte mal kurz, Nikola. Also nur mal, um ganz kurz noch zu antworten, das Problem ist, und das kann ich dir sagen, das habe ich in sehr vielen Diskussionen auch schon rausgefunden, dass du es gar nicht tatsächlich so leicht rausfindest, ob jemand modern eingestellt ist oder nicht, weil eben oft diejenigen so tun, als wären sie modern eingestellt. Aber wenn man mal ein bisschen nachhakt und mal ein bisschen nachhakt hier, faulen Zahn mal fühlt, dann merkt man ganz schnell, dass erstens, sobald man irgendwas über Mohammed sagt, da ganz schnell Aggression hochkommt. Lass mich mal ausreden. So, das ist der eine Punkt. So, und dass ich sehr viele, und das muss ich leider auch sagen, sehr viele, die sich zuerst als moderat herausgestellt haben, ganz schnell aggressiv werden, wenn man zu viel über den politischen Islam redet, was denen nicht passt. Das ist nämlich das große Problem an der ganzen Sache. Das klären wir gleich, das machen wir gleich. Komm, Feiter, jetzt bist du mal dran. Jetzt warten wir auf deine Argumentation. Warte mal kurz. Ich habe dich einfach gefragt, wie geht's dir? Du hast jetzt die Bühne, bitte. Schlomo, ich habe dich doch gefragt, wie geht's dir? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube auch nicht. So, bist du jetzt fertig oder soll ich jetzt anfangen? Warte, ich habe dich erstmal gefragt, wie geht's dir? Siehst du, weil er ein Rassist ist. Das ist ein Rassist, der kann es nicht ausdrücken. Kannst du mir erklären, wieso ich ein Rassist bin? Wir machen jetzt das Thema Rassismus. Kannst du mir erklären, wieso ich ein Rassist bin? Bitte definiere mir mal. Definiere mir mal bitte Rassismus, das klären wir jetzt. Du und ich. Erkläre mir bitte Rassismus, bitte schön. Du hast die Bühne. Ich erkläre es dir. Wenn du andere Nationen, andere Religionen oder andere Menschen hast, die nicht so sind wie du. Ne? Ich merke das an dir, ich frage dich, wie geht's dir? Du sagst, ja, erklär mal jetzt. Also das hört sich nicht... Ich gebe dir nochmal die Chance, erklär mir, was Rassismus ist, dann fange ich an. Ich sag's nochmal. Wenn du zum Beispiel andere Nationen hast, wenn du andere Religionen hast, oder wenn du jemanden hast aus einfach Lust und Glauben, weil er eine andere Meinung hat. Okay, ich erkläre dir, was Rassismus ist. Mohammed? Rassismus ist eine Weltanschauung, die nach Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale, okay? Äußerliche Merkmale und was du ansprichst, hat nichts damit zu tun. Wenn man über einen Glauben spricht, kann man kein Rassist sein, weil ein Glaube ist keine Rasse. So, du bist erst dann ein Rassist, wenn du über Rassen sprichst. Ich habe weder über Rassen gesprochen, ich habe nur über deinen Glauben gesprochen und das nicht jetzt, sondern vorhin. So, jetzt fangen wir an, Feit. Ich glaube, du bist der deutschen Sprache nicht so mächtig, deswegen habe ich dir gerade... Auf jeden Fall. Feiter, wenn ich rede, musst du bitte still sein. Guck mal, es ist ein Dialog und kein Monolog. Willst du einen Monolog führen? Dann rede bitte. Dann bitte, rede. Weißt du, was ein Monolog ist? Nein. Wie soll ich dann mit dir sprechen, wenn du nicht mehr weißt, was ein Monolog ist? Jetzt suchst du Sachen, so, um mich zu kritisieren. Feiter, jetzt werden wir sachlich bleiben. Du möchtest ja, als Feiter, bitte, ich muss weitermachen. So, du möchtest ja, dass Palästina einen Staat, offiziell einen Staat namens Palästina gegründet wird. Stimmt's? Hallo? Nicht nur ich, sondern viele Muslime, das nicht nur ich. So, das heißt, das, was Hamas macht, du kennst doch die Hamas, ne? Ja, natürlich. Die Organisation. Ist sie für dich eine islamistische Terrororganisation? Auf gar keinen Fall. Okay, auf gar keinen Fall. Wenn sie an die Macht kommen, das heißt, wenn der Staat Palästina unter der Herrschaft von Hamas regiert, wird es demokratisch oder wird die Scharia dort herrschen? Guck mal, ich wünschte... Einfach nur antworten. Guck mal, er antwortet nicht, er weicht dauernd aus seit Tagen. Das machen wir gleich. Ich kenne diese Medizin. Scharia. Er antwortet nicht. Direkt sagt er antwortet nicht. Okay, das heißt, du weißt, dass da die Scharia herrscht. Weißt du, was die Scharia überhaupt ist? Ich weiß, was die Scharia ist.
Aber okay. Lass mich bitte ausreden. So, das heißt, du möchtest, nein, wir müssen chronologisch jetzt. So, das heißt, Atakan, bitte, mit dir redet eh keiner. Du bist intellektuell in einem ganz anderen Niveau, bitte. So. Du bist unter meinem Niveau. Weiter. Kein Streit, bitte. Kein Streit, sonst gehe ich raus. Weiter, bitte. Wir bleiben sachlich. Du möchtest die Scharia in Palästina, stimmt's? Richtig. Ja, genau, richtig. Richtig, so. Wenn du in der Scharia lebst, namens Palästina, ja, was auch die Hamas möchte, wenn ja einer seinen Glauben verlässt, also wenn ein Muslim seinen Glauben verlässt, was passiert mit dem Muslim in einem islamischen Staat namens Palästina? Mann, ich danke dir erstmal sehr für diese Frage. Ich danke dir vom Herzen, weil ich, als du das gefragt hast und die nicht darauf antworten könnten, ja, ich wollte unbedingt, ich habe die ganze Zeit geschrieben, lass mich kannst rein. Kannst du bitte darauf rein eingehen? Okay, ich antworte darauf. Guck mal, manche Gelehrten nicht so viel sagen, Zeit, deswegen. Nein, manche Gelehrten, ich rede doch, warte doch kurz. Manche Gelehrten sagen, man wird dann getötet. Ne? Die anderen Gelehrten sagen, nein, man wird nicht getötet. Jetzt Sahih Bukhari sagt, man wird getötet, wenn man eine andere Religion nimmt. Und andere Gelehrten sagen, nein, man wird nicht getötet, aber man wird nicht okay, mehr... Okay, da muss ich einkrätschen. Kannst du mir sagen, welche Gelehrte sagen ja und welche sagen nein, bitte. Ich möchte jetzt die Quelle haben, mal, damit wir weitermachen können. So, dort die Bühne. Guck mal, ich schwöre dir bei Gott, ich lüge dich nicht an. Ich sag dir nur einfach, was ich gehört habe. Wenn es auch so wäre, wie du gesagt hast... Kannst du mir die Quelle geben? Mal hören. Lass sie noch mal ausgeben. So, bitte ja geh darauf ein. Gib mir jetzt die Quelle. Nein, gib mir jetzt die Quelle. Welche Gelehrten meinst du? Du willst mich einfach nicht antworten. Gib mir die Quelle von deinen angeblichen Pseudo-Gelehrten, bitteschön. Bruder, so, Cello, wieso unterbrichst du mich? Bitte erstmal mit Quelle. Bitte schön. Guck mal, ich war in deiner Moschee, ne? Da war Freitagsgebet. Eine Moschee interessiert mich nicht. Gib mir bitte die Quellen von deiner Aussage. Du musst deine Aussage jetzt begründen. Ich komme mit sofort mit der Quelle. Ich möchte bitte von dir sofort eine Quelle, wo das... Guck mal, Nikola, man merkt, dass da sehr schwach im Verstand ist. Sehr gut, danke schön. Du bist Fight. Nicht böse gemeint. Bitte die Quelle. Nichts gegen dich. Nicht gegen dich. Fight, bitte. Einfach nur die Quelle geben. Ich kann keine Quelle, sag ich doch. Hallo, ich kann keine Quelle. Bitte einblenden, mach mal die Kamera an und zeig mir kurz die Quelle. Das wäre nett. Ich danke dir. Ich warte. Ich glaube, kannst du mich hören? Hast du was zwischen die Ohren? Also ich kann dir sofort Quellen geben. Kannst du mir auch eine Quelle geben oder ist es nur Philosophie? Du willst mich ja nicht ausreden lassen. Ist das Philosophie? Nein. So, das heißt, mit einem Philosophen können wir nicht weiterarbeiten, deswegen muss ich das dann mit jemand anders weitermachen. Ich danke dir trotzdem, Veit, dass du ein Heuchler bist. Auf Arabisch sagt man Munafiq zu sowas. Du bist der Munafiq und nicht ich. Dann fangen wir mal mit Atakan an. Atakan, du bist auch für die Hamas? Der haut einfach ab. Könnte sie sich, ich wollte ihn noch bitte sagen. Stummen Sie sich, Veit, bitte stummen Sie sich. Also, und ich soll auf dich hören. Du lachst. So, Atakan. Erstens, also warum sollte ich meine Meinung dagegen über die Hamas äußern hier? Absolut, du bist ja für die Hamas, oder? Woher wollen Sie das wissen? Ich frage sie ja. Muss Ihnen ja keine Antwort drauf geben. Warum bist du hier oben, Atakan? Also ich bin hier oben, weil ich... Dann kannst du bitte gehen, wir haben jetzt 0.30 Uhr, du kannst schlafen gehen, wenn es dir nicht passt. Ja, du, ich gehe mit dir. Erstens, ich rede mit dir. Ich bin hier drinnen, weil ich höre, wie sie mit diesem Fighter reden. Also lass ihn nicht. Kannst du jetzt bitte auf meine Frage eingehen? Distanzierst du dich von der Hamas? Was ist distanziert? Was heißt? Guck mal, lange Rede, kurzer Sinn. Bist du für die Hamas oder bist du gegen die Hamas? Für die Hamas, ja, Iris. Wie bitte? Iris? Warum sagst du uns Penisse? Weil ihr welche seid, ey. Ihr redet so. Löwenherz, das ist ein beste Beispiel. Bitte rede weiter, Atakan. Was sind dir nochmal? Penisse? Erzähl weiter, wir hören dir zu. Ich stumm mich jetzt. Sprich dich aus. Genau, sprich dich aus. So. Stumm dich jetzt hier, ne? Also, ich möchte etwas zu den Fighter sagen. Ja, also ich höre, wie sie ihn hier in diesem Livestream diskriminieren. Und ich möchte darüber hinausgehen, dass sie ihn bitte... Du sagst Eli, aber probierst irgendeine Höflichkeit mit sie. Sag mal, jetzt entscheide dich mal. Bist du jetzt Assi oder bist du normal? Jetzt komm also, auf den Punkt. Ich bin beides, junger Mann. Ja, also, warum sprichst du mich jetzt mit du an? Also, woher willst du wissen? Atakan, du sprichst nicht mal richtig weil Deutsch. Du verstehst Anstand du, was hast, ja, so ich muss dich gar nicht... Also. Du hast keine Höflichkeit verdient, weil du frech bist. Ja, aber schon, du bist auch nicht besser. Du bist auch frech. Yeah. Es heißt frech und nicht fresh. Es heißt wie frech. Auch immer. Du weißt, nicht frech, es heißt yeah, frech. Okay, du Allwissender, du bist doch auch frech. Ja. Yeah. Ach, der ist. So, können wir jetzt sachlich weitermachen? Bitte, ich möchte jetzt sachlich bitte weitermachen. So, das heißt, ihr distanziert euch nicht von Hamas, ihr seid für die Scharia, für die menschenverachtende Scharia, das Gesetz Allahs, an diesen gut, einen Gott, an den ihr glaubt, der menschenverachtende. Wer sagt, dass ich für so, Hamas bin? Mach mal Israel jetzt, hallo. So, ich bitte euch, bitte, geht mal in Google, Atakan, geh mal bitte in Google, mach die Kamera an und zeig die Quelle, was mit einem Muslim passiert, der den Islam verlässt, wenn Palästina ein islamischer Staat also, wird. Ja, also du so,
jetzt ja sich hier meine Quelle zeigen. Kannst du bitte, geh in Google, geh bitte in Google und zeig die Kamera bitte. Cello, ich habe nicht gesagt, dass ich der Hamas bin, hör auf zu lügen. Ich wollte meine Quelle sagen. Kannst du bitte googeln und in der Kamera zeigen? Ich gebe dir die Quelle. Kannst du ihn jetzt mal ausgehen lassen? So, bitte Sunan An-Nasai 4059. Bitte mal, gib das ein in Google. Sunan An-Nasai 4059, bitte. Zeigen Sie es uns. Atakan, schämst du dich für deinen Glauben? Nie im Leben. Dann zeig's doch. Ich kann sowas nicht, wie geht sowas? Mach die Kamera an und gib's in Google ein. Warum soll ich mich hier zeigen? Nicht du sollst dich jetzt zeigen. Keiner will dich sehen, glaub mir. Ja, keiner will dich sehen. Vertrau mir, keiner will dich sehen. Wer will dich sehen? Du hättest ja hier. Nein, ich möchte nur die Quelle. Siehst du, du wirst persönlich. Warum bist du persönlich? Weil du auch. Wir möchten nur deine Quelle. Guck mal, wir möchten die Quelle deiner Religion. Du bist ja stolz auf deine Religion. Dann zeigen wir mal, wie friedlich ist deine Religion friedlich? Ja, natürlich. Dann zeig mir sofort die Quelle, ob die friedlich ist. Leute, wenn ihr wollt, dass wir online bleiben, 50.000 Likes in den nächsten 2 Minuten, los, Abfahrt. So, zeigt bitte, Sie, also Sie wollen ja eine Quelle. Nicht entschuldigen glaube, Sie, Sie gehen jetzt bitte darauf ein. Also, Sunan An-Nasai 4059, bitte. Ja, mach ich gleich. Lassen Sie mich jetzt ausreden. Atakan, können Sie bitte darauf eingehen? Wir müssen ein Thema nach dem anderen durchgehen. Also, so, wir dürfen nicht durcheinander reden, wir müssen ein Thema nach dem anderen. Nein, ich lasse dich nicht aussprechen, weil wir haben ein Thema. Ich habe jetzt eine Frage. Lassen und du mich nicht? Atakan, ich habe dir doch eine Quelle gegeben, bitte geht darauf ein. Ja, okay, könnte ich gleich machen. Du bist für eine menschenverachtende islamistische Terrororganisation. Deswegen gucken wir mal. Habe ich das indirekt gesagt? Atakan, kannst du bitte die Quelle eingeben? Wie geht das? Geh in Google. Du bist in Deutschland, du bist auch zur Schule gegangen, oder? Natürlich. Das heißt, du kannst lesen und schreiben. Du bist ja kein Analphabet, oder? Wie deine Vorfahren wahrscheinlich. Pff, wie redest du, ey? Pass mal auf, wie du über meine Vorfahren redest. Ja, die waren ja Analphabet, meine doch auch. Ich sag's dir, pass auf. Atakan, ich bitte dich. Geh in Google. Geh in Google und gib bitte die Quelle ein. Ja, ich wollte noch etwas sagen. Ja, kannst du bitte darauf eingehen? Ja, also Sie wollen eine Quelle sehen? Könnten Sie mal bitte jemanden reintun? Der heißt Lace, der möchte Ihnen etwas sagen. Der hat auch eine Quelle für Sie und dann können Sie im Maul. Es ist hier kein Lace. Ich habe die ganze Zeit probiert, ihn zu finden. Es fragt keiner an. Wie soll ich ihn reintun, wenn keiner anfragt? Atakan. Ja, okay, warten Sie mal kurz. Ja, also das hätten Sie mir auch viel früher sagen können. Also Atakan, ich weiß zwar nicht, ob du überhaupt einen Schulabschluss hast. Ich zweifle wirklich dran, weil du bist ja irgendwie. Mit dir stimmt ja irgendwas nicht. Definitiv. Jetzt muss ich es mal echt erwähnen, also mit dir stimmt irgendwas nicht, Atakan. Mit dir stimmt was nicht. Du bist so rassistisch. Ich verstehe das gar nicht, dieses Ich. Also, was für ein Dialekt soll das überhaupt sein? Wo ist das Problem? Kannst du nicht reingehen und gucken? Kannst du es nicht vorlesen? Brauchst du irgendjemand, der das für dich macht? Wo ist das Problem? Ja, kann ich. Ich brauche jemanden, der es für mich macht. Ey. Ja, okay, dann lese ich es vor. So, ich merke, du kannst aber leider nicht so weit denken. So, Sunan An-Nasai 4059. So, The Messenger of Allah. Wer ist damit gemeint? The Messenger of Allah. Kannst du überhaupt Englisch, Atakan? Ja. Yeah. Was heißt The Messenger of Allah? The Message oder The Messin? Genau. The Messenger of Allah. Ich glaube, das heißt Messenger of Allah. Also nicht SM. Guck mal, bitte. Messenger. Ja, dann sagen Sie es mir doch. Das ist keine E-Mail-Adresse, sondern The Messenger of Allah. Was bedeutet das? Wie witzig, E-Mail-Adresse. Das ist nicht GMX. Das ist nicht GMX. Das ist auch nicht keine E-Mail-Adresse, sondern The Messenger of Allah. Was bedeutet das? Oh, die Nachricht für Allah. Die Nachricht für Allah. Von Allah. Ich kann nicht. Ich bin nicht als nicht auf meinem Hunde. Ey, Iris. Hast du jemals den Koran aufgemacht? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich hoffe, es wurde aufgenommen, wirklich. Ja, es wurde aufgenommen. Wahnsinn. Noch. Hast du es mal aufgenommen mit mir reden? Hallo. Was lachen Sie? Hab ich überhaupt zu lachen? Wahnsinn. Hallo. Steht mit dir. Pass mal, nein, darfst du nicht. Nein, wer bist du? Drin, du lass mir sagst, dass ich nicht lachen darf. Wer bist du? Kein Streit, kein Kindergarten, kein Streit. So, jetzt fangen wir wieder von neu an. So. Likes, sonst offline. Also, The Messenger of Allah. Du kannst ja kein Englisch, deswegen übersetze ich auf Deutsch. Ja, kann ich nicht. Was hast du? Hast du was dagegen? Verstehst du Französisch? Ich kann es auch auf Französisch erklären. Was war denn das für ein Geräusch jetzt? Schalmo, rede mit mir. Der Prophet Allahs ist damit gemeint Mohammed. Okay. Ja. Mohammed sagte, wer die Religion verlässt, der tötet ihn. Was bedeutet das jetzt? Wenn jemand
Also wenn ein Muslim seine Religion verlässt in der Scharia, das heißt, du möchtest ja, so wie die Hamas, dass Palästina ein islamischer Gottesstaat wird. Ich habe dir darauf geantwortet. Aber das heißt, wenn einer, Veit, bitte, stumm dich, es ist sehr unhöflich, wenn du dazwischen redest. Ich ob du nicht nur mit dazwischen geredet hast. Du bist doch auch unhöflich, hallo. So, ich sprich doch die ganze Zeit dazwischen. Was bedeutet jetzt wenn wirklich dein lieber, netter Prophet, ja, sagt, wenn jemand den Islam verlässt, soll getötet werden. Ist das nett und lieb? Ist das Frieden? Hä? Ist das Frieden? Nicht hä? Ist das wie bitte? Was? Ist das Frieden? Was soll ich machen mit hä? Sage, hä? Atakan, ist das Frieden? Was? Also ich weiß nicht, ob du schwer vom Begriff bist, aber wenn dein Prophet sagt, ich hab ihn sozusagen, wenn jemand den Islam verlässt, soll getötet werden, ist das Frieden? Nein. Ist nicht Frieden? Wenn jemand getötet hat. Ich kann nicht mehr, Du redest gerade gegen deinen eigenen Prophet. Du sprichst dann gegen deinen Prophet. Also ich bin ehrlich, ich habe Respekt, wenn du... Das war ernst gemeint, oder? Ja, ja, von mir. Warte mal, darf ich dich mal kurz was fragen, Atakan? Nein. Warte mal, ich hab Nein gesagt. Junge, ey, wenn jemand sagt, kein Mann soll danach gefragt werden, wie er seine Frau schlägt, was sagst du dazu? Stumm dich. Gott, warum bist du überhaupt hier drin, wenn du nicht diskutieren kannst? Was bist du so frech eigentlich? Du bist noch nicht mal 18. Moritz, lass ihn drin. Er ist Unterhaltungsprogramm pur. Also Atakan, nochmal, Atakan, ich weiß nicht, ob du schwer vom Begriff, ich versuch's nochmal. Du bist hier in Deutschland, du bist wahrscheinlich aufgewachsen, also du bist wahrscheinlich auch zur Schule. Ganz kurz, Atakan, ganz kurz. Ich bin in der Türkei, ne? Lass mich bitte ausreden. Ja, du bist im Kopf noch in der Türkei, in Anatolien. Also, wow. Du bist wahrscheinlich, im Kopf bist du noch in Anatolien, definitiv. Dein Körper ist zwar hier, aber im Geiste. So, Atakan, nochmal. Findest du es friedlich, was dein Prophet sagt? The Messenger, also die Nachricht. Merkst du selber, das ergibt doch keinen Sinn, was du sagst. Atakan, bitte. Findest du es friedlich, was dein Prophet sagt? Ich äußere mich nicht dazu. Ich habe nicht die. Was hat er? Ich muss nicht das Wissen, sagen. Meint er. Ich verstehe, die Rede dazwischen noch. Er hat bitte. Nicht das Wissen. Ah, okay, ist ja noch besser. Ja, aber bist du, ich wollte es ja klären, das mich ja nicht gelassen. Der hat direkt da nicht hingeredet, die Erschaffung. Okay, dann fangen wir. So schwach. Dann machen wir Fighter. Du nennst dich doch Fighter. Dann fight doch jetzt mit mir. So, verbal. Das heißt, wir fighten. Schlomo mit L, nicht Schamo. Schlomo. Nicht Schamo. Also, ich weiß zwar nicht, an was er jedes Mal denkt, wenn er Schamo. Also, ich bin keine Scham oder sowas. Also bitte, so, guck mal, du bist ein Clown, du bist ein dämlicher Clown. Okay, warum zitterst du denn? Hey, wir wollen jetzt hier alle schön... Mach mal jetzt das Lace rein, lass mich doch einmal mit dir alleine reden. Weiter, wir sprechen miteinander, aber du musst eine Sache sagen. Bitte, ich bitte dich, bleib sachlich. Bleib respektvoll. Okay. Ich bin kein Airi oder sonst irgendwas. Bitte bleib sachlich. Ich habe dir das Wort nicht gesagt. Also sag mir nicht, was ich gesagt habe. Ich sage es nur im Voraus. Nicht, dass irgendwie Beleidigungen kommen. So. Okay, nein. Das mache ich nicht. Alles klar. Deine Religion ist ja friedlich. Aus deiner Sicht. Absolut. Ja. Darf ich dir was vorlesen? Lies mal. Das hast du mir gemacht. So. Aber du musst mich unter einer Bedingung. Du lass mich aber ausreden, bitte. Genau, gerne. Ich rede respektvoll mit dir. Für alle Zuschauer, wir haben jetzt hier 213. Atakan, bitte, kannst du dich bitte stellen? Du bist wirklich sehr anstrengend, Löwenherz. Sonst fliegst du hier raus. Du bist sehr, sehr anstrengend. Yeah. So. Warte mal, Schlomo. Das Problem ist halt, wir hatten gestern mit Fighter schon geredet und Fighter selber leugnet selber, dass da drin steht, so haben wir den Kindern Israels befohlen, dass wer eine Seele tötet. Der meint, das wäre an die Muslime gerichtet. Der hat gestern den Vers zum Vorlesen vorbekommen und hat den Anfang nicht mitgelesen. Nein, du hast es falsch verstanden. Okay, Fighter. Dann fange ich jetzt mit dir an, Fighter. Ich lese jetzt was vor. Wir lesen jetzt was ganz, ganz Schönes und Friedliches vor. Deswegen möchte ich jetzt von Fighter, ja, der nennt sich ja Fighter. So, erkläre mir, Veit, ich lese Schlomo, jetzt Schlomo, du Großmaul, dann jetzt lest doch mal irgendwas von der Tora und von der Bibel, was so... Bitte, mit dir spricht gerade keiner. Bitte lass ihn, mit dir spricht keiner. Schlomo, das, was du abziehst hier, ne, du holst Leute hier rein... Okay, gar nicht jetzt weiterreden, weil du bist... Guck mal, mit dir spricht gerade keiner, ich möchte nicht mit dir reden, es ist sehr unhöflich, ich möchte mit Fighter reden, es ist ein Gespräch zwischen mir und Fighter, halt dich bitte da raus, du hast mit der Thematik keine Ahnung, guck mal, du hast keine Ahnung von dieser... Du hast mich rausgeschmissen oder rausschmeißen lassen, damit du nicht mit mir diskutieren kannst. Löwenherz, kannst du ihn stumm vielleicht? Ist sehr, sehr, ja, bitte stumm, Löwenherz, das ist sehr, sehr unangenehm. Braucht der nicht. So.
Also weiter, wir sind wieder da. So. Ja, nur wir reden miteinander, nur wir. Du brauchst keinen Anwalt, du brauchst sonst nur wir beide miteinander. Pass mal auf, so. Du bist auch kein Host hier. So, auf jeden Fall, Fakt ist... Hallo, einer redet jetzt, halt mein Fernsehen. Wir reden jetzt über das Zusammenleben zwischen Juden und Muslime. Mal gucken, wie friedlich das Zusammenleben zwischen Juden und Muslime ist. So. Aha. Der Gesandte Allahs sprach, er werdet im Kampf verwickelt sein mit den Juden. Hey, du kranker Mensch. Erzähl Löwenherz, das, Löwenherz, kannst du bitte stumm, alle Leute, man hört sich doppelt. Ist und nicht, was in ihr. Sehr gut, danke dir, Löwenherz, ich danke dir. So, weiter. Ja. Der Gesandte Allah sprach, er werdet im Kampf verwickelt sein mit den Juden und ihr werdet sie abschlachten, bis selbst ein Stein sagen würde, komm hierhin, Muslim. Ist das passiert seit tausenden Jahren? Kann ich zu Ende reden? Ist das oder? Passiert? Du bist bitte, ein bitte stumm du bist dich. Du bist bitte stumm dich. Du hast keine Ahnung von der Thematik. Du bist auch sehr unhöflich. Dankeschön, Löwenherz. Ich danke dir. Oder an den Mutz. So. Der Gesandte Allah sprach, ihr werdet im Kampf verwickelt sein mit den Juden. Das heißt, in Zukunft. Weil der andere Hadith, den ich gleich vorlese, steht, die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen und die Muslime sollen sie alle töten. Und wenn sich ein Jude hinter einem Stein oder einem Baum versteckt, so wird der Stein oder der Baum laut sprechen, O Muslim, da ist ein Yahud, ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Das ist aber sehr friedlich, das heißt... Kannst du das mal hier einblenden, bitte? Mit dir rede ich gerade nicht, Atakan? Ja, weil du speicherst nicht mal. Wenn ich dir eine Quelle gebe, du willst ihn nicht mal annehmen. Sahih Muslim, Buch 41, Hadith 6985. Weißt du überhaupt, was ein Hadith ist, Atakan? Natürlich, das verstehe ich. Was ist ein Hadith? Was ist ein Hadith? Ja, Allah. So, Fighter, kannst du bitte drauf eingehen? Ich bitte dich. Du hast jetzt die Bühne, bitteschön. Ja, guck mal, bevor ich dir das antworte, du willst mich aber auch zu Ende reden lassen. Genau, aber darauf eingehen, ich werde dich jedes Mal unterbrechen, wenn du philosophierst oder ablenkst. Bitte los. Schlomo, du bist jetzt übrigens, Schlomo, du bist übrigens Moderator und kannst jetzt Leute rein und rausschmeißen. Ich danke dir, mein Herz. Ich danke dir. Dankeschön. Guck mal, wir werden darauf eingehen, aber du musst mir versprechen, neben allen Leuten, du bist kein Ehrenmann, wenn du mich nicht aussprechen lässt. Hallo? Also ich bitte dich, es hat weder was mit Ehrenmann zu tun, es ist ein Dialog, ein Streitgespräch, ich möchte kein Ehrenmann sein oder sonst irgendwas, bitte geh drauf ein. Willst du mich, so, okay, dann du hast jetzt Ehrenmann. Die Bühne, ich stürme mich. Willst du mich dann Ehrenmann, willst du mich dann sprechen lassen? Der antwortet nicht, ist okay. Guck mal, dieser Satz, was du gerade erwähnt hast, erstens sagt man nicht, dass man unschuldige Menschen töten kann, sondern sich wehren kann. Der Islam sagt im Koran, bitte lass ihn stumm, bis ich zu Ende geredet habe. Danke dir, Löwenherz. Der Islam sagt, du kannst dich für deine Rechte wehren, aber nicht unschuldige täten. Das erstens. Was? Allah unschuldige? Unschuldige. Bitte, was? Bitte lass ihn stumm. Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Stumm. Hallo, lass ihn doch mal okay, der, pass mal bitte nochmal, ich habe nicht verstanden. Stumm ihn doch wieder, bitte. Guck mal, in diesem Satz hat mir nicht gesagt, dass man unschuldige Menschen töten kann. Ich kann dir ein paar Quellen geben vom Koran, wo der Islam selbst sagt, kann Unschuldige töten. Allah sagt im Koran, kämpfe in Gottes Namen gegen diejenigen, die nicht kämpfen, aber sei nicht feindselig. Gott liebt keine Feindseligkeit. Das erstens. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, er sagte, der eine Seele ohne Grund tötet, das ist so wie, dass er die ganze Menschheit ohne Grund getötet hat. Und der eine Seele zum Leben bringt, ist genauso wie, dass er der ganze Kannst du bitte Menschheit darauf eingehen, was hier steht, bitte? Ein Jude, bitte. Aber nicht gegen Unschuldige. Bitte, geh darauf nicht ein. Ich lese nochmal vor, Fighter, weil du bist ein Heuchler, du gehst nicht darauf ein. So, die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Du bist kein Mann. Und die Muslime, gesagt, bitte, hör auf mit dieses Maskulinum. Bitte hör auf damit. Du bist kein Mann, Ehrenmann, hör auf, bitte. Das ist sehr, sehr, sehr unzivilisiert. Was für eine Redensart? Ehrenmann. Du bist kein Mann. Danke für deine Geschenke. Danke dir. So. Du hast dich schon wieder geleugnet. Du hast gerade wieder gesagt, wer einen Menschen tötet, ohne dass er Unheil begangen hat. So soll es sein, als hätte er die ganze Menschheit. Islamisch gesehen, es ist nicht erlaubt. Samantha, das Problem ist, dieser Vers geht an die Juden. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass er nicht töten darf. Das ist der Account von seiner Da steht, ich hab das nicht vom Bild. Achso, stimmt. Sorry. Guck mal, du bist wirklich armselig, du willst mich nicht ausreden lassen.
Er hat die Möglichkeit, es vorzulesen. Aber ich habe doch nicht zu Ende gesprochen. Guck mal. Du hast es überlesen. Du hast ganz klar gelogen, weil du wusstest, Ich habe doch gerade gesagt, es ist nicht erlaubt, unschuldige Menschen. Das steht, aber es ist nicht erlaubt, unschuldige Menschen bitte zu töten. Bitte weiter, geh bitte darauf ein. Hier steht, kein Jude wird sicher sein. Sogar die Steine werden sagen, oh Muslim, hier ist ein Jude. Kein Jude wird verschont sein. Kein Jude wird verschont. Ob Kind, alter Mann, alte Frau, das sehen wir auch gerade. Was hat die Hamas gemacht? Die haben, guck mal, Kinder sogar enthauptet oder alte Frauen mitgenommen. Denen interessiert nicht, wie alt, ob behindert, ob normal, ob alt, jung, interessiert den islamischen Staat nicht. Bitte geht darauf ein, ich lese dir. Weiter, lass ihn doch einfach aus. Es macht doch keinen Sinn, wenn du dazwischen redest. Man hört ihn nicht. Das macht keinen Sinn, wenn du dazwischen redest. Der redet doch nicht wieder weiter. Atakan, mach erstmal bitte einen Hauptschulabschluss, Atakan, weil mit dir will ich nicht mehr reden. Sprich bitte aus. So, weiter, nochmal. Das ist der andere Hadith. Ihr werdet im Kampf verwickelt sein mit den Juden. Das heißt in Zukunft. Und ihr werdet sie abschlachten. Also das ist, glaube ich, Händeschütteln, oder? Was ist mit Abschlachten gemeint? Ist es irgendwie metaphorisch gemeint, Abschlachten? Also mit Hand geben, Salam Aleikum, oder wie? Ja, das ist bestimmt nicht mit Salam Aleikum gemeint. Doch. Ich lese nochmal vor. Ihr werdet im Kampf verwickelt sein mit den Juden. Sind Juden damit irgendwie Affen gemeint oder Esel? Was ist mit, also Juden, ne? Ist wirklich Juden gemeint? Weil hier steht Juden. Oder ist es auch metaphorisch? Man versteht immer alles falsch. Erzähl so. Einfach weiter. Ihr werdet verwickelt sein mit den Juden, sehen wir jetzt gerade, Israel, ne? Juden, Muslime, und ihr werdet sie abschlachten, also abschlachten mit Friedensversuche, ne? Mit Salam Aleikum, Baklava wahrscheinlich. So. Bis selbst ein Stein sagen würde, bitte mach erstmal den Hauptschulabschluss an, bitte. Bis selbst ein Stein sagen würde, komm hierhin, Muslim, da ist ein Jude, er versteckt sich hinter mir. Komm her und schlachte ihn ab. Ich weiß, Leute, es hört sich an wie mein Kampf, aber das ist tatsächlich der pure Islam. Das ist nicht mein Kampf, Leute. Das ist wirklich ihre Quelle. Das ist erschreckend, aber wahr. Komm hierher und schlachte ihn ab. Überleg mal. Okay, bitte hast du zu Ende gesprochen? Bitte geht darauf ein. Jetzt warte ich auf deine Antwort. Bitte guck mal, schön. Du hast guck jetzt mal, die bitte, Bühne. Okay, danke dir erstmal Arun, für alles. Bitte ganz leise. Guck mal, was du gerade gelesen hast. Ne? Guck mal, ich kann Atakan rausschmeißen, aber ich lasse ihn mit Absicht, ja, weil wir brauchen auch sein intellektuelles Wissen. Brauchen wir. Ja, hast du recht. Du hast wirklich recht. Guck mal, du machst dich nur lustig, du willst nur andere Leute diskriminieren, du willst einfach dich lustig machen, du willst da als cool stehen, aber das bist du erstmal nicht. Du hast einfach keine Chance und kannst nicht akzeptieren, dass du verlierst. Nein, du lässt mich ja nicht mal ausreden. Ich komme jetzt zur Sache. Du bist das beste Beispiel dafür, dass man lügen darf und dass man sagt, wie schweigen darf. Lügen darf, wenn es um Töten geht, nicht wenn es um sowas geht. Du hast so oft gelogen, was das angeht, weil schon in den Streams. Du hast nur keine Ahnung. Halt dich da raus, halt deinen Mund und halt dich da raus. Guck mal. Halt deinen Mund mal. Du redest mehr als meine Oma. Oh, Junge, darfst du leugnen, was im Koran und in der Sunna steht? Meine Güte, ey, was ein Munafik. So, Freitag, wenn du frech wirst, fliegst du raus. Du hast hier erstmal gar nichts zu melden. Du bist ja wirklich eine Wurst, ganz ehrlich. Kannst du nochmal hochkommen, wenn du dich vernünftig artikulieren kannst? Kannst du nicht, weil du hast anscheinend noch nicht mal einen Hauptschulabschluss. Genau danke, so wie der andere. Ich danke dir. Genau wie der andere. Nee, lach alleine. Nein, wir lachen alle zusammen. Ich lache über dich. Und wer seid ihr, ist die Frage. Wer bist du? Ich bin der Meinung. Erstmal tut mir leid, dass ich mich so blöde geäußert habe. Was, du blöde? Ich verstehe dich nicht. Du machst Sprachfehler wie Baerbock. Du machst Sprachfehler wie Baerbock. Ich verstehe manchmal gar nicht, was du sagst. Kannst du bitte wiederholen, was du gesagt hast? Was war denn das? Wie Baerbock? Du hast da irgendwas gerade vor dir. Was war denn das gerade? Ganz kurz. Ich rede zu schnell, Bruder. Ganz kurz. Falter, ich, Moritz und ich machen diesen Stream zusammen. Er unterstützt mich immer und das ist sehr, sehr nett, weil er sehr wissend ist. Du bist jetzt nicht so wissend, genauso wie Atakan, da kommt auch nicht so viel. Deswegen, Moritz kann hier auch entscheiden, wenn jetzt einer redet oder keiner redet, Moritz ist hier mit Host. Genauso wie Shlomo jetzt Host ist. So, und wenn ihr frech seid, dann können sie euch rausschmeißen. Also, er darf immer dazwischen reden, so oft er möchte. Kann er dazwischen reden? So, wenn ihr euch nicht an Regeln halten könnt, dann tut's mir leid. So, Shlomo, Moritz, ich weiß nicht, wer möchte, bitteschön. Bitteschön. Also ich warte eigentlich auf einen Fighter. Ich warte immer noch auf eine Antwort.
Weil der heuchelt ja nur die ganze Zeit. Also Falter, Falter, das ist bereit? Jetzt dein Wort, rede. Genau, Falter, wir warten jetzt auf dich. Bitte geht darauf ein, ich bitte dich. Bitte schön. Du hast jetzt die Bühne, Falter. Unser Falter. Ja, auf, rede. Falter, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich hätte gerne nochmal Shlomo gebeten, das zu wiederholen, was er gesagt hat, was der Islam bedeutet. Mit dieser wir würden irgendwelche Menschen umbringen wollen und sowas. Wie bitte, was soll ich machen? Vorlesen nochmal? Ja, bitte. Das, was du gesagt hast, was da steht, wen wir da befolgen müssen und wir, also bist du auch ein Muslim, also siehst du dich auch als ein Anhänger des Islam, also bist du ein Mohammedaner, gehe ich davon aus. Ich heiße sogar so. Ja, ist also, kein Problem, wie du heißt, du kannst auch Fritz heißen. Also du bist ein Anhänger Mohammeds, also ein Mohammedaner, das heißt, für dich bin, sind diese Ich Hadith, bin ein Muslim. Genau, weißt du, was Muslim bedeutet? Klär mich auf. Was bedeutet, nein. Ich weiß, was das bedeutet. Ich habe islamische Theologie studiert. Ich möchte von dir jetzt wissen, was bedeutet das, dieser Begriff. Nein, du hast es doch studiert, ich nicht. Du hast es doch gerade erzählt. Bitte. Ich habe nichts studiert. Erkläre mir. Ich habe dir eine Frage gestellt, bitte keine Gegenfrage. Keine Ahnung. Bitte schön. Ich habe keine Ahnung. Du hast jetzt die Bühne. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte, dass du mir erklärst, woher du diese Geschichte hast mit dem Juden umbringen und hinter genau. sowas. Wenn du ja ein Muslim bist, bitte. Guck mal, wenn du ja ein Muslim bist, muss man erstmal erklären, was Muslim bedeutet. Damit wir weitermachen können, muss ich erstmal abklären, ob du wirklich ein Mohammedaner bist. Ja, so. Ich glaube an einen Gott und dass Mohammed der letzte Prophet ist. Und das bedeutet so. Muslim? Für mich ja. Okay, das heißt. Du bist ja Theologiestudent und studiert, erklär mich auf. So, kann ich du machen. Klärst also, das heißt, ihn auf. Das heißt, Muslim bedeutet, der an einen Gott glaubt, ne? Genau. Dann googeln wir mal was zusammen. Ne? Also an alle Leute, die hier zuhören, wir haben 230 Leute. Ich google jetzt mal und lese euch mal vor, was Muslim bedeutet. Mal gucken, ob der junge Mann hier oben gelogen hat oder ob er recht hat. Muslim bedeutet Unterwerfung. So. Nein. Weiter. Ganz gut, Leute, stopp. Weiter. Möchtest du mit mir weiterreden über das Wort Muslim? Ja, ich würde gerne. Okay, dann rede ich mit dir weiter. So, Fighter, was bedeutet Muslim? Ein Muslim bedeutet Unterwerfung. Nicht ein Muslim, was bedeutet Muslim? Muslim bedeutet, dass er friedlich ist. Okay. Bedeutet das jetzt friedlich oder Gott ergeben oder wie auch immer? Friedlich und Gott ergeben. Beides. Okay, dann googeln wir mal an alle Leute, wo hier sind. Wir haben 240 Leute. Wie googeln wir, was Muslim bedeutet? So. Ich lese vor. Muslim kommt vom Arabischen, sich hingeben, sich ergeben, von Aslama. So. Soll ich noch Unterwerfung, sag ich doch. So, kann ich weiter? Kann ich weiterreden? Kann ich weiterreden? Kannst du mich mal erklären? Kann ich bitte weiterreden? Ich dachte doch Unterwerfung, du Idiot. Hallo, Lappen. Ohne Beleidigung, was ist los? Lass ihn. Nein. Hope, lass ihn. Er soll mich beleidigen. Alles gut. Er ist glücklich darüber. Der ist schon dran gewöhnt. Kannst du bitte aufhören? Ich hab ihn doch von Anfang an gesagt, Unterwerfen. Egal, alles klar. Okay. Bist du fertig? Lass ihn reden. Mögen wir auch ein bisschen leise sein. Weiter, bitte stumm dich und rauch deine Shisha weiter. Bitte stumm dich. So. Ich habe keine Shisha. Leider habe ich keine Shisha. Okay, kann ich weiterreden, bitte? Ja, natürlich. Sehr gut. Rauch bitte weiter. So. Sich hingeben, sich ergeben, sich unterwerfen. Jetzt ist die Frage, wo steht jetzt hier Gott ergeben? Wo steht hier das Wort Gott? Weil Gott heißt ja Allah. Wo steht hier Muslimillah? Wo steht denn da? Hier steht nur Muslim. Muslim heißt unterwerfen, sich ergeben. Wo steht jetzt hier bitte Allah? Wo steht hier Gott? Wer hat gesagt, dass Muslim Allah wortet? Habe ich das gesagt? Gott ergeben. Unterwerfen. Aber das heißt nicht, dass ich gesagt habe, dass Allah bedeutet. Ja, aber es gibt doch nur einen Gott. Und wenn Allah der einzige Gott ist, ist das also doch automatisch. Also Zibo, dann beleidigst du jetzt, okay, weil die Hindus glauben an Millionen von Göttern. Ihr sagt, es gibt nur einen Gott, dann beleidigst du die Hindus. Weil die glauben an einen polytheistischen Glauben. Ne? Das heißt, es gibt mehrere Götter. So, dann beleidigst du. Du sagst, es gibt nur einen Gott, das sagst du. Es gibt nur einen Gott. Nach meinem Glauben gibt es nur einen Gott. Und nach deinem Glauben eigentlich auch. Du weißt nicht mal, welchen Glauben ich angehöre. So, ist ein anderes Thema. Du bist doch Christ oder nicht? Oder Christ oder nicht? Oder Jude oder nicht? Oder Falter, bist du fertig? Wir glauben doch alle an einen Gott oder nicht? So, jetzt. So, Falter. Jetzt geht's weiter, Falter. So, das heißt, du weißt nicht mal, was Muslim bedeutet. Aber ich habe sie jetzt aufgeklärt. So, wir machen jetzt weiter. Und an CBU oben, der hat ja auch gedacht, das heißt. Ich weiß nicht, was da so witzig ist. Der hat ja was komplett anderes gesagt. Ich habe gesagt.
Ich habe gesagt, dass Moslem ist, wenn man an einen Gott richtig glaubt. Und das hat gar nichts damit zu tun, aber ja, gut. Und du hast aber die Wortdefinition mir gesagt und nicht die Definition. Ich habe gesagt, was bedeutet Muslim? Du hast eine Wortdefinition so, gesagt. So, ich weiß, genau. Du hast jetzt Angst, weil du jetzt die Wahrheit bekommen hast. Ich habe keine Angst. CBO, ich, hab dir gesagt, ich lese dir jetzt die Quelle vor, du hast ja irgendwas gemeint mit der Quelle. Mich interessiert so, kennst du Sahih Muslim? Nicht. Kennst du Sahih Muslim, nein, kenne ich nicht. Du bist ja ein Muslim, ein Mohammedaner. Also musst du eigentlich davon ausgehen, dass ein Muslim eigentlich authentisch ist. Wie bitte? Denkst du, ich kenne jetzt alles. Kann bitte nur einer reden, es ist sehr anstrengend, wenn mehrere reden. Okay, dann rede ich mal kurz weiter. Bitte schön. Es heißt bei uns Muslimen, wenn du an einen Gott glaubst, ja, hast du einen Imam. Du bist immer noch bei Muslim. Wir haben es doch geklärt, dass es nicht so ist, was du gesagt hast. Wenn du ein Muslim bist, nicht die Wortdefinition. Verdreh mir die Sachen nicht im Mund. Es geht gerade nicht um das Wort Muslim, sondern okay. Was ist ein Moslem? Und ein Moslem ist, der an einen Gott glaubt. Ich habe nicht gesagt, was ist ein Moslem, Propheten. Sondern was bedeutet Muslim? Schön bitte. Für dich. Du musst meine, nicht schön für mich, das war meine Frage. Du verdrehst alles. Sowas nennt man im Arabischen ein Munafir, okay? Ja, aber ja, ich gehe eher davon aus, du bist ein Jahil, du bist ein Unwissender. Das ist sogar für dich sogar ich noch bin positiv. Ich bin zu gebildet für dich, weil so. Ich nicht so ein menschenverachtende Hassreden hier im Internet. Das habe ich auch gedacht. Also das menschenverachtend ist, ist deine Quelle, nicht meine. So. CBO nochmal. Sahih Muslim. Sagst du gerade, dass das kannst Islam du mir bitte erklären, menschenverachtend ist? CBO, bitte. Kannst du mir jetzt erklären? Deine Quelle ist menschenverachtend. Deine Quelle ist menschenverachtend. Was ist denn meine Quelle? Was ist denn meine Quelle? CBO, können wir bitte weitermachen? Weil das ist, aber was ist, darum, was ist eine Zeitverschwendung, wirklich. Du hast weil gesagt, du gehst nicht darauf ein. Du schämst dich. Ja, du gehst nicht darauf ein. Ich sag, jeder du Mensch, gesagt, ich bin Menschen. Jeder Mensch, meine ja, Quelle. Der diese Quellen akzeptiert und sie als friedlich darstellt, obwohl sie absolut menschenverachtend sind, ist für mich nicht normal im Kopf. Er braucht also definitiv Islam, therapeutische ich hab's doch gesagt, Hilfe. Das stimmt nicht. Warte mal, meinst du so. Den Islam damit? Also CBO, können wir bitte weitermachen? So. Ich frage doch, wer du ist, was gleich wer ist bitte schön Sahih Muslim? Kannst du mir erklären, wer das ist? Weiß ich nicht. Aber so. Du musst du mir bist mal erklären, ja ein Mohammedaner. Das heißt, als Anhänger von Mohammed, der beste Mensch, den ihr immer betitelt, kannst du mir bitte erklären, wer ist, wie bitte? Ich meinte sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet sallallahu alaihi wasallam? Was bedeutet das? Kannst du mir das übersetzen? Weißt du genau. Das weißt kannst du mir das bitte übersetzen? Wir machen das jetzt auch. Kannst du mir bitte übersetzen, was das bedeutet, hast du gesagt? Friede mit ihnen. Ich hoffe, du wurdest aufgenommen. Ich hoffe, du wurdest aufgenommen. Er muss es schon übersetzen, weil er wirft es ja in den Raum und wir wollen es ja verstehen, weil wir können ja kein Arabisch, deswegen klären wir es auch. Aber wenn ich was verstehen will, Löwe, kriege ich keine Antwort. Kannst du mir, guck mal, Veit, ich erkläre es dir, Veit. Du hast doch gesagt, was hast du jetzt nochmal, Veit? Veit, ich bin ein Kämpfer. Ja, ja, sieht man ja auch, ja, ja. Ja das heißt, was? Friede mit ihm? Weil ich auseinandergenommen habe und du lass mich nicht ausreden, weil guck du ein Lappen bist. Warte mal, ja, du wirst immer persönlich, genau. Guck mal, ich erkläre dir über deinen eigenen Glauben. Es heißt, Gott segne ihn und schenke ihm Heil, okay? Okay, oder die andere übersetzen, okay, Friede und Segen, Frieden und Segen sei auf ihn. Aber ganz kurz, ich muss dir deinen eigenen Glauben erklären, das ist sehr peinlich für dich. Ja, okay, vielleicht du bist ein Unwissender plus dazu noch ein Munafiq, ein Heuchler. So, also sagst du, der Islam ist nicht friedlich, ja? Shlomo. Wie bitte? Der Islam ist nicht friedlich, sagst du, ne? Nee, eure Religion, wenn ihr diese Quellen annimmt, ist es für mich auf jeden Fall eine menschenverachtende Ideologie und die verurteile ich definitiv, sobald es nur spirituell ist. Das heißt, eine Sache, wo ihr sagt, es ist privat, es ist rein privat, es ist nur spirituell zu sehen, habe ich nichts dagegen. Sobald ihr es aber auslebt und sagt, wir möchten die Scharia, wie wir es bei Fighter, unser mächtigen Fighter, schon gesagt hat, ist es für mich menschenverachtend, man sollte diese Religion auch verbieten. Ich habe nicht gesagt, dass wir es möchten. Rein spirituell ist absolut kein Problem. Jeder darf glauben, an was er will. Ich bin der Scharia gut, aber wenn es der richtige Scharia ist, und ich habe nicht Scharia, es heißt nicht Scharia, es heißt Scharia. Scharia, okay, Shlomo, habe ich verstanden. Bitteschön, du hast die Bühne. Okay, dann die Frage, wenn du aber jedem, also so wie du mit uns redest, das Gefühl gibst, als würden wir die Scharia wollen, ja, hier in Deutschland, dann unterstellst du uns ja was. Okay, CBO, der Fighter möchte die Scharia haben. CBO, der Fighter möchte die Scharia. Ich habe ihm gesagt, dass ich es haben will. Hör auf zu lügen, du Heuchler. Bitte nicht emotional werden. Falls du nicht emotional werden, bleib ich sachlich. Ich habe gesagt, die richtige Scharia erstens, nicht was Hamas macht, das erstens. Zweitens habe ich dir gesagt,
die richtige Scharia, aber nicht die Scharia, die jetzt, die was ihr drüber redet. Was ist denn die richtige Scharia? Die richtige Scharia ist, dass Menschen zusammen friedlich leben. Kannst du mir die Quelle geben, wo das steht? Wie Salah ad-Din al-Ayyubi. Genau, dieser Massenmörder. Denke, kannst du mir kurz die Quelle geben? Mörder? Der wurde selber vom Westen erschossen. Nur Quelle geben. Du Lappen. Ja, genau. Kannst du die Quelle geben? Die arabischen Länder beschützen die Juden. Kannst genauso, du mir Idiot. Bitte die Quelle geben, Veit? Du bist ein Idiot. Dankeschön, Leute, dass du mich beleidigst. Leute, guten Abend erstmal. Ja. Guten Abend, gib doch. Wegen Scharia, ja, also ich bin Kopte, ja, das heißt... Oh, ihr seid ja eine christliche Minderheit, glaube ich, in Ägypten, ne? Genau, also uns gehörte damals das Land, dann kam der Islam und dann waren wir unter der Scharia und zwar bis 1975, genau, bis Abdel Nasser, der Präsident, der uns dann von der ungläubigen Steuer befreit hat, okay? Das heißt, von meinen Großeltern habe ich dann noch ein bisschen was mitbekommen von der Scharia und die Scharia ist... Nichts hat nichts mit Frieden zu tun. Nichts. Dankeschön. Dankeschön. Interessant. Absolut gar nichts. Okay. Also Menschen das verachten, heißt, definitiv. Menschen das verachten. Heißt, wir hatten eine Sprache, ja, eine eigene Sprache. Direkt nach dem Hieroglyphischen hatten wir Demotisch und danach Koptisch. Ja, das war unsere Sprache. Was haben die Muslime gemacht, als sie uns eingenommen haben? Ja, Amr ibn al-As hat uns eingenommen. Ja, das war im 8. Jahrhundert, okay, und er hat unseren Müttern, also hat angeordnet, dass unseren Müttern allen die Zunge abzuschneiden. Wahnsinn. Damit wir unsere Sprache nicht mehr sprechen und uns wurde die arabische Sprache aufgezwungen. Und das war während der Scharia noch, oder wie? Das war natürlich, also direkt als der Islam. Ägypten erobert hat sozusagen. Also mit dem Frieden erobert wahrscheinlich. Genau, mit dem Frieden und mit Blumen auf jeden Fall. Und alle Kirchen wurden niedergemetzelt. Wir wurden auf jeden Fall bedroht mit dem Tod. Es wurden sehr viele, und jetzt passt auf, im 11. Jahrhundert kam es dann zu einer richtig schrecklichen Wende. Warum? Denn wir haben dann beschlossen, einfach gegen die Jizya zu demonstrieren. Daraufhin hat das Massaker begonnen, ja. Sie haben unsere Eltern haben sie umgebracht, okay? Sie haben die Kinder haben sie dann daraufhin in ihre Familien einintegriert. Die Frauen wurden teilweise versklavt und dann wurde ein Notstand ausgerufen und die Eltern haben ihren Kindern ein Tattoo, ja, ein Kreuz am rechten Handgelenk angebracht, ja, und das haben wir Leute, jetzt passt auf, bis heute hat jeder Kopte hat ein Kreuz am rechten Handgelenk. Warum? Weil wir uns an diese Zeit erinnern, an diese Zeit, die Zeit des Massakers, ja, wo die Kinder in die Familien einintegriert wurden und die Töchter und die Frauen versklavt wurden. Und jetzt passt auf, jetzt kommt das Schlimmste. Eine Sklavin Mohammeds war eine Koptin und sie hieß Mariam al-Kopteya. Eine Sexsklavin, ja? Danke. Eine Sexsklavin. Okay. Eine Frage, Shlomo. War im Osmanischen Reich auch die Scharia gültig? Das Osmanische Reich war kein Türkenreich, sondern es war ein islamischer Staat, ein islamisches Kalifat. War da auch die Scharia? Definitiv ja. Okay. Darf ich dazu was sagen? Stopp! Atakan, du lass unterbrechen. Ich bin neu hier im Live-Chat und wollte. Warte mal, bitte, Atakan. Achso, Aki, sorry. Ein kleiner Augenblick. Okay, wir haben jetzt im Osmanischen Reich, das fast über hunderte Jahre regiert hat, zig Kulturen, zig Sprachen. Warum sprechen die alle jetzt nicht Osmanisch oder Türkisch? Und Osmanisch gibt's nicht. Sprechen, ja, gibt's nicht. Wir müssten ja dann, wenn diese Ideologie von der Scharia so wäre, wie der junge Mann der koptische Religion angehört, warum spricht heute ein Balkanmensch immer noch seine Sprache? Ein Balkanmensch? Also was soll ein Balkanmensch bitte sein? Also jemand vom Balkan. Okay. Komm nicht vom Thema ab. Erklär mir, wenn da die Scharia und das, was der koptische junge Mann hier erzählt hat. Gerne, kann ich dir sagen. So wäre, warum haben hunderte Jahre Osmanisches Reich nicht deren Sprache genommen und deren Assimilation hervorgebracht?
Kann ich sofort antworten, kein Problem. Mhm. So, während des Osmanischen Reichs, wie gesagt, es war ein islamischer Staat, ein Kalifat. Er hat sich auch als Statthalter von Mekka gesehen, als letzter Kalif quasi. Seitdem gab es ja auch keinen Kalif mehr, außer al-Baghdadi bei der IS. So. Das Osmanische Reich war definitiv ein absolut menschenverachtendes Reich, was Menschen unterdrückt hat. Man hat den Islam den Menschen quasi aufgezwungen. Man sieht es in Albanien, man sieht es im Kosovo, man sieht es in Bosnien, man sieht es in Teilen Serbiens, Mazedoniens, Bulgariens. Da sind immer noch sehr viele Muslime, die islamisiert wurden, wie zum Beispiel die Torbeschen, die Goranen, die aus dem Sandschak, die Albaner, die Bosniaken. Das sind ja alles ursprünglich rein christliche Völker gewesen, die jetzt wirklich fast schon nur Muslime sind. Man sieht es sehr, sehr oft auch in den kaukasischen Völkern, ob es jetzt die Abchasen sind, die Osseten oder die Lasen. Es gibt viele Völker dort auch, die ursprünglich rein christlich waren, die jetzt muslimisch sind. Weil wie alle Afrikaner, ne? Die heute so, Christen sind. Kann ich bitte weiterreden? Mhm. So. Und der türkische Staat von heute besteht aus 90% Nicht-Türken, sondern aus europäischer Abstammung. Das heißt, die heutigen Türken, die wir heute in der Türkei sind, sind nicht türkische Abstammung, sondern sind christliche, vor allem die stärkste Armee, beziehungsweise die Spezialmacht, ja, der Osmanen, die Janitscharen, waren nur christliche Kinder, die gekidnappt, islamisiert wurden und türkisiert wurden. So, es gab im Osmanischen Reich tatsächlich eine Türkisierung. Man hat viele Völker türkisiert, wie zum Beispiel der heutige türkische Staat, besteht aus 90% Nicht-Türken. Das heißt, ethnisch gesehen sind die Türken heute nicht Türken. 90% sind das alles aus dem Balkan, aus dem Kaukasus, sind es Kurden, sind unter anderem aramäische, was gibt es da, was alles noch gibt, arabische, Medina, armenische, genau. Vor allem armenische. So, das heißt, diese Türkisierung war bis 1922, hat es stattgefunden. Und das Problem ist an der ganzen Sache, jetzt sagst du, wieso gab es, wo war es nochmal, in Ägypten oder wo hast du gemeint? CBU. Was? Was hast du noch gemeint? Mit Türkisch oder assimilieren, was war noch gemeint? Ja, wieso können diese Völker immer noch ihre Sprache sprechen, ihre Religion ausleben, wenn die Scharia ausgelebt worden wäre, so wie der koptische junge Mann das erklärt hat? Kann ich dir sagen. Und so. Ganz kurz, was du noch gesagt hast, dann kannst du gerne sagen, die Türkisierung hat erst Anfang 1900 angefangen. Ja, erst wo die Jungtürken kamen und sowas. Ja, aber lass es mal. Wir bleiben beim Osmanischen Reich. Das war ja noch Osmanisches Reich. Das kam ja aber bei den Jungtürken erst zustande. Das heißt, die haben hunderte Jahre davor regiert. Ich muss weiterreden, weil sonst komme ich aus dem Konzept so. Okay. Das heißt, im Osmanischen Reich gab es eine systematische eine Zwangsislamisierung. So, das hat schon angefangen, gleich nach dem Tod Mohammeds, in der kompletten, wirklich Nordafrika. Bis nach Khorasan, im heutigen Afghanistan, bis im Indus, gab es eine systematische Zwangsislamisierung. Das hat wisst ihr eigentlich, was Hindukusch bedeutet? Grab der Hindus, ich weiß nicht. Grab der Hindus. So, der komplette nordafrikanische Raum sind Berber und Kopten. Sie waren nicht muslimisch, sie waren nicht arabisch. Sie sprechen heute nur Arabisch. Ja, so gut wie nur Arabisch und sind so gut wie nur muslimisch, obwohl dort mehrheitlich Christen und Juden gelebt haben. So, heute davon so gut wie nichts mehr zu sehen. Im Osmanischen Reich. Aber warum reden die Kurden noch ihre Sprache? Die Arabier. Alter, wieder ein Kind da. Bitte raus mit dem. Also das ist wahrscheinlich auch kein Hauptstoff. Ganz kurz will ich mal. Du Alter. Lass ihn ausreden. Was hast du gesagt nochmal? Ganz kurz, schreibt in den Kommentaren. Palästina, Free Palestine, Max, Free Palestine. Also, Fighter ist ja nicht mehr. Islam ist die Wahrheit. Achso, Islam ist die Wahrheit. Stimmt mal bitte. Halt mal die Klappe. Nein, lass ihn sich aussprechen. Ja, damit ihr euch dran ergötzt, oder was? Ein kleines Kind hier rein. Unter meinem 80. Lass ihn reden. Also, wir haben jetzt erkannt, dass der Islam siegen wird. Ich danke dir. Stopp. Der Islam ist die Wahrheit, okay? Lass ihn doch raus. Ja, ich wollte gar nicht. Braucht ihr das? Braucht ihr das für euer Ego? Junge, geh mal bitte schlafen. Hey, du bist fetter Schreckmann. Warum redest du da eigentlich? Geh mal bitte schlafen. Pass mal auf, wie du redest. Nehmen Sie es.
Wisst ihr, was das Schlimme an der Sache ist? Das ist auch noch einer mit einer bosnischen Flagge, ja, der selber islamisiert wurde vom Osmanischen Reich. Ich habe gerade ein beste Beispiel. Er hat, die Dumme, er hat wahrscheinlich diesen niedrigen IQ hat er wahrscheinlich noch vom Osmanischen Reich. Das ist ein Erbe. Aber wow, so. Ich wurde sogar angenommen. Das ist ja krass. So, das Osmanische Reich. Warum können die anderen ihre Sprache? Das Osmanische Reich wurde zerschlagen, erkläre ich dir. Das Osmanische Reich wurde zerschlagen, weil die Völker sich gewehrt haben. Ja? Das albanische Volk hat sich dann mit der Zeit, ja, durch den Nationalismus, die haben sich natürlich gewehrt, weil sie haben sich unterdrückt gefühlt, die wurden auch unterdrückt, ist ja definitiv klar. Viele dieser Völker sind sowas von islamisiert und das mit der Sprache, was hat das jetzt damit zu tun? Es würden Völker bis heute noch zwangstürkisiert wurden, definitiv. Nee, Bulgarien, Rumänien, alles Orthodoxen. Und Leute. Warum ja, gehst das du heißt jetzt da für dich? Drauf? Ja, und das heißt jetzt das für heißt dich? Für mich, das heißt für mich, es gab keine systematische Assimilierung. Eine Islamisierung, mein Freund. Gab es nicht. Eine systematische gab Islamisierung es gab im Osmanischen Bereich. Es gab ich möchte mit dir nicht weiter diskutieren. Ich habe dir jetzt eine Antwort gegeben. Eine systematische Zwangsislamisierung. Zum Beispiel jetzt die Tschetschenen sind viele von den ersten 17. Jahrhundert erst islamisiert. Durch die Osmanen, das kannst du selber nachlesen. Genau wie die Albaner, genau wie die Bosniaken, genau wie viele Teile auch in Serbien oder im Kosovo oder in Montenegro oder in vielen anderen Teilen, sogar in Rumänien, sogar in Bulgarien oder sogar in Griechenland. Ja, diese ganzen muslimischen quasi. Weil der Islam stark ist. Die glauben doch an den Islam. Deswegen. Mach erst bitte deinen Hauptabschluss und dann können wir weiter. Okay, Leute, entschuldigen Sie, ich bin doch so lieb und ruhig. Was war das jetzt schon mit dem Einmann? Ich mag euch das tun. Viele von ihnen waren Krypto. Hör mal zu, ich kann weiterreden. Aber sind nicht mehr, hallo. Du musst auf die Zukunft achten. Nein, wir reden jetzt nicht. Wir sind jetzt ruhig. Wir reden über die Zukunft. Atakan, bitte, ich bitte dich. Ich bin Historiker. Atakan, ich weiß, du wirst morgen die Schule schwänzen, weil du keinen Abschluss machen willst. Ich bitte dich, stumm dich. Stumm dich, sonst werde ich morgen bei dir in der Schule anrufen und sagen, dass du hier in TikTok bist und dein Unheil. Ich will mich gerade verabschieden. So. Ich will mich CBO, verabschieden. Bitte bleib hier. Ich möchte jetzt von dir wissen, weil du bist ja ein Muslim, was? Ein Anhänger Mohammeds, ein Mohammedaner. Du kannst ich frage dich nochmal, ich habe was dir... Was ist ein Mohammedaner? Ein Mohammed ist ein Anhänger Mohammeds, so wie die Christen auch Christen sind, weil die Anhänger von Jesus sind. So, CBO, ich bitte dich. Warum steht im Koran zum Beispiel in Sure, kann ich bitte weiterlesen? Ich bitte. In Sure 9, Vers 14 steht, du brauchst mich aus Religionsbüchern nicht zitieren. Das kannst du über die Bibel Das ist das Wort deines Gottes. Das ist ganz kurz. Aber machen. CBO, ich bitte dich nochmal ganz höflich. Das ist nicht mein Niveau. Bitte, ich bitte dich nochmal höflich, CBO. Nicht mich. CBO, ich bitte dich höflich, wenn du dich als Mohammedaner siehst, dann bitte ich dich Shalomo, dein mit Koran. Dir doch nicht reden. Such dir doch jemanden, mit dem du darüber reden kannst, wie zum Beispiel mit mir. Ja, wer bist du denn da? Okay. Hallo. Okay, dann rede ich mit dir. Shlomo, sag jetzt nochmal. Hallo Leute, ihr lässt mich ja nicht aussprechen. Ich bin hier reingekommen, ich wollte mich vorstellen. Du bist noch gar nicht dran. Ruhig bleiben, ganz ruhig da unten. Du bist gleich dran. Also wir sind jetzt bei Sure 9, Vers 15. Sag bitte. Bruder, so. Sure 9, Vers 14. Ne? Mhm. Kannst du mir bitte CBO das vorlesen? Das wäre sehr nett, dass du mal überhaupt was vorliest. Bitte. So einer bist du. Kannst du bitte vorlesen, CBO? Das ist ja irgendein Buch, hast du ja gesagt, ne? Also das Wort deines Gottes und du nennst ja einfach nur Buch. Was, ich soll es vorlesen? Für ja, dich? Ja, bitte, das wäre sehr nett. Nein, ja, ich google jetzt nicht. Ich will schämst schlafen. Du dich für du das Wort Du liest mir das jetzt Gottes? Vor, was du mir sagen wolltest. Okay, soll ich da vorlesen? Bitte, das, was du mir sagen wolltest, will ich von dir hören. Ich bin nicht dein Vorleser. Was soll ein Vorleser sein? Dass ich dir hier irgendwas vorlese. Du willst mir was sagen und vorlesen, es dann ist, tu das. Okay, dann machen wir es so, kein Problem. Weil du genau. Zickst gerade ein bisschen rum. Ich finde es zwar schade, nein, weil dass du deinen eigenen Glauben nicht beleidigst. Aber ich lese dir vor, bitteschön. Ich so. Beleidige. Kämpft gegen sie, Allah wird sich... Hör zu, bitte. Bitte ja, zuhören zu. An alle. Wir haben 250 ich Zuschauer. Ich bitte alle, bitte zuhören. So. Ja, okay. Kämpft gegen sie. Allah... Wer ist hier gemeint? Allah ist doch dein Gott, ne? So. Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Brüste von gläubigen Leuten heilen. Ist jetzt auch ein kannst Friedensruf? Du mir die Sure, also die, kannst du mir den genauen Standort der Sure nochmal sagen? Albaner, Sure 9, wir sind noch nicht, du bist noch nicht Albaner, ruhig bleiben, du bist gleich dran. Aber ich möchte doch mitkommen. Ich möchte auch wissen, worüber ihr da, wo genau ihr seid. Wo willst du denn hinkommen? Wir gehen nirgendwo. Leute, wir bleiben ich alle möchte hier. Das Gespräch verfolgen und ich habe es leider vergessen. Sure 9, Vers was? 14. Alles klar, danke. Okay, was bitte willst schön. Du lass dir auch bisschen Zeit, lass dir auch bitte Zeit, Alba. Ja? Weil die kommen gleich auch, zu dir komme ich auch gleich. So,
CBO, was ist damit gemeint? Also Friedensgruß, Salam Aleikum oder was ist damit gemeint? Baklava? Oder? Das hört sich an wie Kriegsrhetorik. Hallo? Was ist Essen, um es dir nochmal genau zu machen. Kann jemand irgendwie darauf eingehen? Was bedeutet das jetzt? Baklava ist Essen, ne? Kann bitte jemand darauf eingehen? CBO, ich warte immer noch. Nee, ich habe ja gesagt, Kriegsrhetorik. Mhm. Und das heißt? Das heißt, bitte definieren, das, für die Zuschauer, die verstehen das nicht. Das heißt, diese Bücher wurden in einer Zeit geschrieben, wo Krieg praktiziert. Okay, mit dir macht es keinen Sinn mehr zu reden, weil du bist ein Munafik, das heißt, du bist ein Heuchler. Ich passe nicht in dein Also, ich Bild. Wünsche dir noch einen schönen Abend, weil du bist ein richtiger Hetzer. Heuchler. Und du ich sage dir eins, Hetzer. Jedes Mal, wenn Shalom, du hier in den Stream kommst, das ist Volksverhetzung. CBO. Ich sage dir nur eins, CBO. Jedes Mal werde ich dich widerlegen, weil ich sehe, dass du ein ganz schlimmer Heuchler bist. Und deswegen wünsche ich dir noch einen schönen Abend. So, also, Albo, wo ist denn der? Alba, meine ich. Hi, ich bin hier unten, was geht? So, Alba, so, bitte keine persönlichen Fragen. So, Alba, ich bitte dich bitte. Nein, alles cool. Ach, lass bitte, mich, Alba, hast du doch erstmal vorstellen. Hallo, bitte Leute, schön. Wo sind wir denn? Bitte schön. Hi. Erstmal ein Hallo an die Runde. So, ja, ich bin der Albaner im Pyjama, wie es der Name sagt. Ich bin Albaner, aber was viele auch nicht wissen, ist, dass meine Mutter aus Serbien kommt. Dementsprechend ist das halt immer so eine Sache, halb Albaner, halb Serbe. Und ja, ich studiere die Methodik, beziehungsweise die Sozialwissenschaften. Und Historiker bin ich jetzt nicht unbedingt, aber sagen wir es mal so, ich bin recht belesen, sehr belesen, in allen drei Weltreligionen. Also sowohl das alte der Biblos im Allgemeinen, 1 bis 5 Buch Mose. Ja, Shalom, oder hast du jetzt hier deinen Gegner? Und die Reden. So. Und Shalomo, wenn ich jetzt deinen Namen richtig ausgesprochen habe, ne? Ja, Shalomos, ja. Shalom. Da ist kein A, sorry. Da ist kein A, da steht Shlomo. Shlomo. Okay, Shlomo. Alles cool, chill doch. So, Shlomo. Und Shlomo steht wirklich für Frieden, wollte ich nur sagen, ne? Also Shlomo steht tatsächlich für Frieden. Alles klar, cool. Bitteschön, du hast die Bühne. Nee, ich dachte, du möchtest jetzt auf mich komplett eingehen. Okay. Ich wollte jetzt die Fragen beantworten. gerne, kein Problem. Es war, okay. Wer ist Sahih Muslim? Sahih Muslim ist, ja, wie soll ich dir das jetzt leicht erklären? Kennst du ja gut aus, ganz einfach. Wer ist denn das? Ja, nee, ich kann jetzt weit ausholen oder nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Nein, Bruder, du lässt ihn ausreden. Nein, Kiptok. Nein. Ja, ich weiß. Er hat ja alles studiert. Er kennt sich ja mit der abrahamitischen Glaubensrichtung. Genau. Sieht gut aus. Er sagt jetzt, ich habe nicht alles studiert. Shalomom. So, ich war doch. Bist du Alban? Du möchtest jetzt eigentlich von mir wissen, wer Sahih Muslim ist. Mhm. Das ist. Ich weiß, dass du ganz googelst. Du hast nur gerade gegoogelt, weil du ein bisschen Zeit gebraucht hast. Gottes Willen, hör auf, mir sowas zu unterstellen. Vielleicht also, wieder darauf antworten. Das ist eine Sammlung von Hadithen. Hauptsächlich der Sunniten, nicht der Schiiten, das ist wiederum was anderes. Ne? Und ja, wenn du jetzt Sahih Muslim sagst, ja, Sahih von Bukhari, ne? Ja, das ist halt nichts anderes als eine Art Hadithenbuch. So, ne? Und die Hadithe, beziehungsweise die Überlieferungen, die Sahih oder Muslim sind, die sind glaubwürdig. Ne? Nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja. Scholmo, du bist unter mir. Normal müsstest du direkt was anderes antworten, aber ich werde dir nicht sagen mit Absicht. Sonst heißt es, ich wusste es. Deswegen lasse ich dir die Antwort. Schade. Ja, Bro, guck mal. So. So, Sahih Muslim ist also. Ich habe dir auch nicht gesagt, dass ich ein Muslim bin. Immer einer nach dem anderen, sonst wird es wirklich sehr, sehr unerträglich. Es ist sehr anstrengend, Leute. So, das heißt. Ich sage Bescheid, wenn ich sprechen darf. Solmu. Okay, du darfst erstmal nicht sprechen, Achi. Wir merken immer nur einzeln, weil sonst wird es wirklich. Wir kommen dann nicht mehr zum Punkt. Kein Problem. Dankeschön, Achi, dankeschön. So, Alba. Warte, wie nennst du? Albanerim. Okay. Nenn mich einfach nur Albaner, alles cool. Albaner, alles cool, Albaner. So. Sahih Muslim ist also definitiv authentisch, stimmt's? Größtenteils kann man dem nach der islamischen Glaubensrichtung, die Muslime können dem ja, Glauben schenken. Das sag ich mal so, ne? So, das heißt, du als bisschen Muslim, wenn ich fragen darf? Diesbezüglich mache ich keine. Aussagen. Dann brauche ich mit dir nicht weiterreden, weil ich rede nur einen, der ein wirklich ein Muslim ist, weil sonst macht das gar keinen Sinn. Ah, Leute, ich denke, wir dann werde ich nicht mit dir, dann werde ich nicht mit dir weiterreden. Ich rede nur mit einem Muslim. Darf ich deine Fragen beantworten? Also Alba, dann werde ich mit dir weiterreden.
So, Achi, dann ich mit dir weiterhin, Alba, dann hat es wirklich keinen Sinn mehr mit dir gehabt. Du hast jetzt so viel geredet um den heißen Brei. Du gehörst doch wahrscheinlich dem Judentum an, da kann ich dir doch auch mal ein paar Fragen stellen, oder? Ich stell mal ein paar Fragen. Achi, dann machen wir mit dir weiter. Achi, ist Sahih Muslim für dich authentisch? Geht denn hier ja weiter? Sahih Muslim ist eines der fünf wichtigen Hadith-Bücher der Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und gibt uns Auskunft darüber, dass, was er so gesagt hat, außerhalb vom Koran. Die Hadithe sind das, was er selbst gesagt hat, ohne dass es von Gott direkt ist, und der Koran ist Gottes Wort direkt. Und zur Scharia wollte ich was sagen, wenn ich darf. Kurz. Nein. Das ist ein anderes. Warte. Wir müssen langsam machen. Ganz kurz, weil ich will dir ja keine Bühne geben für ein komplettes Ding. Wir machen eins nach dem anderen. Ich war noch nie live. Alles gut. Ich habe mich nur genervt über ein paar. Alles gut. Kein Problem. Alles gut. So. Sei Sahih Muslim nimmst du definitiv an. Ja. Sehr gut. Kann ich dir was vorlesen? Gerne. Wir wollen mal so über das Zusammenleben. Wir müssen auch gucken, was in Zukunft passiert, weil wir müssen nicht mal von jetzt reden, also nicht von der Gegenwart. Wir müssen auch sehr, sehr oft auch über die Zukunft sprechen, weil wir reden immer von Palästina, Israel, Zusammenleben, dies, das, Islam, Judentum, Christentum, was auch immer. So, jetzt schauen wir mal, was dein Gott namens Allah so befiehlt, was er so dazu sagt. In Sahih Muslim Buch 41 Hadith 6985, Achi. Du kennst den, ich bin mir sogar sicher, dass eigentlich viele Muslime, die ich kenne, die belesen, die kennen das. Dann möchte ich von dir eine ehrliche Antwort, ich lese die vor. Ich lüge nicht, keine Sorge. Der Gesandte Allahs sprach. Hier wird von wem gesprochen? Von Mohammed, stimmt's? Ja. Von ich habe den Hadith nicht vor mir, aber wenn du sagst, dass der Mohammed steht, dann glaube ich dir das. Hier steht der Gesandte Allahs, aber damit ist ja Mohammed gemeint. Oder? Okay. Ja, genau. Nee, für die Leute nicht, dass sie denken, ich erfinde was, vielleicht geht es ja um Abraham oder Mose, also hier geht es tatsächlich um Mohammed. Nee, nee, so. Ich gehe erstmal davon aus, dass das Mohammed gemeint ist, sallallahu alaihi wasallam. Genau, weil nur Mohammed ist ja der Prophet eines Gottes, nicht Mosa oder nicht Moses. Er ist der letzte Prophet, Alle sind Propheten, aber er ist der letzte. Und er ist der Einzige, der an die Menschheit gesandt worden ist, während alle anderen zu bestimmten Völkern gesendet worden sind. Alles klar, so aus deiner Sicht, genau. Die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen und die Muslime sollen sie alle töten. Und wenn sich ein Jude hinter einem Stein oder einem Baum versteckt, so wird der Stein oder der Baum laut sprechen: O Muslim, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Was sagst du dazu? Ich habe den Hadith nicht vor Augen, aber es hört sich für mich so an, als wenn er von der Endzeit sprechen würde. Sehr gut. Kurz vor Yaum al-Qiyamah. Richtig, danke. In der Zukunft, genau. Danke. Ja, genau. Wenn das so ist, wenn du das so sagst, dass das so steht, dann glaube ich das erstmal und habe kein Problem damit. Ich habe auch kein Problem damit, mich generell zu allem zu bekennen, was authentisch vom Islam ist, sowohl im Koran als auch in der Sunna. Sehr gut. Das heißt, hier was steht? Hier steht ja tatsächlich, die Juden sollen alle getötet werden. Achi. Und steht da, dass die Muslime die töten? Ja, ja. Darf ich den auch? Du ziehst Sachen aus dem Zusammenhang, Bro. Das ist genauso wie mit dem Albaner, ich bitte dich als neutrale Person, die mit dem Islam nichts zu tun, bitte sei ruhig. Es ist ein Gespräch zwischen mir und Achim, weil er ist ein Anhänger des Islam. Ich bitte dich, Alba. Halt dich darauf. Ich fühle mich mit dem Islam verbunden, aber das, was das du. Das ist jetzt dein Problem, du philosophierst, das ist nicht mein Problem. Bitte halt dich zurück. Ich philosophiere gar nicht. Ich sag Albaner, ich werde mich jetzt stumm, weil ich mit dir nicht weiterreden werde. Dankeschön. Weil du kein Argument hast. Nee, das hat nichts mit Argumenten zu tun. Bitte, Albaner, ganz kurz. Atakan, mach erstmal deinen Hauptabschluss. So, Albaner, guck mal, wenn du jetzt nochmal dazwischen redest, werde ich dich kicken. Immer dein selbst Argument, der Hauptabschluss. Albaner, ganz kurz. Albaner, ist deine Shisha fertig? Bitte mach den neuen Kopf. Nur weil er Muslim ist? Dattelkopf, mach deinen Dattelkopf, dann rauch den weiter. So. Ey, sei mal etwas respektvoll, Junge. Wie redest du mit fremden Menschen so im Internet? Wir warten jetzt auf Achi. Was fällt mit dir falsch? Hey, Albaner, ich nehme mal ein paar Sachen im Lukas-Evangelium erzählen, was ich da gelesen habe. Ja, wir sind hier nicht beim Lukas-Evangelium. Lass ihn, Löwenherz. Das sind einfach nur Ablenken, weil die Angst haben vor der Wahrheit. Und bei mir sind die ganz falsch. Bei mir ist wirklich da Endstation. Da kann der Zoom jetzt weitersprechen. Ja? Bei mir ist aber Endstation. So. Schlomo, ganz kurz. Bitte schmeiß ihn dann runter, aber sperr ihn nicht direkt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ach, sorry, ich weiß gar nicht. Ach so, du kannst ihn einfach Verbindung trennen und dann kannst du ihn stumm schalten, aber nicht direkt sperren. Sorry, wusste ich gar nicht, wie das geht. Warte, ja, okay. Ich guck mal kurz. Wo steht eine Verbindung drin? Ja, ich mache ihn wieder frei, warte. Wo steht aber er ist ja jetzt unten. Mach weiter. Okay. Wir warten jetzt mal auf Achi. Die Frage ist jetzt, Kiptok, du bist ja auch Arabisch sprechend, ne? Ja, leider. Okay, warte, wir kommen gleich dazu. Achi, hörst du mich?
Hallo? Bitteschön, du hast jetzt die Bühne, geh bitte darauf ein und erklär mir. Ja, ich höre dich, mich? Ja, genau, ja, ja. Okay. Nee, ich bin kein Hadith-Wissenschaftler, aber ich kann dir sagen, dass das nicht um die Endzeit handelt, aber wenn es um die Frage geht, also ob doch nicht Endzeit, oder wie? Schlecht behandelt. Warte mal, also doch nicht Endzeit. Nein, nein, nein. Nein, nein, ich habe, hörst du mir zu? Ich habe gesagt, ja. Ich, von meinem bescheidenen Wissen, hört sich der Hadith so an, als wenn es um die Endzeit gehen würde, ah, okay. Weil wir für genau. die jetzige Zeit ganz klare Regeln und Regularien und Quelltexte haben, die uns erklären, wie wir mit Nichtmuslimen, unter anderem Juden, leben. Und wenn es darum geht, ob wir gerecht sind zu den Juden oder nicht, dann kannst du dir die letzten 1000 Jahre Geschichte unter islamischer Herrschaft ansehen, wo die Juden in Frieden okay. gelebt haben. Was ist jetzt damit gemeint hier? Kannst du mir bitte darauf eingehen? Ist es sehr friedlich, dass jeder Jude getötet werden soll? Hier steht, und die Muslime sollen sie alle töten. Alle Juden. Ist es okay, finde ich? Egal, ob es jetzt Zukunft, Gegenwart ist, spielt keine Rolle. Findest du das okay? Aber wenn man lies erstmal lesen und schreiben, weil das bringt ja nichts, wenn ich die Quelle zeige. Du kannst eh nicht lesen. Also, so, Achi. Erstmal lesen und schreiben, also das hat doch gar keinen Sinn ergeben, was du gerade gesagt hast. Achi, ja, was sagst du dazu? Es handelt sich ja in der Zukunft und da steht wortwörtlich, die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen und die Muslime sollen sie alle töten. Ja, guck mal, Achi. Das ist eine Prophezeiung, in der es darum geht. Es muss passieren, stimmt's? Passieren wird. Guck mal, ich habe den Hadith nicht vor Augen und ich bin kein Hadith-Wissenschaftler, aber von dem bescheidenen Wissen, das ich habe, weiß ich, dass es in der Endzeit einen Konflikt geben wird, bei dem die Menschen sterben werden. Bei dem nicht Menschen, hier wird speziell die Juden erwähnt. Geht bitte auf die Juden ein, bitteschön. Ja, ich habe keine Scham. Wenn im Koran steht, tötet das, ich habe kein Problem damit. Wenn im Hadith steht und der ist authentisch, tötet das oder macht das, ich habe kein Problem damit. Ich habe kein Problem mit der Scharia, ich bin offen, von daher... Stell Fragen, was auch immer du willst. Ich habe dir die Frage schon mehrmals gestellt. Findest du es okay? Ist das friedlich, was hier steht? Der Islam ist zu Zeiten friedlich und der Islam ist zu Zeiten nicht friedlich. Wer sagt, ach, dass so. Der Islam rund um die Uhr friedlich ist? Ah, okay. Interessant. Das heißt jetzt hier, ganz kurz nochmal, für die Leute, wo hier zuhören, bitte, bitte ganz kurz. Hier steht wortwörtlich, und die Muslime sollen sie alle töten. Bis die Muslime gegen die Juden kämpfen, und die Muslime sollen sie alle töten. Und wenn sich ein Jude hinter einem Stein oder einem Baum versteckt, so wird der Stein oder der Baum laut sprechen, O Muslim, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Findest du es nicht? Das ist schon sehr, 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 sehr grausam und wirklich Menschen verachten. Das ist schon so unmoralisch. Das ist einfach nur traurig. Wie kann man an sowas glauben? Ich dachte, Muslim bedeutet Frieden. Das ist sehr, sehr gut. Genau. Die sagen ja Frieden, Frieden. Falsch. Muslim bedeutet nicht und Islam bedeutet. Nein, es wird ja immer gesagt, dass Islam Frieden heißt. Das ist aber auch falsch. Ja. Islam heißt, ich glaube, Unterwerfung unter einem Gott, vor einem Gott. Einfach nur Unterwerfung. Salam, da steht Gott nicht Frieden. Mal. Nur Unterwerfung. Nur Unterwerfung, ja, da steht nicht mal Gott. Salam, genau. Heißt Frieden. Weil du kannst dich auch vor einer Kuh und auch vor einer anderen Statue unterwerfen. Also das steht genau. Nicht Gott oder sowas. Du kannst dich auch vor einen Stift unterwerfen. Also, und das ist eigentlich... So, Shlomo, ganz kurz, es wird jetzt wieder qualitativ hochwertig. Und los. So, wir steigen, das Niveau steigt wieder. Hey, ganz, ganz kurz. Falter, du bringst Stimmung rein. Ich küsse dein Herz, aber ich habe dir von Anfang an gesagt, die wollen sich nur lustig machen, die wollen nicht reden. Bitte küss keine Herzen, wir möchten einfach nur die Quelle, das Herz des Korans, das Herz des Glaubens steht hier. Alle Juden sollen getötet werden, Veit. Kannst du bitte darauf eingehen? Guck mal, wie oft habe ich mit dir darüber geredet? Ich habe dir gesagt, es ist nicht okay und es ist radikal, was da steht, was du da gerade sagst. Und ich habe dir gesagt, aber der richtige Islam, nicht was du da vorliest. Das stimmt nicht. Das ist der Islam. Dann lese mal aus dem Koran direkt. Nicht böse, bitte. Nicht böse gemeint. Nicht böse gemeint. Alles gut. Kannst du bitte deinen Koran kurz holen von zu Hause? Lass mich doch mal ausreden. Du hast ja einen Koran, bitte. Lass mich doch ausreden. Nein, Veit, ich gebe dir keine Bühne für deine Heuchlerei. Ich möchte hier eine Aufklärung machen. Warum? Ihr sagt in den Streams, Islam ist Frieden. Und das glaube ich dir nicht. Und die Leute sollen wissen. Er macht euch lustig. Veit, ich bitte dich. Und diskriminiert und führt zu Hass. Was ist eine Diskriminierung? Kannst du mir erklären, was eine Diskriminierung ist? Dass du versuchst, uns schlecht zu definiere mir bitte Diskriminierung jetzt, bitte. Guck mal, dass sie versucht, Diskriminierung ist, dass du uns böse stellst. Dass du uns als Menschen. Was, ein was stellst? Weil ich habe es nicht verstanden. Ein was stellst? Kannst du nicht mal hören? Dass du uns als böse darstellen willst.
als böse darstellen willst. Ja, du versuchst die ganze Zeit uns, ich rede gute Sachen, du drehst meine Wörter, du drehst alles, was ich sage. Und ihr macht euch die ganze Zeit lustig, aber Gesicht zu Gesicht hattest du dich nicht getraut. Okay, ich habe Angst von dir, genau. Nein, ich habe nicht gesagt, dass du, aber das hattest du dich nicht getraut. Du, eine Diskriminierung ist, guck mal, ist eine Form der Ungerechtigkeit. Wie alt bist du denn eigentlich? Wie alt bist du eigentlich? Hallo, kann ich dir kurz erklären, was eine Diskriminierung ist, weil du verstehst, dein Wortschatz ist nicht so ausgeprägt. Guck mal, ich sag's dir nochmal, der Veit. Du hast vorhin über Rassismus gesprochen, du weißt nicht, was Rassismus ist. Du redest über Diskriminierung, du weißt nicht, was Diskriminierung ist. Ich erkläre es dir nochmal, Veit. Ich bitte dich wirklich. Hier steht eindeutig, dass alle Juden getötet werden sollen. Bitte okay, geh darauf ein, Veit. Ich hab dir darauf geantwortet, aber du hörst wohl nicht. Soll ich dir aus dem Koran genau dasselbe zeigen? Guck mal, ich hab dir gesagt, nicht alles. Soll ich dir aus deinem friedlichen alles, Koran. Okay, nicht wir machen es direkt. Was ich nicht gelernt habe. So, hast du einen Koran bei dir, Veit? Nein, leider nicht. Du, hast du keinen Koran zu Hause? Darf ich dazu was sagen? Hast du keinen Koran zu Hause? Habe ich dir doch gerade gesagt, hörst du schlecht? Hast du einen Koran zu Hause? Nein, sag dich doch. Aber ich ein Muslim, der keinen Koran zu Hause hat? Das höre ich zum ersten Mal. Guck mal, willst du dich die ganze Zeit lustig machen? Bitte hol deinen Koran, ich gebe dir die Verse und dann machst du die Kamera an, und damit die Leute nicht denken, ich lüge. So, bevor du aber den Koran holst, ja, musst du erstmal eine Gebetswaschung machen. Das weißt du selbst, heißt Wudu, Veit, ne? So, nee. Ich bitte dich, bitte, ich gebe dir auch die Zeit, ich rede so lange mit Achi. Warte, ist er noch da überhaupt? Oder ist er weg? So, ist also weg? Dürfte ich mal zu dieser Thematik was sagen? Löwenherz, der Achi ist weg. Guck mal, du drehst alle Wörter, Moment, die ich gesagt Moment, habe. Moment, ja, Moment, Moment, ich hole ihn hier, bitte. Ach so, ich dachte schon, wo ist denn der? Ja, er ist wieder da. Okay, Achi, weil ich warte ja so, wollte ja irgendwie was gucken oder sowas. Nee, ist nicht wieder da, ich habe ihn doch eingeholt. Was ist das? Die wollen Achi, frag nochmal an. Achi, frag nochmal an. Ja, hier ist er. Okay. Hi, hört man mich? Kannst du mir den Koranvers vorlesen? Irgendwie fliege ich die ganze Zeit raus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ja. Veit, weil ich möchte nicht, dass Veit flüchtet. Das ist mir sehr, sehr wichtig, Achi. Ich glaube dir. Ich bin nicht mehr da. Veit, bitte kannst du den Koran holen, weil ich weiß, dass du einen hast. Bitte kannst du. Ich höre, ich habe keinen. Guck mal, wieso sollte ich dich anlügen? Aus welchem Grund? Ich kann auf YouTube gehen. Ich kann auf. Sehr gut. Geh mal auf YouTube. Ich gebe dir die Koranverse, okay? Warte. Ich kann dir über 20 Verse geben mit direkter Tötungsbefehle. Also ich meine mit Baklava und so, ne? Also nicht so, das ist metaphorisch natürlich. Warte, ich muss dann raus, warte kurz. So, Achi, hörst du mich? Ah, der ist wieder weg. Wenn ich auf YouTube gehe, kann ich dich dann nicht mehr hören, du mich auch nicht. Aber Veit, du bist doch zu Hause, oder? Ja, ich bin zu Hause, sag ich nur. Wie kannst du zu Hause keinen Koran haben? Guck mal, was interessiert dich das? Bist du so radikal, dass es sein muss? Kannst du mir erklären, was radikal bedeutet? Kannst du mir definieren, was radikal bedeutet? Das bedeutet, dass du ein Menschenhasser bist, dass du nach deiner Religion tötest oder umbringst. Jetzt google ich mal, ich erkläre dir jetzt, was radikal ist. Weil du definierst alles total falsch. Du guck mal, du bist nicht so mächtig. Du bist der deutschen Sprache nicht so mächtig. Guck mal, bevor du was sagst, überleg gut nach. Google erstmal, bevor du was sagst, weil du bist zwar ein Tick besser als Atakan. Du bist zwar besser als Atakan, aber du bist, es geht schon in der Richtung. So. Ich habe alles aufgenommen, was ihr geredet habt, wie ihr euch lustig genommen gemacht habt, und das geht heute oder morgen noch zur Polizei. Kannst du mir mal erklären, warum? Okay. Kann er nicht, das ist das Problem. Du wirst zur Polizei gehen. Weißt du, das Problem ist, die Polizei wird dich anzeigen, weil du eine Religion hast, die sowas befiehlt. Nicht mich. Also bei euch steht okay, töten, Juden, das, nicht ich. Das. Weil der, er will, hat mir das selbst gesagt, ich werde dich morgen im YouTube reinstellen, wir werden uns lustig machen. Er hat machen. Das nicht gesagt. Wann hat ich er gesagt, das? Dass er dich in YouTube reinstellt? Du hast es nicht gesehen. Was, warte wer mal, ich? Was denkst du, wer du bist, dass du jetzt morgen in YouTube reinkommst? Veit, ganz kurz, wenn du in YouTube bist, sag dir nur eins, YouTube wird schließen, weil du bist so uninteressant, ich glaube, keiner wird dir dein Video anschauen. Können wir mit den Sagen weitermachen, bitte? Also die ganze Zeit hat mir gesagt, komm hoch, du bist sehr interessant, ohne dich geht's nicht, hat man mir die ganze Zeit gesagt. Alles klar, wir müssen jetzt weitermachen, ja? Okay, bitte lies mir den Vers vor, den du gemeint hast. Oder sag mir die Koran. Meinst du Sahih Muslim, was ich vorgelesen habe, oder? Ach, ich höre dich nicht. Du darfst nicht von der App nicht rausgehen. Wenn du von der App rausgehst, hört man dich nicht. Ach so. Du darfst, Leute, guck mal, ganz, ich gebe dir nur für die Zukunft. Okay, egal, dann lies einfach vor. Soll ich dir jetzt den Hadith vorlesen?
Oder was möchtest du jetzt? Den Koran. Ich habe nicht gewusst, dass meine Stimme weggeht, wenn ich die App schließe. Alles gut, deswegen habe ich es erklärt. Alles gut. Okay. Dann ist aufgenommen, super. Dann muss ich mich darauf verlassen, dass du den richtigen Vers vorliest, weil ich kann das gerade nicht überprüfen, ich bin draußen. Aber alles gut. Nee, also ich habe keinen Grund zu lügen und vertraue mir. Ich habe keine Lust. Und, ja, so. Ich habe den Koran gerade vor mir. Im Gegensatz zu Fight habe ich einen Koran, ja. Und Sure 9, Vers 14. Kämpft gegen sie, Allah wird sie durch eure Hände strafen. Sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Herzen von gläubigen Leuten heilen. Was ist damit gemeint, Achi? Okay, also, weißt du es oder soll ich es erklären, als ob du es nicht weißt? Oder, okay, auf jeden genau. Fall jetzt. Erklär es mir, als würde ich es nicht wissen. Genau. Okay, also der Vers wurde in Kriegszeiten herabgesandt. Der Krieg hat begonnen, nachdem der Vertrag von Hudaybiyah gebrochen worden ist. Die Muslime hatten einen Vertrag. Ja. Den sie in Hudaybiyah abgeschlossen haben, weswegen er so heißt. Und das war ein Friedensvertrag, der für 10 Jahre Gültigkeit haben sollte. Die Quraysh haben diesen Friedensvertrag gebrochen, indem sie Leute, die unter diesem Schutz standen, angegriffen haben. Das heißt, dieser Vertrag wurde in diesem Sinne oder in dieser Situation gebrochen. In dem Moment hat Allah die Gläubigen dazu aufgefordert, zu kämpfen gegen jene, die den Vertrag gebrochen haben. Und wenn wir, also die ganze Sura ist eigentlich ziemlich... ja, alles gut, kein Problem. Das heißt, wir haben jetzt eine Sache geklärt. Du sagst, das war in der Vergangenheit, stimmt's? Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt an alle Leute, wo hier zuhören, bitte, wir haben 330 Zuschauer. Wir haben jetzt geklärt. Ich habe Ihnen eine Koransure gegeben, also ein Vers, eine Ayah. Hallo. Und er sagt, das ist die Vergangenheit. Ich sage nicht, dass er heute nicht mehr gültig ist. Ich sage, dass dieser... Ach so. Atakan, bitte, ich bitte dich. Atakan, rauch die Shisha weiter und stumm dich jetzt. So, Achi, nochmal bitte. Was hast du gesagt? Dieser Vers wurde in einer Kriegszeit offenbart und gibt uns darüber Auskunft, wie wir zu verschiedenen Situationen mit verschiedenen Situationen umgehen. Das heißt, das kann man auch in Zukunft anwenden, stimmt? Wenn die Situation eintrifft, dann ja. Beispiel. Sehr gut. Danke. Ich bedanke mich für deine Ehrlichkeit, Achi. Das heißt, zwischen... Als Beispiel, wenn jetzt ein Glaubenskrieg ist, ja, zum Beispiel jetzt gegen, wie jetzt zwischen Palästina, also zwischen den Muslimen und den Yahud, dürfen die das anwenden? Ich habe eine Frage, was willst du denn jetzt eigentlich mit dem Vers bezwecken? Also bitte stumm dich nieder, es ist sehr unhöflich, stumm dich bitte. Ich habe alles aufgenommen. Ich habe alles aufgenommen, was da geredet ist. Ich nehme immer noch bis jetzt alles auf. Schlomo, nimm mal gleich Nidal auch auseinander. Ich nehme euch alle auseinander. Ich stecke euch alle meine kleinen Hosen. Löwenherz, danke. Löwenherz, deswegen wolltest du mich drin haben. Also das, was du da vorgelesen hast, das wird... Weiter, du weißt doch, wir brauchen Action. Warte, ganz, stopp. Was hast du gesagt, Nidal? Ich habe gesagt, das, was er gerade vorgelesen hat, wird inshallah, ya Rab, so genau so passieren. Dann, schau mal, frag doch mal die Israelis, warum die Flughäfen. So, Nidal, ganz kurz, Nidal. Ich möchte jetzt nur mit dir reden. Nidal, ist doch okay, hör mal zu, ganz kurz. Ich möchte jetzt nur mit dir reden. Nidal, ich hab's verstanden. Bitte, es ist unhöflich, sonst muss ich sie stummen. Nidal, ganz kurz. Ich möchte nur mit dir reden, okay? Weil du bist sehr ehrlich. Was hast du gerade gesagt? Guck mal, übersetzt mal. Für die Leute, die kein Arabisch können, du hast gesagt, Inshallah. Israelis, warum? Nidal, kann ich bitte ausreden? Nidal, guck mal, Nidal, ich werde dich kicken, wenn du unhöflich mich, guck mal, du willst mich, hallo, Nidal. Schlomo, du kannst ihn gerade nicht kicken, weil ich habe die Funktion wieder nur auf mich, damit ich das so ein bisschen geregelt kriege. Alles gut. Sag mir, bitte. Warum die Flughäfen wie Festungen gebaut sind in Israel. Sag Nidal, bitte. Nidal, bitteschön. Bitte. Du hast gerade eben gesagt, Inshallah wird was passieren, Nidal? Genau das, was er vorgelesen hat im Koran. Ich stehe hinter jedem einzelnen I-Punkt im Koran. Okay, dann sage ich an alle 350 Leute, bitte. Sprache, Nidal, ganz kurz. Ich lese kurz vor, was Nidal gemeint hat. So, er meint Sure 9, Vers 14. Kämpft gegen sie. Vers im Koran. Genau, das ist der Koran. Ich glaube, du weißt, was eine Sure ist, oder? Ich bin Araber und weiß definitiv, was eine Sure ist. So, Sura Uaya. Sahih. So, bitte nicht von der App rausgehen, Nidal. Man hört dich sonst warum, nicht. Warte mal, SABC. Was meinst du mit Rede bitte Nidal. Nicht ohne Wissen? Nidal, bitte, bitte konzentrier dich nicht auf die Kommentare. Entspann dich mal, was denkst du, wer du bist, Junge? Nidal, hier steht, kämpft gegen sie, Allah wird sich durch eure Hände strafen. Hoffentlich wird das so sie passieren.
Genau, Hoffen, du bist dafür, ja, dass Allah hier befehlt. Ich bin dafür, dass die Europäer, die sich Israelis nennen, die auf meinen Boden mit ihren Gesetzen regieren, sich da wieder verpissen. Absolut, genau, Nidal. Bin ich, klar. Okay, dein Nidal, dann würde ich mal sagen, an alle 340 Leute. Ey, was willst du denn? Leute. Willst du mir jetzt Angst machen? Oder? Ich habe dir doch 500 Mal ins Auge geguckt, der Tod. Nidal, alles in Ordnung. Kann ich bitte reden, Nidal? Es ist ein Dialog und kein Monolog. Ich bitte dich. So, an alle 300. Willst du mir Angst machen oder was? Nidal, kann ich aussprechen? Möchtest du alleine reden? Nidal, möchtest du alleine reden? Ja, und jetzt? Komm doch direkt vorbei, mach mir doch Angst vor. Okay, dann stumme ich mich und dann kannst du die ganze Zeit mit dir selbst reden. So, bitteschön. Ja, weißt du, wie ich das? Ich stehe hinter dem Koran 100%. Und hoffentlich werden die Israelis mit meiner Hand bestraft. Mit meiner Hand. Hoffentlich, komm. Hob, lass ihn. So, Nidal, was willst du mit den Israelis machen? Bitte nochmal, bitte. Die geben sich an, als wären die Gottes Volk. Weißt du, und dabei ist der Koran in meiner Sprache, dabei sind wir Gottes Volk. Wir haben alle Völker erhoben. Wer hat euch Sprechen beigebracht? Es gibt keine Sprache auf der Welt, die gar keinen arabischen Einfluss hat. Es gibt keine Wissenschaft auf der Welt, die keinen arabischen Einfluss hat. Aber ihr habt alle gar keine Ahnung. Sehr gut. Nidal, ich möchte von dir jetzt lernen. Kannst du mir zeigen, was seit wann ist das arabische palästinensische Volk? Kannst du mir eine Quelle geben? Gar keinen Menschen, nur dich selbst. Nidal, kannst du mir bitte eine Quelle geben, wie lange schon das palästinensische... Ja, der ist jetzt weg. Der wollte nur seine Bühne. Schade. Schade. Kannst du weiter fragen? Schade, auf so eine Person habe ich gewartet. Genau. Schade, komm Achi. Bitte hoch. Ja, bitte. Genau. Achi, deswegen habe ich Jakob ausreden lassen, weil er hat alles, was im Herzen war, gesagt und das finde ich auch gut so. Er war sehr ehrlich und ich hoffe auch, dass er angezeigt wird. So. Ja, das machen wir schon. Und der Verfassungsschutz, der hört sowieso alles mit, deswegen super. Und der Mossad und CIA hört auch bestimmt zu. So. Also Achi, zurück zum Thema. Oder? So, Hamas. Distanzierst du dich von Hamas, Achi? Guck mal, diese Frage nach der Distanzierung zu stellen, muss man moralisch erstmal über einem stehen oder zumindest auf einem Level stehen. Man muss erstmal selbst alles tun, alles distanzieren, was Israel getan hat. Distanzierst du dich erstmal von Hamas, dann reden wir über Israel, kein Problem. Die Frage kann man nur stellen, wenn man moralisch über einem ist. Aber wenn jemand unter einem ist moralisch oder nicht auf einem Level moralisch... Kannst du bitte auf meine Frage eingehen? Okay. Also wir reden danach über Israel. Ja, bitteschön. Von der Verteidigung. Es gibt ein Ja und Nein. Was ich verurteile, ist unschuldigen Tod von jedem. Okay, aber das heißt, du distanzierst dich jetzt von Hamas oder nicht? Nein, natürlich nicht. Warum okay, natürlich nicht. An alle 380 Leute, bitte meldet ihn. Meldet bitte seinen Account. Er ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Er ist für islamistischen Terrorismus. Er befürwortet islamistischen Terrorismus, genau wie die IS. Er sagt, er distanziert sich nicht von der Hamas. Das heißt, wenn die Menschen enthaupten und töten Unschuldige, er ist dafür. So, Achi, das haben alle gehört, was du gesagt hast. Jetzt gehen wir weiter. Möchtest du, Achi, dass Hamas komplett Palästina, also komplett Israel übernimmt und danach einen islamischen Gottesstaat draus macht? Ich habe gedacht, wir führen eine ehrliche Unterhaltung, wo ich die ehrlich antworten kann und du mir ehrliche Fragen stellst. Aber genau. Hamas möchte ja Israel komplett übernehmen. Es soll kein Israel mehr geben. Das heißt, nur noch Hamas soll regieren. Das heißt, es entsteht dann einen islamischen Staat. Bist du auch dafür? Also, erst zwei Sachen. Erstens. Johann, kannst du dich bitte stummen? Irgendjemand ist sehr, sehr laut. Bitte, Johann, stumm dich mal. Erstens, okay. Ich bin dafür, dass die Palästinenser ihr ganzes Land zurückbekommen. Ja. Zweitens, ich bin dafür, dass die Scharia umgesetzt wird. Das ist meine Meinung. Das ist, absolut. Ich finde, Scharia ist besser als eine andere Lebensweise. Wenn du andere Argumente dagegen hast, können wir darüber diskutieren. Ich finde es nur falsch, dass man jemanden in eine Position drängen möchte oder irgendwie drohen möchte. Ich finde das, ich habe gedacht, wir sind ehrlich einfach, offen, beantworten Fragen auf locker, sage ich mal. Aber nicht in diese Form von, machst du das, jetzt haben wir dich. Sehr gut. Achi, nee, guck mal, ganz kurz mit, ich hab dich, das ist alles kindisch. Ich komme nur mit deinen Quellen, mehr nicht. Was du glaubst, guck mal, an was du glaubst, Achi, an was du glaubst, ist deine Sache. Aber ich sag dir nur eins, es wird hier mitgehört. Verfassungsschutz hört genau hin, weil wir reden hier über Israel, wir reden hier über Hamas, eine islamistische Terrororganisation. Wenn jemand sagt, ich bin dafür, dann passiert mit dir genau, was mit Barello passiert ist, sage ich dir jetzt schon. Aber du bist ehrlich, bleib dabei, zeig mit dem Finger nach oben, sag Allahu Akbar und dann wirst du sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Aber das ist deine Meinung, Achi. Bitte sei du offen. Und nicht irgendwie mit einer Agenda im Hintergrund, sondern einfach nur ein ehrliches Gespräch mit Fragen und Antworten. Wenn du ehrlich mach ich ja die ganze Zeit. Ja, ich hab irgendwie gerade gehört, ey, meldet den, mach das und das. Und ich hab gedacht, hey. Ich muss sagen, dass man dich meldet, weil du bist für IS. Weil islamischer Staat und Hamas ist genau dasselbe, das weißt du ja selbst. Hamas ist was anderes als IS. Und zweitens, ich habe gesagt, ich möchte, dass Palästina sein Land zurückbekommt. Ist das falsch? Oder möchtest du das nicht? Okay.
Alles klar. So. Du bist für Hamas. Was? Verdreh deine Wörter nicht. Du hast gesagt, du bist für Hamas. Du bist hier reingekommen, wo ein X auf Hamas ist. Ein was? Ein X. Siehst du das auf dem Bild? Da ist ein X. Okay, weiß ich nicht. Ah, ja, weißt du überhaupt, was Hamas ist? Weißt du das überhaupt? Weißt du, was Hamas überhaupt macht? Ja. Hamas ist eine... Er weiß genau, was Hamas macht. Vertrau mir, Hope, er weiß genau, was Hamas macht. Deswegen bin ich ja hier, weil ich habe genau die richtige Medizin. Ich weiß genau, an was sie glauben und vertraue genau, was Hamas ist und was Hamas macht. Deswegen... Fragen. Nur ich bitte um Aufrichtigkeit, okay? Ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Genau. Nein, ich sage jetzt nichts gegen dich. Ich habe nur jetzt mich gerade gewundert. Hey, ich bin das erste Mal live, beantworte ehrlich Fragen und dann kommt, hey... Mach das und das. Ari, ich muss das leider sagen, weil es ist, wie gesagt, wenn man für Terror ist. Du sagst, du musst das, du hast es jetzt einmal gesagt, alles gut. Ich kann auch weiterhin fragen. Ganz kurz. Ari, wenn du tatsächlich keine Konsequenzen möchtest, du musst dich klar davon distanzieren, du machst das nicht. Richtig. Wenn du das befürwortest, auch so gern ich dir zuhöre und du auch ruhig redest, wenn du das befürwortest, dann ist es keine andere Wahl, als sowas zu sagen, weil das ist eine Straftat, du darfst sowas nicht machen. Aber du kannst keine Terrororganisation unterstützen, egal wie sehr du den Islam verehrst oder was auch immer, du musst dich davon distanzieren. Wenn du das nicht machst, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Okay, dann darf ich jetzt auch eine Frage stellen? Ja, bitte. Distanziert ihr euch von der 75-jährigen Okkupation Israels und den Morden an den Palästinensern und dem Landraub und der Ungerechtigkeit? Was hat das jetzt mit der... Guck mal, es geht darum, was ist eine Straftat in Deutschland, was ist eine anerkannte Terrororganisation. Es ist mir jetzt nicht bekannt, dass, egal ob die israelische Regierung immer richtig gehandelt hat oder falsch, dass die israelische Regierung eine Terrororganisation ist. Okay. Also ich weiß nicht, wovon wir jetzt gerade reden. Wir schweifen ein bisschen. Also es ist richtig. Deine Sache. Ich habe dich jetzt quasi... Ich wollte, damit du keine Konsequenzen hast, dich auf den richtigen Weg bringen. Wenn du jetzt das ablehnst und trotzdem immer noch dahinter stehst, ohne dass ich dir jetzt die Chance gegeben habe, dass du dich distanzieren kannst, öffentlich, dass das alle hören, ja, dann tut's mir leid. Mehr kann ich dir nicht helfen. Entschuldigung. Nee, guck mal, ich mag es ehrlich zu antworten und ich erwarte das auch vom Gegenüber. Und wenn ich sage, ich distanziere mich nicht, dann habe ich die Erklärung dazu gegeben. Genau, und deswegen muss ich auch leider sagen, Leute, alle bitte melden. Und ich hoffe auch, du wirst angezeigt, weil das ist, wie gesagt, eine Befürwortung einer islamistischen Terrororganisation. Also, da muss man leider... Ich zeig dich persönlich an. Weil das geht gar nicht. Achim, tut mir leid, es geht gar nicht. Stell dir mal vor, jemand ist hier oben und sagt, IS ist genau richtig. Warum würden wir das nicht vorstellen? So schlecht. Atakan, rauch deine Shisha weiter, bitte. Atakan, ruhig. Können wir weitermachen? Können wir bitte Fragen stellen? Eiri, unter mein Eiri. Atakan, bitte stumm dich. Das heißt Penis. Nein, wollen wir nicht. Atakan, ruhig bleiben. Ich bin über dir, schau, du bist unter mein Eiri. Atakan, hast du homosexuelle Tendenzen? Stehst du auf Glück Männer? Kommt, Leute, ich möchte ein ehrliches Gespräch. Also ich kann euch auch vorlesen, Gefühl, was mit Homosexuellen im Islam passiert. Könntest du machen. Was bringt Kopf ab. Ja, du dann bist dann ein Kopf kleiner. Aber wir bleiben jetzt sachlich bei meinem Achi. Okay. Über Homosexuell ist gerade ein anderes Thema. So, Achi, hörst du mich so? Das heißt, du distanzierst dich nicht. Allah has Daisy. Nochmal? Atakan, bitte. Es gibt Tabletten für ADHS. So. Achi, das heißt, du distanzierst dich nicht von der Hamas. Das ist eine islamistische Terrororganisation. Sie möchte die Scharia einführen. Sie will Israel vernichten. Terrororganisation? Wie bitte? Was ist eine Terrororganisation deiner Definition? Eine Organisation, die sich selber quasi, also den Islam zusprechen. Ja, sie sind ja islamisch überzeugt, also von dieser Ideologie. Free Palestine. Okay. Also die Definition von Terror ist die Überwindung materieller Barrieren zur Umsetzung politischer Ziele. Okay, das ist erstmal die Definition. Löwenherz, kannst du die bitte stummen? Also sehr anstrengend, wirklich. Da kommt immer wieder ein Clown rein und reden dazwischen. Ich wollte euch Qualität reinbringen, Entschuldigung. Free Palestine wird definitiv als Überwindung materieller Barrieren... Kannst du bitte leise sein? So. Wenn wir die Definition geklärt haben, was Terror ist, dann müssen wir die israelische Regierung als Terrorstaat bezeichnen, weil sie Barrieren überwindet, um politische Ziele umzusetzen. Ari, nochmal. Das, was Hamas macht, ist absolut menschenverachtend. Sie möchten die islamische
Scharia einführen. Und wir haben gerade geklärt, was möchte die Scharia? Die Scharia möchte auf jeden Fall das, was der Rest der Welt nicht möchte. Das möchten weder Hindus, das möchten weder Buddhisten, das möchten weder Christen, weder Juden, das möchten weder Atheisten. Kein Mensch auf dieser Welt will die Scharia. Und glaub mir, es gibt sogar viele Muslime, die wirklich einfach nur entweder ahnungslos sind, unwissend sind, die die Scharia auch nicht wollen. Ja, gibt es tatsächlich auch, aber weil die halt nur, wie gesagt, ahnungslos sind. Jeder, der nur ansatzweise weiß, was die Scharia ist, wird sie ablehnen, weil sie menschenverachtend ist. Ich habe vorhin was gefragt. Was passiert, wenn wir die Scharia haben in Deutschland oder in Palästina? Wir reden jetzt von Palästina und Israel. Hamas gründet Palästin. Und Palästin wird nicht demokratisch sein, stimmt's? Warum ist Demokratie was Besseres? Nein, ich frage dich. Palästina wird nicht demokratisch, das heißt die Staatsführung... Wird nicht demokratisch sein, das stimmt. Das wird islamisch sein, laut Hamas. So, das heißt die Scharia wird dort herrschen, stimmt's? Ja. Was passiert denn in der Scharia, also im Namen, also islamischer Staat Palästina, was passiert mit einem Muslim? Es gibt keinen Alkohol, kann ich kurz, meine Frage ist noch nicht fertig. Was passiert mit einem Muslim in der Scharia, der den Islam verlässt? Dazu gibt es Regelungen. Du meinst das Apostasiegesetz, dass es auch im Judentum und im Christentum gibt? Das hat mit Juden und Christen gerade nichts zu tun. Die bleiben nur beim Islam, bitteschön. Genau. Erstmal schön Apostasiegesetz ist an, dass wenn jemand den Glauben verlässt, dass er die Todesstrafe zwölgert. Aber das folgt nicht direkt, sondern es gibt eine Frist, über die... Wie lange geht die Frist? Weil ich kenne die Frist. Wie lange geht die? Da gibt es Meinungsunterschiede. Kann ein paar Wochen sein. Aber in jedem Fall geht es darum, dass demjenigen, der das tut, weil ihn muss sich vorstellen, welche Konsequenz das hat und welche Idee man dahinter hat. Es geht darum, dass jemand laut ausspricht, ey, ich will kein Muslim mehr sein, ich bin kein Muslim. Und nachdem auf ihn eingeredet worden ist, dass er das weiterhin propagiert. Dabei kann er, wenn er einfach leise sein, als Heuchler weiterleben oder den Staat verlassen. Aber wenn jemand im Staat leben will und weiterhin Wahnsinn. Das tut, ey, ich verlasse den Staat. Also Ari, ich hätte nicht gedacht, dass du so heuchlerisch. Ich dachte, du bist ehrlich. Also wirklich, ich bin da ein bisschen enttäuscht. Erzähl mir. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also du hast jetzt so weit philosophiert, ohne eine Quelle einzugehen. Also ich finde es sehr schade. Also ich komme immer mit Quellen und ihr kommt irgendwie nur mit Philosophien. Mit Glaub mir, Bruder. Alles gut, nein, ich weiß es. Deine Quelle ist immer Glaub mir, Bruder. Also ich finde es sehr, sehr schade. Nein, guck mal. Bitte glaube mir, wenn ich dir sage... Ari, ich glaube dir nicht, weil ich mit Muslimen sehr viel zu tun habe und gerade theologisch. Und sie lügen extrem viel, um den Leuten zu zeigen, dass der Islam friedlich ist. Und ich sage dir, ich gebe dir sofort die Quelle. Darf ich mal dich was fragen? Nee, darfst du nicht. Du hast gefragt, ob du darfst. Ich sage, nein, darfst du nicht. So, Ari, das heißt, wenn ich dir jetzt eine Quelle gebe, was passiert, und die kommt von Ibn Abbas, sagt es. Nicht ich sage es, Ibn Abbas sagt es. Und wer ist Ibn Abbas für die Leute? Wer ist denn das? Okay, er ist ein wichtiger Gelehrter. Okay, weiter. Erzähl, du wolltest, warum bin ich ein Heuchler? Das habe ich nicht verstanden. Sag ich dir. Du sagst, es gibt eine bestimmte Frist, aber es gibt Unterschiede. Welcher Gelehrte sagt denn ungefähr ein Monat, zwei Monate oder wie auch immer? Wer sagt denn das? Kannst du mir eine Quelle geben? Ich habe gesagt, es gibt Unterschiede oder es muss ausgelegt werden, wie lange diese Frist ist. Ich weiß das nicht im Kopf und ich bin draußen hier am Handy, kann nicht mal die App verlassen, um irgendwas nachzuschauen. Ich brauche noch nicht mein Handy, ich habe alles im Kopf. Okay, das ist schön. Ich kann dir nur sagen, definitiv ist es so, es gibt eine Frist, mit der ihm in dieser Zeit wird mit ihm darüber gesprochen, weil der Islam ist das Einzige, das beweist hat, also macht es keinen Sinn, den Islam zu verlassen. Erstmal so viel dazu. Der Muslim ist davon überzeugt, dass es nichts Richtiges gibt, außer den Islam. Und wenn derjenige den Islam verlässt und das nach öffentlich propagiert, dann gilt das da als Verletzung der öffentlichen Ordnung, nenne ich das mal. Okay, wir machen jetzt weiter. So, das heißt, wenn ein Muslim in der Scharia den Islam verlässt, was passiert mit ihm? In letzter Konsequenz ist die Todesstrafe das, was er bekommt. Okay. Findest du es normal, dass man getötet wird, nur mal, wenn den Glauben verlässt? Guck mal, weißt du, ich würde gerne ehrlich antworten, nur das Problem ist, wenn ich ehrlich antworte, dann kommen wieder direkt hier drei, vier Sätze, ruft, macht Screenshot, macht so und so. Nein, das wird automatisch schon aufgenommen. Es wird alles hier aufgenommen, es wird auch schon abgehört, aber du kannst ehrlich sein, weil du bist ein Muslim, du darfst ja nicht lügen. Das ist doch schade. Also natürlich habe ich kein Problem damit aufgenommen zu werden, aber diese Agenda, die hier gefahren wird, es gibt hier keine Agenda, jeder redet hier, wir sind alles wirklich, wir haben alle verschiedene vielleicht politische Sichten, Einstellungen. Bis hinten perfekt. Ja, perfekt. Das heißt, wenn in Palästina die Scharia herrscht, Achi, und wir haben ja gerade eben vorgelesen, was passiert, ich kann die auch sogar vorlesen, also das ist von Sunan an-Nasai,
Es ist Sahih. Du weißt, was die Einstufung Sahih bedeutet, ja, ne? Auf Arabisch. Sahih. Du kannst ja Arabisch, Achi, oder? Ja, aber du musst schauen, der Gelehrte entscheidet, ist das ein Thema, das in die Scharia reinkommt, oder ist es eine Prophezeiung, okay, für einen. Du hast aber zugegeben, ganz kurz, bevor wir jetzt nicht philosophieren, du hast selber gesagt, die Todesstrafe, wenn jemand den Islam verlässt. Jetzt stell dir mal vor, in Palästina. In der Konsequenz, ja. Außer er tritt zurück und lässt mit sich reden. Will aber nicht. Er möchte den Islam nicht. Ja. Punkt. Okay, dann ist das die Strafe. Genau, die Strafe ist die Todesstrafe. Ja. So, jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt das Land Palästin und da gibt es jetzt Muslime, die quasi, was heißt liberal? Ja, die haben einfach keinen Bock mehr auf den Glauben. Aber sie leben glücklich, sie haben eine Frau, sie haben Kinder und die sagen, ihr dürft gerne Muslime bleiben. Ich selber möchte nicht Muslim bleiben, sondern ich möchte einfach den Islam verlassen. Er hat aber eine Familie, er ist, ganz kurz, er ist glücklich, er ist auch friedlich, aber möchte nur den Islam nicht mehr. Sondern er will vielleicht Christ werden oder er will Atheist bleiben, er will einfach nicht mehr. Das heißt, er ist ein Murtad. Du weißt, was ein Murtad ist? Ja, ein vom Glauben abgefallener. So, ein von Glauben abgefallen. So. Das heißt, stell dir mal vor, du bist der Sohn, Gott bewahre, es gibt nur ein Beispiel, du bist der Sohn, dein Vater wird abgeführt, von wem? Von der Scharia-Polizei. Mhm. Da wird gesagt, Hassan ibn Abdallah, bitte komm mit. Du bist ein Murtad und du wirst getötet. Aber die geben erstmal 3 Tage Zeit zum Nachdenken. So, nach den 3 Tagen wird er nochmal gefragt. Willst du immer noch den Islam verlassen? Wenn er sagt, ja, dann wird ihm die zweite Sache gestellt. Dann verlass bitte das Land. Er sagt, nein, ich habe hier ein Haus gebaut. Ich habe hier Familien, Hamoudi, oh, Abdallah. Ich möchte bitte nicht gehen. Ich liebe meine Frau und meine Familie. Ich habe ein Haus gekauft. Ich muss sogar noch abbezahlen. Wieso soll ich das Land verlassen? Dann kommt die dritte. Ja? Und das ist die letzte. Du wirst hingerichtet. Findest du das normal? Kopf ab. Ist es so oder ist es nicht so, Achi? Was den Kopf abbetrifft, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Er wird getötet von mir aus. Okay, ja, dann wird er getötet. Das stimmt. Findest du es normal, dass dein Vater getötet wird, nur weil er den Islam verlässt. Und du selber weißt, wie nett und lieb dein Vater ist. Er wird umgebracht. Findest du das wirklich normal, Achi? Jetzt Spaß, wird wirklich Hand ans Herz. Ich habe eine Frage an dich, Schlo. Irani, bitte halt dich zurück. Ich möchte mit Achi erstmal reden. Bitte schön. Ich finde die komplette Scharia richtig. Und die Art und Weise, wie die Scharia über die Menschen richtet, hat dafür gesorgt, dass die Menschen nicht kriminell sind, eine glückliche Gesellschaft hatten, eine gesunde Gesellschaft mit vielen Kindern und ohne Probleme. Achi, nochmal zum Thema. Findest du das wirklich Hand ans Herz? Dein Vater wird abgeführt. Er wird getötet. Findest du das okay? Ich finde, wenn das die Scharia sagt, dann finde ich das richtig. Sagt das die Scharia? Die Scharia sagt, dass ein Murtad, wenn er nicht geistig behindert, wenn er kein Kind ist, also zurechnungsfähig, gesund, nachdem man mit ihm geredet hat, ja, wenn er das tut, dann soll er getötet werden. Aber warum ist das so? Und aber findest du das wirklich normal? Ich finde, dass solche Gesetze dazu beitragen. Was ist denn das für ein Gott, Achi? Ihr sagt doch immer, der Islam ist doch freiwillig. Ihr sagt, der Islam ist friedlich. Es gibt keinen Zwang im Glauben, aber das ist doch Zwang. Nein, ihr widerspricht euch doch. Im Glauben bezieht sich darauf, dass du niemanden aufzwingen kannst, Muslim zu werden. Im Islam aber ihn zu verlassen geht nicht. Das ist wie wenn du in der Mafia bist. Du bist einmal dabei, schnell rein, aber raus geht nicht mehr, mein Freund. Darf ich dir ein Beispiel geben, damit du das vielleicht besser verstehst? Das wird dir bestimmt auch gefallen, weil es auch etwas aus deiner Sicht Barbarisches ist. Wenn wir über die Unzucht sprechen, ist vielleicht ein Thema, das dir gefällt, dann hört es sich barbarisch an, dass man den Mann oder die Frau steinigt. Sagt man, oh nein, das geht nicht und so. Aber wenn man die Praxis dahinter versteht, dass man erstens müssen 5 Zeugen dabei sein, die das bezeugt haben, die aufrichtig sind, die Muslime sind, die keine Fossar sind. Okay, jetzt, was hat es jetzt mit dem Thema zu tun? Nein, ich will dir nur ein Beispiel geben, damit du verstehst, welchen Sinn harte Strafen in einer Gesellschaft haben. Das interessiert, die harten Strafen interessieren mich erstmal gar nicht. Mich interessiert gerade die Todesstrafe für jemanden, der weder getötet hat, der weder geklaut hat, dein Vater. Dein Vater hat, guck mal ganz kurz, Gott bewahre es, mein Beispiel. Dein Vater ist weder ein Dieb, weder hat er jemanden getötet, weder hat er jemanden vergewaltigt. Er will nur den Islam verlassen und soll getötet werden, nur weil er den Islam verlässt. Findest du es normal, Achi? Ich finde, das ist eine richtige Vorgehensweise, wenn es aus der Scharia eine richtige Vorgehensweise? Ja. Schlomo, Vorgehensweise zum Thema. Also, selber leise jetzt, er spricht noch immer. Also ich muss sagen, wie auf der ganzen Welt keinen islamischen Staat. Kein Staat kann von sich behaupten. Achi, das ist ein anderes Thema. Du hast gerade offen gesagt, du bist dafür,
dass sogar dein eigener Vater getötet werden soll und dass es auch richtig ist, weil er den Islam verlässt. Wir haben alle zugehört, wir haben 330 Leute, bitte hört zu, das ist der wahre Islam. Okay. Der oben, der Achi, hat nicht gelogen. Er hat zwar ein bisschen philosophiert, aber er war ehrlich. Er sagt, jemand, der den Islam verlässt, auch wenn es der eigene Vater, der eigene Sohn oder der eigene Bruder ist, seine Tochter, ist seine keine, Atakan, raucht deine Shisha weiter, bitte. Als Maul. Das heißt, als egal, wer, auch wenn es dein eigenes Kind ist, soll getötet werden. Du bist immer noch unter meinem Ehe. Ist dein Tabak leer oder was? Atakan, bitte. Welcher Religion du angehörst? Das spielt keine Rolle, Achi, weil ihr habt immer eine Art, wenn man mit euch diskutiert oder einen Dialog führt. Und wenn man über den Islam spricht, dann schweift ihr gerne auf die anderen Religionen. Dann sagt ihr, aber in der Bibel, aber in der Tora, aber in der Bibel. Nee, Achi. Ich wollte einfach nur festhalten, dass, weil ich finde den Grundsatz wichtig, dass wenn man etwas an jemand anderen anprangert, man sicher ist. Wir müssen immer das ansprechen, was gerade eine Gefahr ist, weltweit. Und das Problem ist, wir haben keine Gefahr aus dem Christentum, wir haben keine Gefahr aus dem Judentum, wir haben keine Gefahr aus dem Hinduismus, keine Gefahr aus dem Buddhismus, wir haben nur eine Gefahr aus dem Islam. Und das müssen wir ansprechen. Erstens mal, du da unten, ich verstehe dich gar nicht. Erstmal begrüß dich, ich habe gar nichts gehört. Wer bist du überhaupt? Ich habe dich gar nicht mal reingehört. Bitte erstmal begrüßen, das wäre sehr nett. So, du hast die Bühne mit der afghanischen Flagge. Aber ich habe auch begrüße erstmal Salam an Brüder und Schwester. Erstens, ich komme an dich, Shalom. Ich heiße nicht Shalom, ich heiße Shlomo, bitte. Shlomo, mir ist wie gesagt egal, wie das ausgesprochen wird. Nur wie gesagt, ich sage. Nee, es ist nicht egal, du willst ja auch, dass ich dich richtig nenne, oder? Du, wenn du Richard heißt, dann kann ich auch nicht sagen Racha, oder? Nur wie gesagt, die Christen. Dankeschön. Die Christen und die Juden sind Gefahr für uns Moslem. Und das ist seit über 1000 Jahren her. Die Scharia hat nichts, wer ist denn mit uns eigentlich zu tun? Weil ihr seht nur die Medien, aber ihr wisst nicht, was die Hintergründe ist. Das ist das Problem. Ja, dann beleuchte uns die Hintergründe. Wenn du das weißt, dann klär uns bitte auf. Genau, klär uns auf. Wir haben alle auf dich gewartet. Guck mal, wie viele Juden uns Moslem tötet? Wie viele Christen hat uns getötet? Was willst du sagen, dass wir angeblich Terroristen sind? Was seid ihr denn, wenn wir Terroristen sind? Bist du zuerst mit der Argumentation? Also ich habe gerade nicht viel verstanden, ich bin ehrlich. Also du lenkst irgendwie gerade ab, irgendwie verstehe ich nicht. Ich meinte, die Christen oder die Juden, wie oft haben die wir zu uns Muslimen angegriffen? Die Westblock? Okay, ich verstehe zwar nicht so viel, ich glaube, du hast zu viel getrunken, ich weiß es nicht. Patrick. Machen wir mal weiter mit dem nächsten. Iran, ich wollte was sagen, gell? Iran, glaube ich, ist ja, ne? Warte, Iran. Sind jetzt genau. Aus eurem Dialog, da sind zu viele Themen. So, Irani, du kannst dich mal vorstellen, dann bin ich mal gespannt. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch an. Ich bin Irani und ich würde mich gern zu deinem Dialog äußern, was du mit dem Achi geführt hast. Und zwar würde ich dich darum bitten, mein Gedächtnis ein bisschen aufzufrischen. Es ging darum, dass die Scharia, kannst du nochmal äußern, was du am Anfang zu der Scharia gesagt hast? Meinst du mich? Genau, Shlomo. So, Iran, erstmal guten Abend, schön, dass du hier oben bist. Du bist ja ein Muslim, gehe ich davon aus? Alhamdulillah, Gott sei gesegnet, genau. Gott sei gesegnet? Nein, Alhamdulillah meinte ich. Du darfst doch nicht mal sagen, Gott sei gesegnet. Du segnest Gott, oder wie? Ich sag dir ehrlich, ich bin sehr lange schon am Arbeiten. Und jetzt stell dich nicht bloß, komm, jetzt hört auf, so sind wir jetzt auch nicht, komm. Okay, also Irane, ich gehe davon aus, du bist ein Muslim, alles klar. Ich hoffe auch, wir werden respektvoll miteinander sprechen und einen Dialog führen. Ich hoffe auch, du bist ehrlich und kein Heuchler wie viele andere. So, Irani, das heißt, du möchtest die Scharia haben, Irani, wenn ich fragen darf? Können wir zuerst zu meiner Frage zurück? Die komme ich ja gleich. Ich möchte erstmal abklären, ob du die Scharia möchtest. Ob ich die Scharia möchte? Ja. Ich bin dir ehrlich, wir wollen ja ehrlich sein. Ich möchte die Scharia, ja. Dankeschön für deine Ehrlichkeit. Und du weißt auch, dass die Scharia sehr viele friedliche Sachen auch hat, ne? Und klar, natürlich. Wie zum Beispiel, wenn jemand den Islam verlässt, weißt du, was das bedeutet, oder? Und klar. Was passiert mit einem Muslim, der den Islam verlässt, in der Scharia? Das habt ihr doch schon ausführlich erklärt, das haben auch alle mitbekommen. Genau. Bist du auch dafür, Irani? Danke, dass du mein Gedächtnis aufgefrischt hast. Jetzt kann ich nämlich zu meiner Frage zurückkommen. Wird es denn jemandem gezwungen, in einem Scharia-Staat zu bleiben? Also wenn jetzt, sagen wir mal, wir nehmen mal Deutschland als Beispiel. Sollen wir Deutschland als Beispiel nehmen? Lass uns realistisch bleiben. Okay, Palästina. Machen wir Palästina?
Du bist d'accord, bin ich d'accord. Okay, 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 okay. Wir nehmen jetzt mal Atakan, bitte. So, nimm von mir aus zwei Schläuche, wenn die eine nicht langt. So, auf jeden Fall, Irani, wir nehmen jetzt mal Palästina und Israel. Wenn die Hamas, ja, quasi endlich an die Macht kommt, ja, wie ihr sagt, und sie nimmt jetzt komplett Israel, Israel gibt es nicht mehr, sie wurde gelöscht, Israel existiert nicht mehr, es existiert nur noch Palästina, ein islamischer Staat namens Palästina. So, es leben aber in Palästina natürlich auch Christen, Juden, wie auch immer, Atheisten, was auch immer. So, jetzt gibt es dort Muslime, die aber quasi keine Lust mehr auf den Islam haben. Sagen wir mal davon aus, du hast jetzt einen Vater oder eine Mutter, Gott bewahre jetzt zum Beispiel, und dein Vater sagt oder dein Bruder sagt, ich möchte nicht mehr im Islam bleiben, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt ein Murtad. Weißt du, was ein Murtad ist, Irani? Ja, klar. So, dann kommt die Scharia-Polizei und nimmt ihn fest. Okay. Und sagt zu ihm, ja, ich habe gehört, du bist ein Murtad, du möchtest den Islam verlassen. Und er sagt, ja. So, was passiert mit ihm, Irani, deinem Bruder? Er wird vorgewarnt und dann wird mit ihm geredet und wie es vorhin gesagt wurde, wenn er geistig nicht eingeschränkt ist und weiß, was er da sagt, sorry, ich habe einen Nachschub bekommen, wenn er weiß, was er da sagt, dann besteht da die Todesstrafe, ja, aber das war nicht meine Frage, ich wollte das, was du gesagt hast. Ich habe dich gefragt, muss man in einem Scharia-Staat leben? Deswegen komme ich ja gleich. Wenn dort quasi Araber gibt, die schon immer dort gelebt haben, ja, sagen wir mal jetzt Palästinenser, Muslime, er will aber den Islam verlassen, zwingst du ihn, also würdest du ihn rausschmeißen oder wie? Nee, nee, das ist. Das ist ja genau deine Antwort. Doch, doch, doch. Die Scharia also herrscht dort, also aber er möchte dort weiterhin bleiben. Ganz kurz, ich habe dich auch nicht unterbrochen, wir sind ja auch. Wir wollten es uns sachlich unterhalten, genau. Wenn jemand die Scharia nicht will, dann kann er auch das Land verlassen. Möchte er aber nicht. Möchte er aber nicht. Nee, nee, aber darf er das Land verlassen? Ja, ja. Super, finde ich gut. Aber er möchte das Land nicht verlassen. Das haben wir doch schon die ganze Zeit gesagt. Sigmar, danke. Genau, super. Also er möchte in seinem Land bleiben und er möchte nicht ausgetrieben werden, oder? Richtig. Auch obwohl er gewarnt wird, dass er... getötet. Definitiv, richtig, definitiv. Super. Er möchte aber bleiben. Dann finde ich das super, dass Israel eine Woche vorher... Nicht Israel, bitte geht drauf ein. Was passiert mit diesem Muslim? Nein, was passiert mit diesem Muslim jetzt? Er möchte den Islam verlassen, bitte. Geht drauf ein. Nee, nee, das ist es ja. Der kann aus dem Land rausgehen und... Aber er will nicht. Es ist ein muslimischer, palästinensischer Vater, wo Kinder... Wenn wir miteinander reden, dann... Nein, 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 du gehst auf Israelis und das ist jetzt Themawechsel. So, ich gehe drauf, bitte, bitte. Hast du nicht... Was passiert mit diesem Mann? Beispiel genommen? Nein, habe ich nicht. Was passiert mit diesem Mann? Wie bitte? Nochmal, guck mal, wir haben gesagt, wir bleiben ehrlich. Du hast gesagt, wir nehmen mal als Beispiel Palästina für einen Scharia-Staat. Oder habe ich nicht recht? Bitte, habe ich nicht recht? Geh doch auf diesen muslimischen Vater ein. Super, also habe ich recht. Vielen Dank. Und zwar, dann ist es ja so, es ist ja in deiner Meinung nach akzeptabel, die Menschen vorher zu warnen, bevor man sie tötet. Und wenn sie das ist aber nett. Das ist aber sehr nett. Das ist aber sehr nett, dass man vorher gewarnt wird. Sehr, klar, sehr nett. Das macht ja Israel. Ich finde das auch super. Nicht auf Israel gehen, wir reden über die Scharia. Das heißt, der muslimische Vater, siehst du, deswegen unterbreche ich dich, Irani. Und dann umbringen. Irani, deswegen habe ich dich unterbrochen, weil ich genau wusste, du gehst nicht auf meinen Punkt ein. Was passiert jetzt mit deinem Bruder in Palästina, der dort aber nicht weggehen will? Kannst du die Definition von einem Pseudologen erklären? Irani, kannst du mir bitte erklären? Irani, bitte, geht darauf ein. Was passiert jetzt mit deinem Bruder? Er wurde vorher gewarnt. Er wollte. Er möchte aber nicht das Land verlassen. Genau, die Palästinenser möchten das Land auch nicht verlassen. Sie möchten da bleiben. Hallo, also es geht doch um einen palästinensischen Staat. Wir reden doch nicht über einen israelischen Staat. Von was redest du eigentlich? Bist du noch nüchtern? Nee, ich bin mit dir. Irani, ich frage dich nochmal. Wir reden hier von einem palästinensischen islamischen Staat. Bitte geht darauf ein, dein Bruder, der eigentlich Muslim ist, will den Islam verlassen. In einem palästinensischen islamischen Staat, was auch Hamas möchte. Was passiert mit deinem Bruder? Der Arme, der wird getötet, er möchte in sein Land bleiben und nicht auch rausgetrieben werden, er möchte das Land nicht verlassen, obwohl er unterdrückt wird. Das ist ja, der wird ja unterdrückt, weil ihm aufgezwungen wird, eine Ideologie zu folgen, die er nicht folgen möchte und auf seine humanitären Rechte steht. Was passiert mit deinem Bruder? Ach, genau das Gleiche, was den Palästinensern passiert. Was passiert mit den Palästinensern? Kannst du bitte darauf eingehen, was passiert mit deinem Bruder? Was passiert mit den Palästinensern? Ist doch das Gleiche. Alles klar, du willst nicht darauf eingehen. Guck mal, das zeigt schon, dass du Angst hast und immer dieses Thema wechselst. Jetzt kann ich es beantworten. Ich finde es sehr schade, Irani. Er wird getötet.
Ach so, er wird getötet. Ja, das heißt, genau, dein Bruder, der selber ein Palästinenser ist, ein ehemaliger Muslim, Irani, ganz kurz. Irani, dein Bruder ist verheiratet, hat Kinder und er möchte das Land nicht verlassen. Er möchte als Palästinenser, als Araber immer noch dahin, genau, immer noch dort leben mit seiner Familie. Irani, kann ich weiterreden? So, das heißt, ihn wird. Das können sie ja nicht. Iran. Irani, ja, bitte. So, er wird gezwungen, das Land zu verlassen oder er wird getötet. Findest du das richtig, normal? Was mit den Palästinensern passiert, oder? Okay, du willst nicht drauf eingehen. Kein Problem, Achi, das zeigt aber, nee, nicht Achi, wie war es? Irani, sorry. Irani, genau, das zeigt, dass du wirklich ein Heuchler bist, ja? Und du hast Angst von diesen Fragen, weil du genau weißt, wo es hinausgeht. Deswegen lenkst du auf Israel ab, auf Israel und kannst Israel. Du die es geht Definition um die Scharia. Von Paradoxon erzählen? So. Ich danke dir, Irani, auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch herzlich für deine Antworten. Genau, mit dir macht das gar keinen Sinn mehr. Weil ehrlichen Antworten. Schämst dich für deinen eigenen Glauben. Nee, guck mal, ich habe doch gesagt. Du schämst dich, natürlich, sonst würdest du dich ablenken. Also ist deine Frage ist, Irani, was passiert mit meinem Bruder, oder? Irani, was passiert mit deinem muslimischen, palästinensischen Bruder in einem palästinensisch-islamischen Staat, was die Hamas möchte. Er will den Islam verlassen. Ja. Versteckt er sich in einem Krankenhaus und wird trotzdem getötet, oder? Okay. Also macht das gar keinen Sinn, mit dir weiterzureden. Du bist ja Kind. Was soll denn mit ihm passieren, deiner Meinung nach? Rein theoretisch habe ich doch recht. Was passiert mit ihm? Ich erkläre dir. Es macht gar keinen Sinn, mit dir weiterzureden. So, dann rede ich lieber mit dem Achi weiter, weil du bist ein Heuchler. Bin ich gezwungen? Irani, ich möchte mit dir nicht mehr weiterreden, ja, weil du lenkst auf Israel ab und das macht gar keinen Sinn. Wir bleiben auf die, guck mal, wir bleiben in den Quellen. Du sagst, du bist für Hamas. Ja. Du bist für Hamas, jetzt haben wir geredet, du bist ja für Hamas. Das heißt, du möchtest Hamas ist eine Joghurtmarke im Iran übrigens. Ja, ich stehe total hinter dieser Joghurtmarke. Vollkommen, ich finde diesen Joghurt lecker. Nächste Frage. Okay. Achim, hörst du mich? Ich möchte immer mit dir reden, weil er ist zu viel. Also, Dank, ich mal ganz ehrlich, Irani, ja, jetzt lass es mal auf den Schirm kommen. Wo ist denn das Problem? Also Schlomo, er hat sich damit jetzt nochmal gerettet. Hat er schlau gemacht tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, extra. Aber Schlomo, die Frage ist, was passiert jetzt mit meinem Bruder? Kannst du es mir sagen? Irani, ich frage dich nochmal. Du hast selber mit ihm passiert gar nichts. Solange er nicht irgendwie für Hetze und so weiter in dem Land sorgt, passiert ihm gar nichts. Okay, Keller, kennst du dich mit dem Islam aus? Dann machen wir mit dir weiter. Ich kenne mich mit dem Islam aus, ja. Keller, warum bist du ein Mann, wenn du eine Frau als Profilbild hast? Ich möchte nur einmal fragen. Vielen Dank nochmal, Schlomo. Das hat andere Gründe, alles gut. Okay, ich wollte nur fragen. Auf jeden Fall passiert mit einem Moslem, der den Islam sozusagen ablegt und sagt, hey, ich will damit nichts mehr zu tun haben, mit ihm passiert nichts, es sei denn, er fängt an, Hetze zu betreiben. Wo steht denn das? Kannst du mir die Quelle geben, wo das steht? Das ist so, das ist ein Fakt. Nee, guck mal, ganz kurz, dieses Vertrau mir, Bruder, Quelle, brauche ich nicht. Kannst du mir eine Quelle geben, weil ich gebe euch Quellen, ihr habt mir noch nie eine Quelle gegeben, ihr philosophiert nur. Na, ich gebe dir gerne eine Quelle, was mit Christen passiert, und zwar in Johannes 15, Vers 6. Löwenherz, merkst du? Wer nicht in mir bleibt, Löwenherz, hast du gemerkt? Wie ein Rebe und verdorrt. Löwenherz, hast du gemerkt? Keiner geht darauf ein, keiner gibt mir eine Quelle, die philosophieren alle nur, und das ist so traurig. Das heißt, ich muss immer mit Quellen kommen. Johannes 15, Vers 6 heißt es, wer das Christentum verlässt, der muss ins Feuer geschmissen. Quellen. Du hast heute nicht einmal eine Quelle gesehen. So, ich stürme mich jetzt und ich warte, bis jemand wieder bereit ist zu reden, weil sonst wird es kindisch. Ich bin bereit zu reden. Ich wollte nur können wir zu der Frage mit meinem armen Bruder kommen, weil ich möchte jetzt wissen, was mit dir ganz kurz, passiert. Okay, warte mal. Schlomo hat recht. Wir geben jetzt einmal kurz Irani und Atakan 2 Minuten die Bühne. Bitte. Die 360 Leute hören nur auf euch. Richtig, bitte, fangt an, bitte. So. Dankeschön. Ihr habt die Bühne. Die Sache, wir haben ja gerade von meinem Bruder geredet, der nicht sein Land verlassen will, weil ihm in dieser Scharia-Staat aufgezwungen wird, den Islam anzunehmen. Aber mein Bruder hat was gegen diese Ideologie. Er möchte nicht Muslim sein, wisst ihr, und er möchte aber auch nicht sein Land verlassen, weil er sein Land über alles liebt. Also was passiert mit ihm? Er wird getötet. Ne? Da wird getötet und nur weil er dieser Ideologie nicht folgen möchte. Und er wird auch getötet, egal wo er ist. Er kann sich in einem Krankenhaus verstecken, er wird getötet. Er kann sich in einer Schule verstecken, er wird getötet. Egal wo er sich in seinem Land befindet, wird er getötet. Egal, von wem wird er getötet? Von wem? Wie bitte? Von wem wird er denn getötet? Von der Gegenseite.
Aber genau. Das ist doch ein muslimischer Staat, das ist doch Scharia. Merkst du, wie der ablenkt, Hope, hast du gemerkt? Richtig, das ist, guck mal. Ja, aber wie denn? Das ist doch Scharia, da gibt es doch gar keinen Israelis mehr. Wie soll denn bitte ein Israeli den töten, wenn er schon... Es geht um die Ideologie. Befolgt IS nicht, guck mal, wir reden jetzt... Kannst du bitte darauf eingehen, du lenkst wieder ab. Guck mal, die Schwester hat doch gerade eben gesagt, es ist doch die Scharia. Was redest du mit Israel? Es ist doch die Scharia. Wir reden von einer Scharia namens Palästin. Der islamische Staat Palästin. So, geht ihr bitte drauf ein. Du hast die Bühne, bitte. Genau. Dankeschön. Wie gesagt, nochmal, er möchte dieser Ideologie nicht folgen und wird trotzdem dagegen getötet, wisst ihr? Und er wird getötet. Er wird dagegen getötet? In Deutsch verstehe ich gar nicht. Von was redest du eigentlich die ganze Zeit? Genauso wie du. Ich rede bist du noch nüchtern eigentlich? Ich muss es nochmal fragen. Bist du nüchtern? Ich verstehe dich manchmal. Ich sage dir ehrlich, ich bin... So, nochmal. Jetzt hast du die Bühne. Bitte nochmal. Ja, danke schön. Wie gesagt, er wird getötet, weil er dieser Ideologie nicht folgen möchte und er darf sein Land nicht verlassen. Ah, übrigens, in der Scharia steht, dass er vorher gewarnt wird. Wisst ihr? Du hast doch gerade eben gesagt, er darf sein Land nicht verlassen. Ich bin doch am Erklären, was in der Scharia ist. Lass mich doch ausführen. Er wird vorgewarnt, dass er umgebracht wird. Das finde ich gut, das macht genauso Israel, warnt die Leute vorher, das ist voll süß. Es hat doch gar nichts mit Israel zu tun. Ich töte euch, wenn ihr das Land nicht verlässt, wenn ihr nicht von Nordgaza in einer Stunde oder in zwei Tagen oder in einer Woche, wenn ihr nicht von Nordgaza weg seid, dann ist es halt eure Schuld, ne? Dann stirbt ihr halt. Ne? Aber passiert mal, deswegen verlasst bitte Nordgaza. Kannst du bitte darauf eingehen, du lenkst wieder ab, du philosophierst wieder, aber ganz schlecht, du bist ein sehr schlechter Philosoph. Also Atakan ist ja sogar besser als du. Also Atakan sogar kann besser philosophieren als du. Kannst mir jetzt antworten? Also, da besteht eine Differenz. Also sagst du, in so, diesen zwei Ideologien... Irani, ganz kurz, ich würde nur sagen, ich will meine Zeit nicht mehr mit dir weiter verschwenden, weil es gar keinen Sinn macht. Ich rede gerne mit dem Achi. Also Achi, wenn du gerne reden willst, ich würde gerne mit dir weiterreden, weil mit Irani, das ist ja wirklich, das ist schon eine Körperverletzung deine für meine Ideologien. Ohren. So. Deine beiden Ideologien. Irani, bitte, ich möchte mit dir nicht mal weiterreden. Ich werde mich jetzt stummen, entweder du redest mit dir selbst, weil ich werde mit dir nicht mehr reden. So, ich stumme mich jetzt, bis du dich selber entstummst. So. Ja, aber ich check jetzt nicht, wo das Problem ist. Also was ist denn jetzt die Frage? Cool, so, dann mache ich mit dir weiter, Keller. Irani darf mit uns hier kein Geld mehr verdienen, der fliegt jetzt raus. So, weiter geht's. Danke, Löwenherz. Dankeschön. So, Keller, warte mal, wie heißt denn der überhaupt richtig? Keller 12, Jena. Dann nenne ich dich einfach Keller. So. So, erstmal guten Abend, Keller. Guten Abend, mein Freund. Danke, ich Peter. Hoffe. Wie bitte? Ich habe mich nur bedankt, Schlomo. Ich muss zwischendurch, wenn Leute was schicken, ich bedanke mich dann. Deswegen ist es alles gut. Keller, darf ich erstmal fragen, bist du ein Anhänger Mohammeds? Also bist du ein Mohammedaner, wenn ich fragen darf? Ich bin ein waschechter Mohammedaner, ja. Sehr gut. Das heißt, ich möchte nur abklären. Also, das heißt, du glaubst an den Koran und an die Sunna. Genau. Was ist die Sunna? Die Sunna ist das, was unser Prophet gelebt hat. Mhm. Okay. Du glaubst an die Hadithe? Genau. Wer ist Sahih Bukhari? Das ist ein Mann, der die Hadithe, ich weiß, ein Mann ist. Beziehungsweise man, das Leben unseres Propheten, die Überlieferungen aufgeschrieben hat. Hört man mich. Sehr gut. Das heißt, Sahih Bukhari und Sahih Muslim sind authentisch, stimmt's? Stimmt, ja. So, kann ich dir bitte was vorlesen? Ja, klar. Kannst du auch bitte einblenden? Also, ganz kurz, das heißt, danach möchte ich dir aber auch kurz was vorlesen. Du bist ja Christ, oder? Ich gehe nicht auf solche Fragen ein. Thema ist Islam. Okay, ja, du bist Christ. Dann zeige ich dir gleich nach deiner Frage auch etwas. Gibt es jetzt in der Thematik zwischen Israel und Palästina irgendwie Christentum, christlicher Staat, ist irgendwas die Rede? Verstehe ich. Ja, aber da leben ja auch Christen. Also, da kann ich wollen die einen christlichen Gottesstaat haben oder wie? Wie kommst du jetzt eigentlich auf die Bibel? Da leben doch auch Christen, oder nicht? Keller, kannst du mir sagen, wie du jetzt auf die Bibel kommst, wenn ich fragen darf? Ja, einfach so, weil du stellst mir Fragen, wie ich die auch wie einfach kann. So. Es geht doch um Hamas. Hamas ist ein Christ, ja oder nein? Bist du ein Christ, ja oder nein? Bitte nochmal. Keller, kann ich dir was vorlesen? bitte, lachen, zeig nur Schwäche, weil du nicht mehr argumentieren kannst. Ja, Keller, weil du nicht drauf eingehen willst. Willst du mich? Der Gesandte Allahs, guck mal, wenn ich das vorlese, aus Sahih Muslim. Hallo. Wer ist hier? Bitte stumm dich, weil es ist sehr, sehr unangenehm. Atakan, hallo. Auch zu rauchen, Atakan, ruhig. Halt's Maul. Atakan, lieb sein. Das Problem bei Atakan, Gras wirkt nicht mehr wahrscheinlich. Der braucht was Stärkeres wahrscheinlich. Atakan, morgen ist Schule. Atakan, wir bleiben hier ruhig. So. Wirklich? Warum redest du denn so sanft mit mir? Kannst du nicht etwas schneller reden?
Atakan, ich bin sehr empathisch und deine homosexuellen Neigungen teile ich nicht. Ah, vor Allah, was ist homosexuell? So. Ja, was ist denn jetzt die Frage? Atakan, du hast jetzt ein bisschen zu viel geredet, bitte stumm dich jetzt wieder. Also so. Mal deine Fresse. Keller. Sehr gut. Du wirst aufgenommen, Atakan, Nummer 10 vor. Verstanden. Also Keller, ich lese jetzt bitte was vor. Es ist von Sahih Muslim, okay? Ja, bitteschön, ich warte. Wir gucken mal, wie friedlich das Zusammenleben zwischen Juden und Muslimen sind in der Zukunft. Okay. Wir wollen ja wissen, was in der Zukunft passiert zwischen Juden und Muslimen. Der Gesandte Allahs sprach, hier geht es um Mohammed, stimmt's? Ja. Also der Gesandte Allahs ist jetzt nicht irgendwie Thomas oder Hans, sondern Mohammed gemeint. Nur für die Leute, damit die wissen nicht, dass es irgendwie falsche Interpretation ist. Hier ist Mohammed gemeint. So, Mohammed sprach. Die jüngste Stunde wird nicht kommen. Einspruch. Hallo? Atakan, so, lass ihn mal aussprechen. Einspruch. Atakan, du weißt nicht mal, was Einspruch war. Du kannst es nicht mal buchstabieren. Ich möchte sagen, du kannst es noch nicht mal buchstabieren. Ich bitte dich. Was du dir vorliest, bitte dich. Er hat weißt, Einspruch gesagt. Der weiß noch nicht mal, was er spricht, das ist das Problem. Halt mal deinen Mund, halt mal deine Fresse. Anspruch, hey, er sagt Anspruch, ganz Einspruch, er weiß noch nicht mal, was lass das bedeutet. Ihn, Bob, lass ihn, alles gut. Ganz er ist Unterhaltung, lass ihn. Mich auch viel mehr, hallo. Atakan, wir lassen dich nur oben hier, weil du unterhaltsam bist. So, rauch deinen Shisha weiter, weiter geht's. Der Gesandte Allah sprach. Keller, hörst du mich? Weil du gehst raus von der App. Wenn du von der App rausgehst, hört man dich nicht mehr. Ach so, jetzt, yes, okay, okay. Nee, ich höre von der App. Kannst du auch die Hadith-Nummer nennen, bitte? Sahih Muslim, Buch 41, Hadith Nummer 6985. Dieser Hadith ist sehr, sehr bekannt. Sehr, sehr bekannt. So, der Gesandte Allah sprach, also Mohammed, euer Prophet, er sprach, die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Und die Muslime sollen sie alle töten. Und wenn sich ein Jude hinter einem Stein oder einem Baum versteckt, so wird der Stein oder der Baum laut sprechen, O Muslim, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Was ist damit gemeint, Keller? Kannst du mir das bitte erklären? Hat sich voll schlimm angehört, oh mein Gott. Ich bin jetzt auf stumm, ich gebe dir jetzt bitte die Bühne und erkläre mir bitte. Okay, also, das erste ist, du hast es ja richtig gesagt, es ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Das heißt, das ist nicht so, dass man einfach jetzt diesen Hadith nehmen kann und dann sagen kann, okay, ich gehe jetzt raus und schlachte mir Juden ab, sondern der Hadith sagt es ja schon, es ist eine Endzeitprophezeiung, wo sich die Muslime mit den Juden im Krieg befinden werden. Und dadurch, dass sie sich im Krieg befinden, dürfen sie sich auch verteidigen. Das heißt, sie werden einen Krieg gegen die Juden haben. So, also ich verstehe nicht, was daran verwerflich ist, weil er sagt ja, es ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Okay, ganz kurz, so. Löwenherz, ich muss rausgehen, die haben mich gemeldet auf eine Verstoßwarnung. Ich sage nur an alle Leute, ihr wollt nicht die Wahrheit hören, ich muss Schlomo, rausgehen. Schlomo, du musst einfach nur raus und wieder rein. Du musst einmal ganz offline, kannst wieder rein. Achso, okay, dann gibt es gleich. Ja, du musst ganz offline und dann wieder rein. Und Atakan, du auch. Du hast auch eine Verstoßwarnung bekommen. Atakan, geh auch schnell offline und komm wieder online. Mach die App, du musst die App schließen, Atakan. Ja gut, dann warten wir mal. Ja, der kommt wieder rein. Atakan versteht das nicht, dann mache ich das kurz. Gut. So. Ist bei mir auch irgendwas? Abu, Alter, das ist er noch. Hello. Hallöchen erstmal. Ja, und hast du das alles schön mitbekommen? Ich bin eben erst reingestolpert. Schade, und ich habe nur Abus Stimme gehört, aber ich fand eben gerade, das letzte hat ja eigentlich schon gereicht. Erstmal Moin in die Runde an alle, Erik auch an dich. Ich finde das ja erstmal total klasse, dass eben gerade gesagt wurde, das ist ja eine Endzeitstimmung. Das würde ja nur zutreffen, wenn die Muslime gegen die Juden in den Krieg ziehen. Genau, weil so unsere Gelehrten... Auf unserem eigenen Land. Ja, warte. Lass den doch mal aussprechen. Ja, du entspann dich rein. Ich aussprechen. Was sagst du dazu? Doch, du sprichst denn, sonst bist du hier draußen, aber ganz schnell. Du hast mich zu sieht.
Jetzt, aber Moment mal. Sag mal, was ist denn da unten in Israel eigentlich gerade los? Sag mal, kämpfen da nicht die Muslime gegen die Juden? Ich frage dir, was da los ist. Da werden Leute in einen Käfig eingesperrt und mit Müll beworfen. Genau. Das ist das, genau, was da vor sich geht. Erzähl doch bitte keine Scheiße. Ja, seid ihr Zionisten oder seid ihr, könnt auch so ehrlich sein. Sag mal, hört ihr überhaupt zu? Hört ihr überhaupt zu? Ich stelle eine Frage. Es wurde eben gerade gesagt. Ihr müsst doch kompetent genug sein, um zu sprechen oder nicht. Wir Araber haben euch eine Menge gegeben und die Sprache auch. Wo hast du denn das bitte gelernt? Habt ihr bestimmt irgendwann mal in den letzten Jahrhunderten gelernt zu reden? Wo hast du das bitte gelernt? Seid ihr Zionisten, ja oder nein? Was ist bei dir falsch? Rumzuschreien, deine Stimme ist wie Ohrenkrebs. Ja, dann verpiss dich doch, Alter. Für Zionisten sind die Blaukrieger. Geh mal wieder zu deinen Eltern und sag dir mal, Eltern, warum habt ihr mich sei so mal leise, bitte. Immer. Also ganz sei ehrlich, ich finde Stimme eigentlich heiß. Ey, ich will den Räuber nicht reden. Ey, kannst du ja deinen Vater nennen. Ey, seid ihr Zionisten? Immer deine Fresse jetzt. So, kann ich jetzt weiter? Oder nicht? Hast du ein Problem damit, ich sage ja? Halt die Fresse, seid ihr Zionisten oder nicht? Hast du ein Problem damit? Digga, die sind broke, Zionisten sind reich. Hast du ein Problem damit? Ihr könnt euch noch nicht mal unterhalten, ehrlich. Hast du ein Problem damit? Was denn, mit Zionisten? Ja, ich habe ein Problem mit Zionisten. Ich bin einer. Hast du ein Problem? Ja, ich habe ein Problem mit Zionisten. Komm, sag, erzähl mir mal dein Problem. Soll ich zu dir kommen? Alter, du bist gar nicht mein Typ, dass ich zu dir komme. Hier komm. Nee, du wirst ganz bestimmt nicht zu mir kommen. Laber keinen Scheiß. Guck mal, ihr wisst, Zionisten sind Satanisten, ja? Ja, das ist. Und ihr habt auf unserem Boden nichts zu tun. Und ein Staat, wenn er zerfällt, bleibt am Ende nur noch bewaffnete Leute. Und die werden dann hoffentlich gekillt und dann können wir wieder abbauen. Also Nidal, erstmal, tu mir mal einen Gefallen. Ich muss dir übrigens sagen, was du eben gesagt hast, verstößt hart gegen die Community-Richtlinien. Ich hoffe, ja, dass der du wird sowieso gemeldet. Der wird sowieso gemeldet und hör mal zu. Gerade im Moment sieht es sehr schlecht für dich aus. Gaza ist gerade eine Baustelle. Hallo, meine Liebe. Solche Leute guck mal, ihr müsst das Problem hören. Ich höre gar nichts. Alle jüdische Zionisten, nicht jüdische Zionisten, christliche Zionisten. Zionistin, weißt du, weil ihr holt die ganze Zeit hier irgendwelche Hadithe raus. Ich will kurz eine Rede rechtfertigen. Ich will eine Rede machen, bitte, ohne dass wir uns streiten. Bitte, Bruder. Guck mal, ich war immer korrekt zu euch allen, ne? Ich war nie ein Rassist oder nie ein Radikaler oder sonstiges, aber ich habe gemerkt, diese Gruppe. Boah, du hast eine Verstoßwarnung bekommen, geh offline und online. Lass mich bitte ausreden. Ihr macht euch nur lustig über uns und ich war zu jedem respektvoll und das wisst ihr alle. Ich habe ihn nie beleidigt, außer dass er mich angegriffen hat. Ich habe niemanden beleidigt oder niemanden etwas schlecht gemacht. Ich habe immer gesagt, man muss zusammen leben. Bruder, und da dennoch, sind Leute, die sind ursprünglich Barbaren, dennoch, die verstehen Bruder, nichts von Respekt. Bruder, warte kurz, Bruder. Guck mal, ihr habt mich dennoch fertig gemacht, habt sich über uns mich lustig gemacht und ich habe mir entschlossen, hier nie wieder reinzugehen, weil ihr macht euch nur lustig über uns. Und das finde ich respektlos. Wenn ihr uns nicht als Muslime akzeptiert, dann akzeptiert uns wenigstens als Menschen. Fighter. Ja. Aber könntest du mir jetzt den Gefallen tun, wenigstens also könnte ich jetzt... Also kann ich jetzt bitte mit dem Nidal nochmal reden, weil, Fighter, danach kannst du reden, ich habe auch keine Zeit mehr, ich gehe in fünf Minuten. Ich bin nur kurz vorher, bitte. Zionistin, wenn du Zionistin bist, spreche ich gar nicht mit dir, weil ich spreche nicht mit Satanisten. Lass mal die Reue reden, ich will mal wissen, was der Reue zu sagen hat. Alter Schwede, was ist denn los hier, Alter? Meine Fresse, alle gucken auf den Wecker. Es ist 3:30 Uhr morgens. Ich bin schon bei der Polizei und hab alles fotografiert, was er gesagt hat. Ich hab so Angst. Ich krieg nie die Hosen. Du bist bei der Polizei. Oh nein. Ich hab's zweimal gehört. Wer redet da gerade? Ach du Scheiße. Er ist bei der Polizei. Jetzt kacken wir uns alle in die Hosen. Seid ihr jetzt fertig da mit eurem Spannungsvergleich? Seid ihr jetzt? Das ist typisch zionistische Taktik, ne? Immer hinter Mikrofon dick reden. Bruder, was für Zionisten, Bro? Seid ihr doch Schiedwelle? Das sind alle paar Jahre sagt ihr, wer will Stress? Wer will Krieg? Wir sind im Krieg. Weißt du, wie ich meine? Hallo. Und dann kommen aus dem Irak Bomben und dann muss man sagen, wie ich entspürze. Ist so. Libyen sagt die Wahrheit. Ja, Bruder, weg. Guck mal, dein Problem ist, dass du... Warte mal ganz kurz, jetzt nicht du auch noch, jetzt wartet doch einfach mal ab. Worauf abwarten? In die Runde. Alter, Leute, es ist morgens um halb
3 Uhr morgens. Ihr sabbelt alle übereinander. Kein Schwein versteht was. Egal, was ihr sagen wollt, keiner versteht was. Weil ihr alle übereinander sabbelt. Ich will kurz mit Roy reden. Ey, warum hast du überhaupt eine Glatze? Herr Roy, wollte mir nur kurz was sagen? Attacan, Sendepause jetzt. Junger Mann. So, Attacan hat jetzt Sendepause. Das ist ja der Urknall. Alter, Erik, was ist denn hier? Glatzkopf. Freude oder was? Wir haben das jetzt schon seit 3 Stunden. Das ist wirklich besser als Kino. Ich saß ja einfach, du kannst kein Kino aussehen. Was hast du jetzt eigentlich zu sagen? Ich bin gerade 10 Minuten drin und ich habe schon Lachkrampf gehabt, Alter, ohne Scheiß. Das ist das beste Live aller Zeiten. Ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen. Das ist ein Mensch. Jetzt wartet doch mal ab. Lass uns doch mal das Gespräch versuchen zu halten. Es wurde doch vorhin gerade gesagt, von Abo wurde ja vorhin sehr schön erklärt, was da gemacht wird, wenn man sich hinter Stein und Bäumen versteckt. Und dann hat jemand gesagt, das passiert ja nur in der Endzeitstimmung, wenn die Muslime gegen die Juden kämpfen. Das wurde gesagt. So. Und nun meine Frage. Da unten in Israel kämpfen ja gerade die Muslime gegen die Juden. Stimmt nicht. Also es fallen Bomben auf Zivilisten. Das ist die Wahrheit. Bleib bei der Wahrheit. Die AfD. Also kämpfen kann man nicht sagen, weil die Hamas bzw. weil ich den Ensa keine Waffen haben. Es ist echt anstrengend mit euch, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, kämpfen. Aber ich sag dir auch warum. Weil du erwähnst Sachen, die nicht der Tatsache entsprechen. Und das also was machen die da? Was machen die da? Schmeißen die mit Wattebörschen oder was? Nee, also das ist der Oberbegriff. Das ist ein Oberbegriff. Pass auf, da unten ist gerade Krieg. So. Krieg. Reicht dir das aus als Oberbegriff? Ey, willst du mich verarschen? Krieg führen zwei Armeen gegeneinander, ja? Genau. Und das, was da unten abgeht, ist kein Krieg. Deswegen ist es kein Krieg. Also Roy, so dumm kannst du ja nicht sein, oder? Das ist das, was da passiert. Ja, okay, dann hat die Hamas, die haben mit Wattebäuschen rübergeschmissen, alles in Ordnung, da wird noch von einer Seite gekämpft. Alles in bester Ordnung. Also mal ganz ehrlich, worüber reden wir hier? Jetzt ohne Scheiß, worüber reden wir hier? Guck mal, ganz kurz bitte. Ja, schau mal. Du hast doch gerade. Ich habe noch nicht mal ausgeredet und willst ganz kurz was sagen. Alter, hab doch erstmal anstanden. Du unterbrichst. Wer glaubt denn jetzt an diese? Was ist das für eine Sprachkultur? Rede doch mal. Du kannst doch gleich reden. Du gerade von dem Hadith, der gerade vorgetragen wurde. Nun warte doch mal. Du kannst doch gleich reden. Lass mich doch mal. Dass das stimmt. Das ist doch nicht normal. Dass der Jude sich hinterm Stein verstecken wird und der Stein dann zum Muslim sagt, Muslim, hier hinter mir ist ein Stein, ein Jude, komm und töte ihn. Wer glaubt denn da dran? Du, da gibt es zum Beispiel die Anhänger der Hamas, die daran glauben. Okay, glaubst du denn, Roy, dass das so einen passiert? Augenblick. Roy, warte mal ganz kurz bitte. Also du glaubst nicht an die Worte von Mohammed? Was ist das denn hier? Leute, ihr betrachtet euch als zivilisiert und könnt nicht sprechen. Ich habe doch eine Frage gestellt. Warum bekomme ich darauf keine Antwort? Also der Einzige, der hier gerade nicht zivilisiert redet, bist wirklich tatsächlich du. Ich habe eine Frage gestellt. Gerade nein, du hast erstmal unterbrochen. Meine Frage, also du unterbrichst doch die ganze Zeit. Das hast du unterbrochen, oder lüge ich? Chantal, ja. Du hast unterbrochen. Entspann dich. Fass dir am Sackele, spiel dir ein bisschen rum, entspann dich und dann fahr tief runter. Und dann kannst du dich doch gerne äußern zu dem, was da gesagt wurde. Aber wenn du unterbrichst, nochmal, versteht eh kein Schwein irgendwas. Ich habe doch eben gerade nur was sagen wollen. Auf das, was da gerade geäußert wurde. Ja, okay, Roy, dann lass ich mal jetzt darauf antworten kurz. So, das möchte ich mal gerne zu Ende ausführen. Du lest uns ja die ganze Zeit was hier vor. Lass mich mal kurz darauf antworten. Also erstmal, ich habe dir gesagt, das ist eine Prophezeiung, die in der Endzeit passiert, wo es einen Krieg geben wird und die Muslime sich verteidigen werden. So, das heißt, ich finde da nichts Schlimmes dabei. Es ist einfach eine Prophezeiung von unserem Propheten. So, aber was sagst denn du jetzt dazu? Du bist doch ein Christ. Was sagst du dazu, dass Jesus zurückkommen wird, Frauen, Kinder und Männer töten wird? Was sagst du dazu? Und Babys? Ganz kurz, stopp, ich möchte mal die Frage stellen, warum sagst du das? Ein Blödsinn, Alter, guck mal, da gibt es erstmal Schluss. Da müssen wir erstmal darüber sprechen, wenn du mich so fragst. Da müssten wir erstmal darüber sprechen, worüber reden wir hier. Du redest über das Alte Testament, da bin ich nicht bei. Ich gehe lieber zum Neuen Testament. Wir reden über das aktuelle Testament. Ja, du bist schon so ein aktuelles Testament. Genau sieht es aus, Alter, Wahnsinn. Folgendermaßen,
ich möchte jetzt erstmal das Thema aufdröseln, was ihr da gerade eben selber besprochen habt. Es ist an dem, dass die Hamas genau danach agiert, was da eben gesagt wurde. Das ist erstmal ganz einfach. Sie verteidigen sich, Mann. Digga, stell dir mal vor, die Juden kommen nach Deutschland und sagen, hey, wisst ihr was, Deutschland gehört jetzt einfach. Alter, was hast du gerade eben gesagt? Ja, ich habe gesagt, stell dir mal vor. Also du findest das gut, was die Hamas da gemacht hat? Ja, ich finde das nicht gut. Wenn Zivilisten sterben, ja, ich finde das gut. Und jetzt? Denk doch mal, was du wolltest. Ja, sag doch mal, was passiert. Willst du mir Angst machen? Ja, es ist, ich feiere die Hamas. Und jetzt? Nidal hat sich eben strafbar gemacht und zwar auf eine massive Art und Weise. Am Ende ist es, wie es ist. Die Hamas ist eine Terrororganisation, sie ist so eingestuft und alles, was Mord und Totschlag rechtfertigt, in irgendeiner Art und Weise oder verherrlicht, ist es an dem, dass du dich gerade strafbar gemacht hast. Diese Aussage kam gegen Nidal. Nidal hat diese Aussage eben getätigt, dass er die Hamas unterstützt, feiert und verherrlicht. Ja, aber Roy, schau mal, du redest so locker, aber stell dir mal vor, diese Zionisten kommen nach Deutschland und sagen, wir, weißt du was, jetzt gehört Deutschland einfach uns. Pass mal auf, die sind doch von hier. Die sind pass mal auf, was würdest du dann machen? Fakt ist eins, weißt du was, ich richte mich erstmal nach dem Grundgesetz. Das Grundgesetz, was da so da ist. Und nach der Justiz. Die Justiz, die zum Beispiel gerade für uns als deutsches Volk gesprochen hat, in Form von unserem Justizminister. Und dieser Justizminister hat gerade vor kurzem klar deutlich klargestellt, was zum Beispiel eine Straftat darstellt. Und das, was Nidal eben sagte, ist damit erfüllt. Die Hamas ist in Deutschland als Terrororganisation eingestuft worden. Sie ist also rein faktisch sie ist keine Terrororganisation. In Deutschland eine Terrororganisation. Was du findest, was du denkst, das ist dein Problem. Du verstehst nicht die Gesetzesgrundlage. Die Gesetzesgrundlage sieht so aus, dass du hier in Deutschland, wenn du das so, wie du es da machst, machst du dich gerade strafbar. Ich erinnere mal an Barello, ich erinnere auch mal an andere Leute, die zum Beispiel mal, dachten, dass sie mit irgendwas durchkommen. Das Internet ist kein straffreier Raum. Mit dem, was du da eben gesagt hast, hast du dich strafbar gemacht. Du musst dich auch die ganze Zeit strafbar sagen, liest dir etwas vor und zeigst uns keine Beweise. Guck mal, ich sag dir was. Soll ich dir den Beweis vorlegen? Soll ich dir das geben? Ich habe die Gesetzesgrundlage. Das ist gar kein Problem. Moment mal. Moment, zeig ich dir. Es gibt niemanden auf diesem Löwenherz, ich kann hier kein einziges Satz sagen. Ich gehe auf die sprechen, was ich will. Kannst du das verstehen? Kriegst du das in deinen kleinen Erbsenhirn? Es ist Arbeit, nicht da. Grammatisch war das auch falsch. Das heißt, wenn dann kleines Erbsen. Ja, aber ich gebe dir, ich rede von. Ich sage das, was kleines. Die Hälfte deiner Sprache kommt von meiner Sprache, Junge. Die Hälfte deiner Sprache ist arabischen Ursprungs. Ihr seid im Ursprung Barbaren und ihr kommt uns jetzt mit Menschenrechten. Weil du machst mich traurig, was du da sagst. Ja? Ehrlich. Ihr habt doch gar keine Ahnung. Ihr werdet in der Schule mit Scheiß in euren Hirn gepumpt, weißt du? Und dann erzählt man mir hier irgendwas von Recht mal größer und, Würde und Menschenrechten. Verstehst du, wie ich meine? Weil hat mich enttäuscht. Schrott dir, Salam. Schrottsbali, ehrlich. So, pass auf, mein kleiner Gehirnakrobat. Hör zu und lerne. Wie meinst du denn? Das ist so schwierig. Folgendermaßen sieht es aus. Du gehst auf Twitter, Jürgen. Marco, Twitter nein, du weißt gar nicht, wer das ist. Hör mal zu. Marco Buschmann, das ist unser Bundesjustizminister. Ernsthaft? Das heißt, das ist der Typ, der dich in den Knast steckt. So erklärt. Pass auf. Dieser hat in mehreren Interviews und auch auf Twitter, diesen zeige ich gerade, diesen Tweet, gesagt, was eine Straftat darstellt. Da ging es auch um die Ausschreitungen, die gerade in Neukölln und sonst wo hier in Deutschland passiert sind. Ach, Manuel. So, folgendermaßen sieht es aus. Strafbar macht sich wer öffentlich Mord oder Totschlag billigt. Dadurch, dass die Hamas als Terrororganisation eingestuft ist und du für die Hamas sprichst, billigst du Mord und Totschlag. Das wiederum ist also eine Straftat. Das ist, wie es ist. Ob ihr das verstehen wollt oder nicht, ist mir dabei egal. Also Abflug. Hört der Richtige das? Sage ich euch ganz einfach, habt ihr ein arges Problem. Weil diese Strafe, die einen daraufhin erwartet, sind zwischen 3 und 5 Jahre ohne Bewährung. Nur mal so nebenbei. Auf Wiedersehen.
Von daher könnt ihr gerne weiter eine Terrororganisation feiern. Ich distanziere mich davon. Ich feiere auch im Flughafen, indem ich sage, auf Nimmerwiedersehen. Schande, wirklich. So heißt du die terroristischen Angriffe von dem sogenannten israelischen Staat gut? Also erstmal heiße ich nichts gut, wo Menschen sterben. Nichts. Auf keinerlei Ebene. Das ist einfach so. Fakt ist aber eins, und da muss man mal ganz ehrlich sein, die Hamas hat angegriffen und Israel... Ich bin gerade so umgesetzt. Wenn man sich da mal ganz sachlich mit auseinandersetzt und die Befindlichkeiten, deine eigene Gefühlslage, die da anscheinend sehr, sehr stark ist, mal rausnimmt, sieht es ganz einfach so aus. In dem Moment, wo die Hamas angegriffen hat, hat der Iron Dome eine Zahl an Raketen abgefangen. Wären alle Raketen durchgegangen, dann hätte Israel noch ein ganz anderes Problem. Es sieht an dem aus, dass natürlich auch Israel das verbriefte Recht hat, sich zu verteidigen. Das ist einfach so. Da hat die Hamas scheiße agiert. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Du kannst das halten und sehen, wie du möchtest. Fakt ist eins, Hamas hat angefangen. Hamas ist eine Terrororganisation und das, was da gemacht wurde, ist auf beiden Seiten erstmal zu verurteilen. Aber Fakt ist eins, Hamas für Kleinkinder haben angefangen. Die waren als erstes böse. So. Bist du dir sicher? So sieht's aus. Ja, zu 100%. Aus dem ganz einfachen Grunde heraus. Die Hamas wurde gegründet als Ausgleich für die PLO. Die PLO damals, oder die Hamas hat sich dann damals, sagen wir mal, ins Falsche weiterentwickelt und hat sich zu Terrororganisation gebildet. Natürlich musste sie aber auch erstmal dafür sorgen, dass sie gewählt wird. Wie mache ich das am besten? Gerade in der muslimischen Bevölkerung. Ihr wisst genau, wie das läuft. Speiset den Armen und baut Krankenhäuser, Kinderstationen, Kindergarten mit aufbauen und du hast auf jeden Fall erstmal schon die Bevölkerung auf deiner Seite. Trotzdem hat sie auch sehr viel Verwerfliches getan. In diesen Angriffen, die sie da getätigt hat, ist das mehr als verwerflich anzusehen. Dann geht es weiter. Gucken wir noch ein Stück weiter zurück. 1917 wurde in der Balfour-Erklärung da zum Beispiel Israel den Juden zugesprochen. Es ist ihr Land. Das ist so. Das ist nun mal ein Fakt. Das können wir nicht ändern. Das ist, wie es ist. Und da muss man an der Realität gelehnt sein. Ich frage dich doch, warum ist es ihr Land? Ich frage mich. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil England es annektiert hat und England es den Juden gegeben hat. Okay, da kannst du was von, das kannst du finden und halten, wie du willst. Am Ende ist das aber der Fakt, woraus dieses Land entstanden ist. Und da kannst du nichts dran ändern. Wir können uns auch gerne noch darüber unterhalten, dass es davor Osmanisches Reich war. Das hat aber alles am Ende nichts mit dem Eigentlichen zu tun, was nun mal als Fakt dasteht. Und als Fakt sieht es so aus, dass dieses Land von England annektiert wurde. England hat dieses Land den Israelis gegeben. In der Balfour-Erklärung ist auch eindeutig herauszulesen, dass die Palästina ein Bleiberecht haben. Ein Duldungsrecht könnte man auch sagen. Dieses haben sie aber leider so ein bisschen verkackt, weil sie da mit der Hamas zusammengearbeitet haben. Das kann man natürlich jetzt auch so und so sehen. Fakt ist aber eins, die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie hat angegriffen. Was sie da vielleicht auch Gutes für die Palästina getan hat, das mag jetzt mal so in den Raum stellen. Aber nur weil man was Gutes tut, wiegelt das nicht das Böse auf. Das ist einfach so. Fakt ist eins, sie haben als erstes angegriffen. Sie haben dafür gesorgt, dass sie als Terrororganisation eingestuft wurden. Jetzt haben sie das Problem, jetzt haben sie den Salat. Und der nette Herr, der Herr Nidal, der sich da eben so schön ausgedrückt hat, hat sich in seiner großkotzigen Art ganz weit nach vorne gelehnt und hat sich hier eben gerade in diesem Live massiv strafbar gemacht. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Internet kein straffreier Raum ist. Wenn ihr das machen wollt, Feuer frei. Ich distanziere mich von sowas. Okay, so, ich möchte jetzt aber, nee, Achi, jetzt ist, also, wir haben heute tatsächlich echt lange viele Diskussionen geführt und das war echt anstrengend. So nach, ja, wie soll ich das sagen? Ja, nach 8 Stunden reicht jetzt. So, wir können das, morgen will ich nicht sagen, weil wir haben schon morgen. Aber wir machen das heute Abend weiter. Da können wir das gerne nochmal alles nochmal von vorne machen. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Aber irgendwann um 2.44 Uhr ist jetzt auch mal gut. Ich bin jetzt auch müde. Reicht jetzt auch. Darf ich kurz noch was sagen? Oder ja, bitte. Ja, bitte. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Geduld und alles, Löwe. Jo, alles gut. Ja, darf ich kurz noch was sagen? Ja, bitte.
Ich würde halt gerne fürs nächste Gespräch gerne vorab sagen, dass es besser ist, sich auf Fakten zu stützen und nicht auf Begrifflichkeiten. Weil wenn wir heute sagen, dass die Terroristen sind, ich meine, Nelson Mandela war 30 Jahre, wurde der als Terrorist bezeichnet, heute nicht mehr. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns auf die Handlungen, lass mich nur 20 Sekunden oder 10 Sekunden, dass wir uns auf die Handlungen von Menschen konzentrieren, um zu bewerten, ob sie gut oder schlecht sind. Und wenn wir sagen, dass England das Recht hatte, Palästina weiterzugeben, dann würde ich gerne die Frage stellen, wäre das denn auch okay gewesen, wenn sie gesagt hätten, die Juden kommen nach Deutschland? Würdet ihr euch dann nicht darüber aufregen? Also erstmal möchte ich mal gerne wissen, wieso sagst du, dass das Palästina, wie lange gibt es Palästina? Es gibt kein Palästina. Es gibt gar kein Palästina. Es gab noch nie Palästina. Ich beende gleich einfach. Keine. Wir können uns vernünftig verabschieden. Das ist endlos, diese Diskussion. Aber es gibt keine Palästina. Ich war alles, auch jedes Mal, wenn man sagt, ja, Palästina. Ich habe doch alles verstanden. Diese Diskussion hatten wir heute. Jesus im Himmel. Diese Diskussion hatten wir heute schon 30.000 Mal. Löwenherz, darf ich bitte kurz was sagen? Ich wollte was sagen und habe mich unterbrochen. Guck mal, ja, ich finde Löwenherz, Alvo, sag mal, Erik, warum hast du mich nicht eingeladen? Ich habe gar keine Info gehabt, dass du live gehst. Ich finde es traurig, Löwenherz, lass mich bitte mal auf. Ja, bitte. Ich finde es traurig, dass ich die ganze Zeit nur gute Sachen erzählt habe, Menschen müssen zusammenleben, dies und das. Und am Ende hat man sich lustig gemacht und hat man mich selber angegriffen, obwohl ich nichts Schlimmes gesagt habe. Und du hast es sogar bestätigt, dass ich nie jemanden angegriffen habe oder jemanden belästigt habe oder sonstiges. Und du kannst es auch Mann, Chantal, jetzt voll leise. Er will sich gerade verabschieden, Mensch. Weiter. Ich merke gerade nur, was ich nicht gut finde. Ja, guck mal, das ist doch in Ordnung. Guck mal. Ich bin auch nicht unbedingt dahinter. Das Problem ist, du musst dir überlegen, wenn jetzt 6 Leute diskutieren, alle schreien durcheinander. So, und ich verstehe kein einziges Wort, was irgendjemand überhaupt sagt. Das habt ihr heute ungefähr 3 Stunden am Stück gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ihr die Energie dafür härtet. So, weil ich bin schon wahnsinnig geworden. Und ich möchte. Okay, ich habe eine Frage an Roy. Roy, findest du das richtig, Roy? Ich sag's jetzt nochmal im ganz kurz, nicht halbe Stunde. Ja, nein, kurz. Erik, ich mach's für dich sogar richtig kurz. Pass auf. Heul leise, Chantal. Der Host möchte sich gerade verabschieden. Sehr unaufrichtig von dir. Dass du nicht sehr, sehr respektvoll von dir, Roy. Nein, respektlos seid ihr. Der Host versucht sich gerade seit 5 Minuten zu verabschieden. Ja, ganz kurz, das ist richtig. Alles gut. Ich habe deinen Standpunkt verstanden. Ich habe ja jetzt auch persönlich kein Problem mit dir. Du bist jetzt auch oben. Ich kann nicht, guck mal, Falter, ich bin nicht die anderen. So, du bist ja auch auf eine Art erwachsen. Sie haben dich ja jetzt nicht unbedingt beleidigt, sie haben sich halt lustig gemacht. Wenn du damit natürlich nicht klarkommst als erwachsener Mann, dann musst du einfach rausgehen. Weil ich kann oder TikTok löschen. Ich kann mich jetzt natürlich nicht vor dich stellen, so, da musst du dich halt wehren. Ne? So, aber du kannst gerne wieder reinkommen später und es ist alles in Ordnung und Achi auch wieder reinkommen. Nur Achi, was du heute gesagt hast, das wiederhole ich nicht, das fand ich jetzt natürlich nicht so schön. Okay. Aber gut. Das war Kindergarten, nicht böse, aber das war wirklich Kindergarten. Nicht gegen dich, Löwenherz, nichts gegen dich, Hans auf Herz, aber das war wirklich Kindergarten. Ja gut, aber tatsächlich, wir müssen es dann aber auch sehen, so ein bisschen als Unterhaltung. Wir haben die Leute unterhalten, ihr habt die Leute unterhalten, hat doch Spaß gemacht. Komm, jetzt. Du Erik, wir unterhalten uns jetzt noch eine halbe Stunde darüber, wer böser war. So, als ich reingekommen bin, habe ich gedacht, dass wir nur über den Islam sprechen. Ich habe gar nicht dieses Hintergrund. Erik, ich wünsche dir was. Erik, ich sag dir gute Nacht. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns heute Abend wieder. Ciao.